Einen wunderschönen guten Abend, liebe Meerwassergemeinde. Ich begrüße euch hier auf Vipers Meerwasser zu einer neuen Vipers Meerwasser Lounge. Und heute haben wir einen ganz besonderen Gast, wo ich mich sehr drüber freue. Schön in der Mitte eingepackt zwischen uns beiden. Der Jörg ist da. Und ihr seid auch schon zahlreich vertreten. Ja, ich sag mal hallo. Ich dachte, du bist nicht fertig. Neu zusammen. Erste Frage in die Runde. Wie kommt der Ton rüber? Wie hört ihr den Jörg? Wie hört ihr den Markus? Sag mal bitte was. Markus? Ja, okay. Ja, erstmal schönen guten Tag oder schönen guten Abend alle. Und ich bedanke mich auch mal hier wieder beim Daniel. Und wir freuen uns natürlich sehr darüber, dass wir heute den Jörg Kokott als Gast haben in unserer Meerwasser-Lounge. Ich muss mich auch bei der Community bedanken für die ganz tollen Fragen, die eingegangen sind, wo Jörg sich auch schon ein bisschen drauf eingelesen hat. Wir haben das ein bisschen chronologisch auch sortiert und ich gebe jetzt einfach mal zum Jörg rüber, ja?
Das ist ja gleichzeitig hier der Tontest noch. Ja. Ja, ich hoffe, dass mein Ton okay ist und nutze dann die Gelegenheit, auch jetzt gleich zu Anfang Danke zu sagen an Daniel, Markus, du auch natürlich, für die Einladung. Freut mich, dass ich hier sein kann. Und ihr da draußen auch. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Ja, kleine Info noch vorab. Hatten wir, glaube ich, gesagt, beziehungsweise hatte ich grob angekündigt, wir versuchen heute, ich sage es mal, allgemeine Fragen zu beantworten. Wir wollen nicht speziell auf irgendwelche Technik, weil technikaffin ist der Jörg gerade wohl nicht so. Das ist nicht so sein Steckenpferd, vielleicht bis auf Licht vielleicht. Und den Rahmen eingrenzen. Ja. Und wir wollen nach Möglichkeit die speziellen Sangokai-Fragen erstmal außen vor lassen. Weil die kann man ja ohne Probleme bei ihm im Forum oder über Facebook fragen. Wir haben jetzt hier die Fragen so ein bisschen sortiert und gehen auch nicht nach Personen, sondern auch nach Themenbereichen an. Ich fange jetzt einfach mal an. Wir haben hier das erste Thema chronologisch gesehen, Einfahren und Boden. Da hatte der Rainer Bruns gefragt, das Thema Live-Sand als Bodengrund. Ist es sinnvoll, optimaler für den Beckenstart oder lieber mit normalem Sand? Gibt es merklichen Unterschied, ob es vorgeimpfter oder normaler Bodengrund wäre, ob man den wählt? Mit was für Bakterien sind sie vorgeimpft und was macht das Ganze zur Stabilität? Jeder von uns hat da diesbezüglich schon mal Erfahrungen mitgemacht, sage ich mal. Was sagst du dazu, Jörg? Hast du die komplett vorgelesen? Weil bei mir steht da noch was. Ja. Wie sieht es mit Stabilität und dann Überlebensrate und damit der je nach Lagerzeit noch vorhandenen Wirksamkeit im Aquarium aus? Auch zum Beispiel hinsichtlich Lagerbedingungen bei Händlern. Okay. Hast du das vorgelesen? Nee, vorgelesen habe ich nicht. Das habe ich tatsächlich übersehen. Ist okay. Sorry. Deswegen habe ich mir das hier auch schön groß aufgemacht. Ja, Rainer, erstmal danke für die Frage. Ich meine, ich bin König der im Monolog, ja. Ich hoffe, dass wir vielleicht auch irgendwie ein bisschen zusammen darüber diskutieren können, wie ihr das vielleicht handhaben würdet oder im eigenen Becken habt. Aber also das ist ja ein Sammelsurium an Fragen. Ich fange mal mit dem Faktischen an. Faktisch weiß ich nicht, was da für Bakterien drin sind, weil es nicht deklariert. Faktisch weiß ich entsprechend auch nichts über Stabilität, über Überlebensrate, weil es nicht deklariert. Da steht vielleicht eine Haltbarkeit drauf, ja, aber was da genau hintersteckt, weiß ich nicht. Die meisten Live-Sand-Sorten kommen zumindest meines Wissens nach ausschließlich aus den USA. Und ich hatte nur mal vor Jahren, als Live-Sand überhaupt hochkam, auf der Interzone-Gespräch damals mit dem, wie hieß der denn nochmal? Ich vergesse den Namen, habe die Marke auch nicht mehr im Kopf. Wenn du mit dem gesprochen hast, dann war der so typisch US-Verkäufer. Ne? Also Frage stellen, ja, aber höchstens wie teuer und nicht, was drin ist. Also habe ich so ein bisschen rumgebohrt, auch gerade was jetzt zum Beispiel wirklich bakterielle Zusammensetzung angeht. Da hat er mich dann nur so ein bisschen komisch angeguckt und dann war das Gespräch zu Ende, weil das war dem dann zu anstrengend. Ich will jetzt nicht sagen, dass das bei jedem so ist, aber Fakt ist, ich zumindest kann die Fragen nicht beantworten und da ich Fragen nur dann beantworte, wenn sie irgendwo auch in meiner Überzeugung und auch faktisch irgendwo hinterlegt sind, klinke ich mich da raus. Interessante Frage, die Frage haben wir seit es Live-Sand gibt, aber ich kann sie nicht beantworten. Dann fange ich jetzt mal von vorne an. Sinnvoll oder optimaler für den Beckenstart als normaler Sand? Meiner Meinung nach nicht, und zwar aus folgendem Grund. Ich habe ganz gerne grundsätzlich in der Aquaristik irgendwo kontrollierte Umgebungsbedingungen. In dem Moment, wo wir eben schon festgestellt haben, dass wir gar nicht so wirklich wissen, was da drin ist, haben wir auch keine Kontrolle darüber. Wir versuchen natürlich irgendwo das Beste immer fürs Aquariumsystem rauszuholen. Gerade beim Beckenstart gibt es natürlich viele Dinge oder Holprigkeiten, die dann passieren können, wo wir vielleicht sagen, ja, die Umgebungsbedingungen dahingehend so optimal zu gestalten und dann investiere ich halt auch mal Geld in Sand, wo schon vielleicht Bakterien drin sind, einfach so vom Gefühl. Ne? Also das kann ich schon nachvollziehen, aber wie gesagt, für mich ist es nicht kontrollierbar. Und ob es eine Wirkung hat, ja oder nein, gute Frage. Also ich arbeite grundsätzlich mit totem Sand. Das kann durchaus ein korallenbasierter, aragonitischer Sand sein, den ich auch bevorzuge gegenüber kalzitischen, aber auch das wäre okay. Aber dann weiß man, was man hat. So, und ich, meiner Meinung nach, das ist wie gesagt meine eigene Meinung, ich will auch da niemandem am Schlips treten, irgendwann ist einer mal gedacht,
auf die Idee gekommen, Mensch, es gibt Sand, es gibt Bakterien, ich kippe da mal was zusammen und habe eine neue Marktlücke. So kann man das natürlich irgendwo auch sehen. Ja, ich denke mal, der Grundgedanke dahinter war ja garantiert dann auch, das SDM Aquarianer zu erleichtern. Aber wie du schon selber sagtest, wir wissen nicht, was drin ist. Und ich sehe es ja allein schon, das beste Beispiel ist zum Beispiel das Eporif. Wenn ich da hingehe und noch zusätzlich Bakterien ansetze, dann kriegst du teilweise Umgebungen, die sich überhaupt nicht mehr kontrollieren lassen. Und das ist eine ganz schwere Sache. Also ich würde eigentlich auch grundsätzlich hingehen und tot starten. Und das eigentlich. Die Sache ist ja auch, also ich habe es ja auch festgestellt und ich habe ja auch ein Becken ohne Sand drin, dann würde das ja auch nicht funktionieren. Weil wenn ich jetzt unbedingt einen Sand mit einem Bakterienstamm brauche, wo wir jetzt auch, wie wir schon drüber gesprochen haben, wo wir nicht wissen, was genau drin ist, dann würde ja ohne Sand auch nicht gehen, ein Becken zu betreiben. Und da sind ja auch genug, die unten, sag ich mal, einfach keinen Sand drin haben. Ja? Kann man analytisch so betrachten, ja. Ja. Also wir werden, glaube ich, noch über Bakterien viel sprechen, weil da haben wir noch ein paar Fragen zu, also in anderen Bereichen, aber letzten Endes geht es natürlich irgendwo immer um das Gleiche. Meine Argumentation ist erstmal, also egal welche Koralle hat mit, ich sage jetzt mal nitrifikanten, also Ammonium oder Nitritoxidierern oder auch Denitrifikanten nichts zu tun. Und die kommen sich aber nicht in die Quere. Das heißt, keine Koralle braucht irgendwie nitrifizierendes Bakterien. Dieses Thema Bakterium ist uralt, wirklich uralt. Ich habe jetzt gerade auch in den Kommentaren gelesen, ich muss mal gerade gucken, wer war es denn? Der Martin Ott, der schreibt, am besten animpfen aus einem alten eingefahrenen Becken. Ich will jetzt die Diskussion nicht ausweiten, aber ich bin immer froh, wenn Becken möglichst neu und sauber gestaltet werden und kein Dreck von irgendeinem anderen Becken reinkommt. Aber früher haben wir das so gemacht. Ja, er meint wahrscheinlich vieles, den Grundbakterienstamm so rüberzunehmen. Was ist denn Grundbakterienstamm? Ja, was sind gute Bakterien? Was sind schlechte Bakterien? Genau, also, da ist die Problematik. Und, steht und, nicht drauf. Und für was brauchen Korallen Bakterien? Also ich sage, wir wollen Korallen pflegen. Beim Beckenstart geht es darum, das Aquarium korallentauglich zu machen und Korallen reinzubringen. Das funktioniert in dem Moment, in dem man Korallen einsetzt. Und zwar möglichst viel. Weil wir wollen ja Korallenriff-Aquarium haben. Ja? Kann man sagen, im Riff gibt es auch Bakterien, stimmt. In der Aquaristik ist das aber ein bisschen unterschiedlich. Und wie gesagt, vor allem in der Kontrolle schwierig. Also das, was wir machen sollten beim Beckenstart, ist möglichst zügig Korallen einsetzen. Und zwar hochwertig gezüchtete, von mir aus gerne auch hochwertig importierte, das heißt akklimatisierte und konditionierte Korallen. Und das Bakterienthema ist für mich eigentlich gar nicht großartig existent. Was ja viele Leute machen, also angenommen, im Live-Sand wären jetzt Nitrifikanten drin, weil wir sagen, wir wollen möglichst schnell Ammonium zu Nitrit und Nitrit zu Nitrat hoch erzeugen. Das ist so die alte Lehrbuchmeinung von vor 30, 40 Jahren, wo wir noch einen Fischbesatz hatten, ne? Wo wir möglicherweise alte Steine hatten, wie auch immer. Und dann ist die Frage, was machen jetzt eigentlich genau diese Bakterien, also diese Nitrifikanten, in einem System, wo gar kein Ammonium drin ist, weil angenommen, wir haben eine Keramik. Du hast eben Eporif angesprochen. Wir benutzen sauberes Wasser. Wir haben möglicherweise sogar wir arbeiten ja sehr clean heute. Also selbst nehmen wir mal Lebendgestein, selbst wenn das gut ist und gut gehältert ist, dann ist es eigentlich relativ clean. Das heißt, wir kriegen keinen großen Ammonium-Peak oder Ammoniak-Peak. Die Bakterien werden schlichtweg verhungern, weil die brauchen das. In dem Falle nicht als Wachstum, sondern als Wachstumsstickstoff, sondern die brauchen das für ihren Energiestoffwechsel. So ein bisschen egal. Aber letzten Endes sind das komplett Ammonium- respektive nitritabhängige Bakterien. So, und wenn wir in einem Aquariumsystem dahingehend gar nichts haben, dann würden sie im Idealfall nichts tun. Das Problem ist aber, sie werden absterben. So, dann hat man den ersten Mulm sozusagen im Becken liegen, weil die bestehen nicht aus Luft und Liebe. So, und deswegen versuche ich immer so ein bisschen zu hinterfragen oder auch Leute anzuregen, das zu hinterfragen, welche Umgebungsbedingungen wir eigentlich heute haben. Klar, wenn ich ein Becken komplett clean habe und ich haue dann gleich meinen kompletten Fischbestand rein und vergesse die Korallen, ja, dann kann es ein Thema werden. Dann brauchen die Ammonium- respektive Nitritoxidierer aber auch eine wirklich lange Zeit, um sich stabil zu entwickeln, bevor überhaupt was passiert. In der Zeit sind Fische wahrscheinlich schon längst an einer Ammoniakvergiftung gestorben. Es gibt einen interessanten, Es gibt einen interessanten Artikel. Ich habe mal ganz kurz eine Frage, weil das war gerade interessant. Also ich habe mal gelesen, dass das Ammonium im Seewasser oder im Meerwasser nicht so relevant ist oder so schlimm ist wie, sage ich mal, im Süßwasser für die Fische. Nee, das ist das richtig? Nee, das würde man für Nitrit geltend machen. Ammonium, Ammoniak steht im pH-abhängigen Verhältnis. Das ist wirklich richtig gefährlich und toxisch. Ist das Ammoniak, was in einem pH-Bereich, wie wir ihn haben, schon ein bisschen gegenüber Ammonium abgedämpft ist. Problematisch wird es letzten Endes eben halt außerhalb von dem pH-Bereich, den wir haben.
Aber es ist auf jeden Fall ein Thema. Je mehr Ammonium bzw. dieser Ammoniumstickstoff im Becken ist, desto größer ist auch der Anteil an Ammoniak. Das, was du meinst, ist dann Nitrit. Nitrit wird, wird über die Chloridzellen bei Fischen zum Beispiel ein bisschen außen vor gehalten, weil im Meerwasser so viel Chlorid drin ist. Das heißt, es wird verdrängt. Das kommt gar nicht in die Zelle rein, weil der Chloriddruck so hoch ist. Deswegen spielt es für uns in der Meerwasseraquaristik dahingehend auch keine große Rolle. Haben wir aber eine Frage zu? Ich bin die Frage ja ein bisschen akribisch durchgegangen. Nee, ja. Irgendwer hatte danach gefragt. Kommen wir nachher noch mal drauf. Kommen wir nachher zu, genau, richtig. Ist das Thema Nitrit auf jeden Fall drin. Markus, der nächste bitte. Ja, da muss ich jetzt kurz gucken. Und das war der Max oder Max 87, hat er gefragt. Moin, mich würde interessieren, wie man ein Becken startet, wenn man derzeit für die Vergrößerung nur den Viertelbesatz hat und dann jeden Monat zum Beispiel 1 bis 2 Korallen dazu reinsetzt. Das Beste ist ja voll zu besetzen, aber wenn man ein paar schöne Korallen haben will, ist das natürlich immer so eine Kostenfrage. Und zum Beispiel ein Jahr will ich einfach nicht so gerne warten. Bei der Vergrößerung möchte ich eben gerne Raritäten reinsetzen, anstatt irgendwas, nur für den Start. Und das Ganze mit Sangokai. Wie siehst du das da, Jörg? Ich fange mal so an. Achso, wenn ich übrigens mal aus der Kamera runtergucke, hier steht mein iPad, wo auch die Fragen sind. Ne? Ja, ich muss auch nicht, dass ihr denkt, ich gucke gelangweilt hier hin und schaue noch ein bisschen Wetten, das nehmen wir oder so. Nee, also Spaß beiseite. Ich habe das schon öfter erlebt in verschiedenen Diskussionen, aber auch langfristig, letztendlich ist es schon seit Ewigkeiten ein Thema. Bei einem Beckenstart, großes Aquarium, unabhängig jetzt mal von Raritäten, die man selektieren muss, sondern grundsätzlich, jemand stellt sich ein 1.000-Liter-Becken hin und hat vergessen, das Geld einzurechnen, um den Erdbesatz dafür zu kaufen. Das ist kein untypisches Thema. Die Natur in dem Zusammenhang, meine Katze läuft ja auch ab und zu lang, die Natur, der ist das ziemlich egal, was wir wollen. Und das ist dahingehend auch aus der Erfahrung heraus immer schwierig, so ein cleanes Becken, also ein Becken, was nicht stark mit Korallen besetzt ist, irgendwo clean zu halten. Frei von Fadenalgen, frei von Cyanus, frei von bakteriellen Biofilmen, alles Mögliche. Weil das wird die Natur vorhaben. Die wird irgendwas da möglicherweise wachsen lassen, was wir halt nicht wollen. Mein Tipp dahingehend ist trotzdem, da bin ich auch nicht ganz alleine, hier Dominik zum Beispiel, mit dem ist er eigentlich da, also nicht, mit dem ich den Podcast mache, der nennt das zum Beispiel immer Platzhalter. Das finde ich auch ganz gut. Mhm. Ich würde trotzdem versuchen, das Becken von mir aus mit möglichst günstigen Korallen zu besetzen. Jetzt muss man allerdings aufpassen. Wenn ich ein Steinkorallenbecken will, dann setze ich da Steinkorallen rein. Das heißt, ich nehme jetzt als Platzhalter nicht irgendwie Xenia oder eine Weichkoralle oder sonst irgendwas, sondern ich bleibe bei der Organismengruppe, die ich haben will, also bei der Korallengruppe. In dem Fall sagen wir mal SPS. Wir wollen ein Acropora-Becken. Dann wäre das ökologisch gesehen ziemlicher Unfug, das Becken mit Lederkorallen vollzusetzen, weil die Lederkorallen Einfluss auf die komplette Aquariumbiologie nehmen. Also nicht Aquariumbiologie, sondern auf das gesamte, um die Umgebung. Die geben bestimmte Stoffe ab. Das können biochemische Kampfstoffe sein, die Acroporen nicht unbedingt mögen. Das heißt, ich setze mein Becken so ein bisschen aufs falsche Gleis. Pack da von mir aus günstige Milka-Ableger rein. Das ist nicht die hässlichste Koralle, finde ich. Das ist eine, die wenig Stress macht, die schnell wächst, die sehr schnell auch dazu führt, dass man einen stabilen Kalkhaushalt hat, was immer problematisch ist bei so einem Becken, wo viel Wasser ist, aber wenig Korallen. Ne? Gerade was die Dosierung von KH und Kalzium oder Verbrauch von KH und Kalzium angeht. Je mehr Korallen, je steter das Wachstum, desto besser ist der Kalkhaushalt auch stabil. Und umso einfacher ist dann das Etablieren von der einen oder anderen Rarität, die ja auch ein bisschen Geld kostet. Also ich würde das Becken nie blank stehen lassen, also oder in dem Fall eine halb besetzt lassen. Ich würde gucken, dass ich mir... Ja, du brauchst Umsatz. Wie gesagt, es können günstige Korallen sein, auch möglichst schnell wachsende, und dann selektiere ich so. Das ist natürlich die Herausforderung, dass man Korallen so platziert, dass man nachher wieder rauskriegt. So eine Milka, die halt auch in sich ziemlich kompakt, ziemlich üppig wächst und nachher auch mal eben in einer so Handball oder Fußball groß eben auch mal 3-4 Kilo wiegt, die muss ich natürlich wieder rauskriegen. Ne? Das ist irgendwie klar. Das heißt, man muss regelmäßig mal gärtnern. Aber da würde ich, also das ist eigentlich das Einzige, was als Erfolgstipp langfristig funktioniert. Ja, ansonsten ist ja wahrscheinlich dann auch irgendwann Probleme wieder mit Algen und anderen. Du brauchst die Korallen ja im Prinzip als Konkurrenten. Also du gehst ja im Prinzip hin und versuchst die gerade Algen und Ähnliches durch Korallen ja wegzukriegen. Hast du nicht genügend Korallen, ja, dann sagen die Algen, okay, alles klar, dann machen wir mal weiter. Das ist ja auch, was Daniel und ich immer wieder
Das ist ja auch, was Daniel und ich immer wieder propagieren. Wir brauchen einen Verbrauch, also dass Zug in das Becken reinkommt sozusagen, dass ein Umsatz da ist. Ja? Ein KH-Verbrauch, Kalziumverbrauch. Da kann ich auch Serotipora-Arten schöne nehmen. Die gibt es ja auch mittlerweile. Oder Montipora-Arten, die wirklich da auch mal richtig Zug in das Becken reinbringen. Jetzt nicht nur eine Milka-Koralle. Da gibt es ja verschiedene Arten von den SPS, wenn man das jetzt machen will. Wenn man jetzt die andere Sparte nimmt, LPS, wenn wir heute sauber ansprechen, dann nehme ich halt sehr robuste LPS-Arten. Da gibt es einige Euphelia-Arten, da nehme ich jetzt nicht eine Golden Torsch oder sowas direkt sofort, wo ich weiß, die kann rumzicken. Ja, dann nehme ich halt ein bisschen LPS-Arten, die, sage ich mal, auf ordentlich Wachstum schieben. Ne? Ja, das ist aber auch das. Bitte, sorry. Ja, alles gut. Man muss sich ein bisschen, du darfst ja auch gerne durchsetzen, dann bin ich mal still. Ich rede eh genug. Nee, man muss sich ein bisschen natürlich über die Besatzstruktur klar sein. Also wie gesagt, ich finde es schon wichtig, dass man bei denen ungefähr bleibt, die man haben will. Wenn man sagt, ich will ein Mischbecken mit LPS, SPS haben, ja, ist ja kein Problem, dann mache ich das auch. Wenn ich jetzt die Hälfte vom Becken zum Beispiel mit Euphyllien zuknalle, dann haben die Euphyllien genau den gleichen Effekt wie diese üppigen Weichkorallen. Die werden einfach das Wasser in irgendeiner Weise prägen. Ob das jetzt Nesselgifte sind oder andere biochemische Sachen, wie auch immer, spielt keine Rolle. Das heißt, ja, kann man machen, aber ich würde auf jeden Fall da auch gucken, dass man bei den Korallengruppen an sich so ein bisschen bleibt. Also jetzt nicht sagen Steinkoralle, da fallen ja LPS und SPS drunter, sondern wenn ich SPS legen will, dann packe ich da SPS rein, größtenteils. Ne? Ja. Aber das ist ja auch die Herausforderung bei dem ganzen Mischbecken, ne? Entschuldigung, Daniel, dass ich dich unterbreche. Alles gut, alles gut. Aber das ist ja genau die Herausforderung bei diesen ganzen Mischbecken. Das ist ja eigentlich schon fast, sage ich mal, die schwierigste Disziplin in der Meerwasseraquaristik, die Spagat zu hinzukriegen, dass ich es fast allen Gruppen von Korallen irgendwie recht mache. Aber ich mache es im Grunde genommen immer nur irgendwie recht. Siehst du das auch so? Ja, das siehst du auch in der Natur. SPS sind, also sag jetzt mal Acroporas zum Beispiel, sind am liebsten so unter sich. Dann haben die keinen großen Stress. Ja. Und das ist auch irgendwas, was du bei den ganzen High-End-Becken siehst oder bei den Züchtern siehst. Die fahren auch ganz bewusst getrennt, ne, ihre Anlagen oder Besatz ist ziemlich dominant auf eine Gruppe eingestellt. Das heißt jetzt nicht, dass man generell auf LPS verzichten muss, wenn man SPS haben will oder umgekehrt. Ne? Aber in der Natur hast du auch diese Korallengärten, wenn du dir mal, also die, was wir so oft als Korallengarten bezeichnen beim Tauchen oder so, das sind ja meistens diese Acropora-Wälder und da steht nichts anderes. Ja, da steht vielleicht, liegt da irgendwo mal liegt eine Fungia dazwischen oder irgendwie sowas. Ne? So, aber die sind unter sich und das macht in der aquaristischen Pflege vieles einfacher, gebe ich dir recht. So, wir haben jetzt hier gerade noch eine Frage. Der Ronny hat mich darauf hingewiesen, vom Jens. Wie schlimm ist es, wenn man dann entsprechend weniger Riffdeko nehme und den voll besetzen wird, so dass man weniger Oberfläche hat? Das muss ich mir nochmal durchlesen. Was steht da? Wie schlimm ist das, wenn ich dann entsprechend weniger Riffdeko nehme und den voll besetze, so dass weniger Oberfläche da ist? Also wenig Gestaltung und die möglichst mit Korallen vollhauen. Ja, er geht wahrscheinlich jetzt von der Situation aus. Er geht von der Situation aus, er hat diese Vergrößerung, hat aber jetzt nicht die Menge an Korallen, um das jetzt alles voll zu besetzen, sondern will jetzt weniger Riffdeko einsetzen und das wenige, was er hat, dann im Prinzip voll besetzen. Das macht durchaus Sinn. Ja. Also man kann das tun. Ich meine, man hat immer noch irgendwo eine Glasscheibe, irgendeine Bodenplatte. Die ist natürlich von der Gesamtoberfläche nicht so groß wie eine verästelte Riffstruktur, die drüber steht. Was man machen kann, sieht ein bisschen komisch aus. Also man könnte modular bauen, das ist mit Keramik heute kein Problem. Von mir ist auch ApoReef oder ReReefox, was auch immer. Und ich beleuchte eine Seite erstmal voll, weil da meine ganzen Korallen stehen. Und auf der anderen Seite mache ich mein stumpfes Licht aus. Mhm. Das sieht dämlich aus. Ja. Aber das wäre eine Option, um das Problem mit Algenwachstum zumindest zu minimieren. Also das macht sowieso viel Sinn, wenn man die Gestaltungs- oder die Dekorationsoberflächen so plant und minimiert, dass man möglichst viel Korallen draufkriegt, aber nicht das Problem bekommt, zum Beispiel mit Nitrifikanten, die sich auf eine übermäßig große, übermäßig üppige Dekoration draufsetzen und dann haben wir nach einem halben Jahr fängt an, Nitrat hochzugehen. Mhm. Ja, das ist ja nicht das ist einerseits ein Problem, was Strömung angeht und was Mulm- und Detritus-Einlagerung angeht, einfach weil das bei Becken halt nicht immer so frei zugänglich ist. Das andere ist aber, wie gesagt, wir schaffen eben Siedlungsfläche und da wachsen Bakterien drauf, Biofilme, alles Mögliche, Fadenalgen drauf. Je weniger ich davon habe, umso mehr können die Korallen letzten Endes das Becken so prägen, wie sie das eigentlich auch sollen. Spinnen wir den Faden jetzt mal weiter. Er nimmt tote Riffdeko, sage ich jetzt mal doof.
besetzt erstmal so, wie wir jetzt gerade gesagt haben, also weniger Deko an sich, das dann mit voll besetzt und will dann anschließend erweitern. Dann kriegt er ja hier und da dann vielleicht auch wieder so eine kleine Einfahrphase, je nachdem, wie schnell er das macht, oder? Was ist denn eine Einfahrphase? Beziehungsweise wieder Probleme mit den entsprechenden... Ja, aber das, ich will dich damit jetzt nicht irgendwie... Nee, alles fixen. Gut. Alles ich weiß aber, wo der Kraus will. Also der eine kriegt irgendwie, passiert gar nichts. Der andere kriegt Fadeneigen, der andere kriegt Cyanus, der andere weiß ich nicht. Es gibt keine stetige Einfahrphase, wo exakt immer das Gleiche passiert, so wie wir es früher in Bücher reingeschrieben haben. Zuerst kommen Kieseleigen, dann kommen Fadeneigen, dann gehen die weg. Nee, die gehen eben nicht weg, aber ist egal. Mhm. Also nicht unbedingt so, und danach kommen... Dieser stringente Ablauf, den wir so ganz gerne hätten, diese Linearität, die gibt es halt einfach nicht. So. Und es wächst das im Becken, was ins Becken reinkommt. So, der eine bekommt mit einer Importkoralle irgendwas rein, was vielleicht ein anderer mit Zuchtkorallen aus einer aquaristischen Anlage nicht reinbekommt. Also es kann ja nur im Becken das wachsen, was reinkommt. Das ist ja irgendwie klar. Je mehr reinkommt, also je vielfältiger, umso besser, weil die dann anfangen, sich gegenseitig zu bekämpfen, zu bekriegen, ökologisch jetzt. Ne? Wenn du nur ein oder zwei Arten hast, dann machen die dann manchmal ihre wilden Sachen. So, das Becken irgendwie voll mit Bakterienschleim zum Beispiel. Oder wie gesagt, mit Cyanus. Das sind dann so typische Momente, die dann deshalb vor allem auch zustande kommen, weil wir zu zaghaft besetzt haben. Weil irgendein Organismus da ist und sagt, ich bin hier allein, ich kann hier machen, was ich will. Ja, genau. Das müssen wir so ein bisschen verhindern. Also natürlich bekommst du in irgendeiner Weise eine Entwicklung rein. Das heißt, du packst einen blanken Stein hin und irgendwann wird das daraus, was wir vielleicht als belebten Stein nennen. Ich will jetzt nicht unbedingt sagen Lebendgestein, weil das ist so ein Begriff, der ja wirklich ganz spezifisch auf importierte Steine zurückzuführen ist. Aber es ist einfach mal ein belebter Stein. Ja klar, dauert das eine Weile. So, und bis dahin kann da alles Mögliche erstmal sukzessive drauf wachsen. Ob das jetzt eine Kalkrutalge ist oder von mir aus erstmal Fadenalge oder sonst was. Natürlich kann das alles passieren. Aber das weißt du vorher nicht. Ja. Das sind einfach Dinge, die, wie gesagt, das wächst das im Aquarium, was irgendwie mal reingekommen ist. Ja, darum versuchen wir ja auch den Siedlungsraum für diese, sage ich mal, unerwünschten Sachen, die wir nicht haben wollen, schnell zu besetzen, wie du schon gesagt hast, Platzhalter, wie auch immer, wie man das jetzt benennen, um dort schnell, sage ich mal, eben halt diese Algen etc., Cyanus zu verdrängen, dass die gar nicht so ausbrechen können. Ja, weil latent vorhanden sind sie ja sowieso, ne? Ich würde sagen, wir kommen mal vielleicht, zur... Vielleicht nicht, aber darf ich dazu noch eins sagen? Bitte. Ich will ein bisschen provokant sein. Wobei jetzt ganz viele Händler und ganz viele Service-Leute, zum Beispiel hatten im letzten oder im vorletzten Podcast mit Jonas Stratmann von Öffentlichkeit Aqua, wir hatten so viele Details, wo wir echt konform miteinander gehen. Jeder Händler, jeder Service-Typ würde sagen, am besten ist, du bist finanziell unabhängig und du haust dir die Kiste voll. Probleme fangen dann an, wenn du die Kohle nicht hast, um ein Aquarium voll zu machen. Ja, jetzt kriege ich vielleicht Dresche, weil alle sagen, ja, es sind halt nicht alle wie halb Multimillionäre. Aber ganz ehrlich, rein ökologisch, ich betrachte das jetzt tatsächlich mal aus der biologischen Schiene, wäre das Sinnvollste. Und jeder Händler und jeder Service-Mitarbeiter von irgendeiner Firma oder Jonas, wer auch immer, würde jetzt sagen, so, ja, stimmt, hau mal das Becken voll, dann haben wir keinen Stress. Und die Probleme fangen an, wenn wir sagen, wir vergrößern, aber dann... Es kann eine Verfügbarkeitssache, weil die Frage war ja auch klar. Es wachsen ja High-End-Korallen und Raritäten ja nicht am Baum, sonst wären es ja keine Raritäten. Ich kann die Problematik verstehen, aber deswegen ist meine absolute Empfehlung, pack diese Platzhalter rein. Dann haben wir dieses Problem überhaupt nicht. Ja, dann steht das Becken erstmal definitiv stabiler. Genau. Gut, dann kommen wir zur dritten Frage von, wenn nicht auch noch mehr. Tech Universe 2, habe ich schon gesehen, der gute Mann ist da. Moin, also... Ihn würde folgende Themen interessieren. Ich habe das ein bisschen gesplittet. Nicht, dass ihr jetzt glaubt, wir vergessen die Fragen. Die fallen dann in eine andere Kategorie. Ab wann würde unserer Meinung nach in der Einfahrphase der richtige Zeitpunkt sein, den Besatz mit Fischen und wie würden wir vorgehen? Bitte. Ich hab vorhin noch gesagt, es wäre auch interessant zu wissen, wie ihr so Sachen machen würdet. Aber frage ich vielleicht am Schluss. Naja, das ist eine Frage, die schon immer auch kontrovers diskutiert wurde. Früher bist du zum Händler gegangen, der hat gesagt, nach 3 Wochen kannst du Fische einsetzen. Dann bist du zum nächsten Händler gegangen, der hat gesagt, oh Gott, was ist denn das für ein Händler? Du darfst das erst nach 2 Monaten machen. Also auch die Frage ist ein bisschen was älter. Ich empfehle grundsätzlich, darauf zu achten, wie es im Becken erstmal steht, wie sich die Nährstoffe entwickeln, vor allem aber wie die Korallen
anfangen, Wachstum zu zeigen. Das kann sein, dass es ein basales Wachstum ist, auf was man achten muss. Es kann natürlich sein, dass manche Korallen gleich anfangen, Spitzenwachstum zu zeigen. Wenn es Bruchstellen sind, die sich irgendwo regenerieren, sieht man auch, dass die natürlich irgendwo wachsen. Das ist zwar Gewebewachstum, aber auch das ist irgendwo Wachstum. Also wenn man das feststellt und gleichzeitig sieht man auch die Nährstoffe, zum Beispiel Nitrat oder auch Phosphat, sind in einem niedrigen Bereich und ich muss auch zudosieren, dann ist der Zeitpunkt da, wo man auch mit dem Fischbesatz anfangen sollte. Es ist natürlich die Frage, mit welchen Fischen fängt man denn an? Und da geht es wieder auch, genauso wie wir es eben mit der Korallenbesatzstruktur hatten, um die Fischbesatzstruktur, die eigentlich in dem Moment auch schon klar sein sollte. Ich bin großer Freund davon, erstmal Fische einzusetzen, die erstens unproblematisch sind, was Revierbildung angeht, die wenig aggressiv sind, die leicht ans Futter zu bekommen sind. Damit will ich nicht sagen, dass es Einsteigertiere sind, aber es sind Tiere, die auf jeden Fall wenig Stress machen. Das Wenigste, was du willst, ist in der Startphase auch noch irgendwie Probleme mit Pünktchen oder irgendwas kriegen, weil du meinst, das Erste, was du einsetzen musst, ist ein Weißkehl, der dir gleich erstmal völlig am Rad dreht. Ne? So, das, ja. Ja, sorry, aber das ist richtig. Das, ja. Ja. So, also guckt darauf, dass ihr langsam anfangt, eben mit ruhigen Tieren, das kann von mir aus irgendwie eine kleine Grundel mit Knallkrebs sein. So, da kommt schon mal ein bisschen Futter rein. Und dann geht es immer darum, das Becken zu beobachten. Geht es den Tieren gut? Fressen sie gut? Okay, dann kommen die nächsten Fische. Möglichst kleine, klein Viech macht auch Dreck. Und das, was nachher natürlich am Revierbilzen ist und das, was am aggressivsten ist, das kommt allenfalls über. Also ich bin eh kein Freund davon, so Tiere einzusetzen, aber die Diskussion machen wir jetzt hier nicht auf. Aber guckt, dass ihr eben das so plant, dass die Tiere, die auch, die keinen Stress machen, zuerst reinkommen und das, was heikel wird, was nachher ein bisschen rumprollt, sage ich jetzt mal, dass das zum Schluss kommt. Weil dann sind die anderen etabliert, die haben ihre Schlafplätze, haben ihre Höhlen, haben ihre eigenen Reviere und dann fängt so ein Weißkehl oder von mir, das kann auch ein kleiner Hexatenia sein. Wenn ihr den zuerst einsetzt, ja, dann war das wahrscheinlich der einzige Fisch. Es sei denn, ihr setzt ein anderes Monster, einen Kugelfisch oder sowas rein. Ja. Ja? Aber ein Hexatenia macht ja auch alles platt. So. Ja, also du meinst also du bist der Meinung, nicht jetzt, das ist ja auch meine Meinung, also nicht sofort Doktoren einsetzen, Kaiserfische, solche Tiere, die halt sehr, die eben halt ihr Revier verteidigen, ne? Obwohl, das können zum Beispiel Chromisse auch, ne? Ja, aber nicht, ja, was Chromisse meistens machen, ist irgendwie aus ihrem eigenen Bereich so ein bisschen vertreiben. Aber die jagen nicht kreuz und quer durchs Becken wie ein, ich sage jetzt mal nochmal, ein Hexatenia, der echt ganz niedlich und süß ist, der aber einen Fisch so lange jagt, bis er wirklich platt ist. So, und dann ist so ein Fisch drin, dann kommt ein Schelmon rein, den guckst du einmal schief an, dann sagt er so, sorry, ich fress nicht mehr, ich hör auf. Also das sind so typische Fehler. Gehen von der Frage ein bisschen weg, weil da ging es ja um den optimalen Zeitpunkt. Und der ist, wie gesagt, meiner Meinung nach dann da, wenn du siehst, die Korallen stehen erstens gut, die fangen an zu wachsen, Nährstoffe gehen runter und werden offensichtlich verbraucht. Und dann kann man damit ganz gut anfangen. So, das kann nach 2 Wochen sein, wenn du erfahren bist und du weißt, dass du das Becken im Griff hast. Ein Einsteiger wird nach 2 Wochen bei Weitem nicht so weit sein, ein Becken zu beurteilen. So, das kann eben nach 3 oder 4 Wochen sein. So, und bei vielen Leuten, die ein Becken umziehen, dann kommen die Fische gleich von Anfang an rein. Was willst du auch machen? Ne? Also die Option, die oder die Möglichkeit gibt es ja auch, dass du ein Becken stellst, das muss vom gleichen Platz weg. Das heißt, du hast diese Hauruck-Aktion, dann hast du von Anfang an deinen hohen Fischbesatz. Ist heikel, geht aber auch. Ne? Aber der optimale Zustand. Wenn ich da den Korallenbesatz fast 1:1 übernehme und jetzt nicht vergrößert habe, dann sehe ich da jetzt auch nicht so ein Riesenproblem. Dann klar, ich muss natürlich die Werte im Auge behalten und natürlich sehr oft messen, auch vielleicht mal 2-3 Mal täglich unter Umständen. Ne? Ja. Du musst vor allem, das ist das Wichtigste, was die meisten Leute übersehen und vergessen, du musst beim Beckenumzug extrem gut aufpassen, dass du die Tiere optimal zwischenhältst. Und da geht es nicht schon los, das passiert meistens nicht. Du hast Korallen, die sind nachher bei 17 Grad irgendwie ein paar Stunden in irgendeinem Behälter, weil da steht dann irgendwie noch ein bisschen an der Terrassentür irgendwo in der Nähe und du gehst rein, raus, weil schleppst ja auch Steine hin und her und sowas. Dann haben die dann ein paar Stunden 17 Grad abgekriegt und finden den nicht lustig. Nee. Dann vernesseln die sich oder sonst was. Das heißt, die meisten Probleme, das gilt mit Fischen natürlich auch. Dann die sind natürlich gestresst, pumpen das relativ kleine Behältnis ziemlich schnell mit Ammonium voll. Dann geht der pH-Wert runter, weil sie auch CO2 ausstoßen. Wenn du das jetzt ein bisschen, ich sage jetzt mal, vielleicht ein bisschen übertrieben darstellst, dann schwimmen die dann nachher bei pH 6. Ist jetzt übertrieben. Ich will es nur verdeutlichen. Mhm. Dann schwimmen die bei pH 6,9 rum, sind voll mit Ammoniak und danach packst du sie dann ins frisches Meerwasser. So, und dann sind die voll mit Ammoniak und dann machen die Puff und dann sind die weg. So, also das sind Szenarien, die sind schon passiert. Ja.
Würde denn da helfen, wenn ich jetzt das Szenario, was du gerade beschrieben hast mit den Fischen, würde es helfen, wenn ich da das Wasser von den Fischen ein wenig belüfte, mit Lüftersteinen zum Beispiel? Das habe ich nämlich auch schon mal gesehen, dass das gemacht worden ist. Du kannst, ja, damit du den Sauerstoffgehalt hochbekommst, ne? Ja, du bekommst ja, genau. Damit kein Ammonium raus. Dann hätten wir alle kein Ammoniak- oder Ammoniumproblem, weil dann wird der Abschaum alles ausgasen. Das passiert aber nicht. Ja, also das sind so verschiedene Sachen. Wie gesagt, dann hast du vielleicht noch irgendwie, weil die Behälter nachher knapp werden, dann hast du ein paar Fische schon irgendwo dann in Korallen rumschwimmen, bei einer Euphyllia, die abschleimt ohne Ende. Oder das kann auch eine Enzmann sein, irgendwas. Das sind alles, also alle Probleme bei so einem Beckenumzug gehen meistens darauf zurück, was du in diesen 4, 5, 6 Stunden gemacht hast. Und ich weiß nicht, ob ihr den Michael Alf kennt, der ist hier bei uns in der Gegend. Der hatte sich ein großes, ziemlich großes Becken neu gestellt. Und der war nämlich auch im Podcast, die waren 10 oder 12 Stunden bei. So, das ist eine extrem lange Zeit. Also wirklich anfangen, irgendwie Tiere rauszuholen, bis am Ende wieder Tiere rein. Und die Fische packt ja meistens auch zum Schluss rein, wenn du nicht groß rumfummeln musst. Das heißt, es kann mal sein, dass die 10 Stunden irgendwo einfach in so einer Bütt sind. Und wenn du dann keinen hast, der guckt, ist das belüftet, ist die Temperatur passend. Weil dann machst du einen Heizstab rein. Und dann gibt es, oh scheiße, 32 Grad. Also, weißt du, dann hast du aber das Thema Pünktchen erledigt, ne? Ja, das ist das Problem. Das ist nicht das Problem, dass solche Beckenumzüge nicht von Anfang an funktionieren würden, aber das sind diese, weil du bist ja mit dem Becken beschäftigt, du merkst es ja nicht. Du denkst ja, du hast alles richtig und dann am Ende kriegst du das Pünktchen, die Korallen fliegen dir um oder irgendwas und denkst so, was habe ich denn falsch gemacht? Ja, das Einzige, was falsch war, du hast nicht 4, 5 Stunden bemerkt, was da eigentlich genau passiert. Mit den Zwischenhälterungen. Und deswegen, diese Zwischenhälterung ist mega, mega wichtig. Das hat auch mit der Frage jetzt so nichts mehr zu tun. Aber ich wollte nur sagen, man kann natürlich auch, wenn man erfahren ist und weiß, was man tut, relativ schnell mit Fischen besetzen. Vorausgesetzt, es ist immer auch ein harmonischer Fischbesatz. Das geht alles, aber ja. Wenn man sich ein bisschen Zeit lässt, umso besser. Ich würde sagen, wir machen mit der nächsten Frage weiter. Markus, Thema Filterung. Ja, unbedingt. Ja, fangen wir mit der Filterung an. Und zwar, da hat der Rainer Bruns eine Frage gestellt. Aktuell fallen mir folgende Fragen an Jörg ein. Erstens, Thema Topfilter an Meerwasser-Aquarien, Vor- und Nachteile. Soll ich das mal ein bisschen aufsplitten, weil das sind ja mehrere Fragen, die er gestellt hat? Oder soll ich die ganz vorlesen? Was meint ihr? So wie du ich lese mal ganz vor. Ja, ich lese mal ganz vor. Dann kann der Jörg darauf antworten. Sind zwar die absolute Ausnahme, aber ganz so selten, wie ich ursprünglich mal dachte, sind die scheinbar in MW nicht im Einsatz. Die jeweiligen Aquarien, an denen sie optimal bestückt betrieben werden, scheinen damit ganz gut zu funktionieren, wenn man den Berichten glauben kann. Also der spricht scheinbar wohl diese Topfilter an, die man aus dem Süßwasser kennt teilweise. Ja, genau. Genau. Müsst ihr eigentlich einen Werbehinweis machen, weil wenn wir über Firmen sprechen? Ich bin da mal. Also diesen Eheim-Topfilter kennt ja jeder, oder? Ich sage ja Eheim-Topfilter. Ja, ist eine Markennennung. Ja, alles gut, alles gut. Wir sind hier im Werbebereich. Steht unten im Video eingeblendet. Enthält bezahlte Werbung, auch wenn ich von Eheim nichts bekomme. Ah, steht das schon. Ja, steht das schon. Kurz in die Runde, wir haben die 100 geknackt. Kurz in die Runde, sorry, wenn ich unterbreche. Wir haben die 100 geknackt. Schönen Gruß an den Robert Bauer, der ist im Chat. Norbert Dammers habe ich gerade gesehen. Und jetzt gebe ich wieder an den Jörg weiter. Sorry. Ich bin ein bisschen überfordert mit dem Chat, weil beim ersten muss ich die ganze Zeit nach unten gucken, was ja unhöflich ist, aber da kommt halt so viel rein. Ja. Der Norbert Dammers, ja. Ja, ja. Der Norbert. Sebastian Kallenbach, Tag. Ja, kann man Stunden damit verbringen, die Leute jetzt zu grüßen. Ja, also wie gesagt, der Eheim-Topfilter ist der bekannteste, deswegen sagen wir immer Eheim-Filter dazu. Es gibt halt noch andere Hersteller, Fluval, was auch immer. Oder so ein überteuertes Ding von ADA oder was auch immer. Ist auch egal. Von mir aus kann jeder 20 Topfilter ranmachen, solange die leer laufen. So, also erstmal reden wir ja von einem Gerät. Es kommt darauf an, was da reinkommt. Und wenn wir jetzt sagen, da kommt Kohle rein oder Adsorber rein, dann ist es ja letzten Endes nichts anderes, als wenn wir jetzt einen Fließbildfilter holen, die ja meistens aus transparentem Acryl sind. Das heißt, du kannst da reingucken, aber von der Funktionalität ist es ja erstmal gleich. Ja. Schickst da Wasser rein, da ist ein Filtermedium, kommst raus. So, die Frage ist nur, wie lange bleibt das da drin und wie oft gehst du hin und machst das sauber? Und beim Topfilter ist der große Nachteil, dass er erstens zum Beispiel beim Eheim-Filter oder bei Fluval auch komplett nicht einsehbar ist oder schwer einsehbar ist. Das heißt, du siehst den Verdreckungszustand nicht, du weißt nicht so wirklich, was da drin passiert. Weil wenn du jetzt sehen würdest bei einem wirklich durchsichtigen Fließbettfilter,
die Kohle ist völlig verdreckt oder der Adsorber, da schwimmen schon Viecher rum, dann würdest du den ja sofort sauber machen. Also das ist halt ein Punkt. Aber wenn jemand sagt, ich habe ja noch so einen alten E-Handtopffilter und pack mir da meine Kohle rein, ja, dann kann er das machen. Das ist eigentlich kein großes Ding. Wir reden jetzt aber hier von absorptiven Filtermedien, die nicht dazu gedacht sind, in irgendeiner Weise biologisch aktiv zu werden. Was sie zwar irgendwann tun, einfach weil sie lange im Wasser sind, aber was wir eigentlich grundsätzlich funktionell erstmal nicht wollen. Beim Eheim-Filter, wenn man das so einmal als Gesamtkonzept dann sieht, in der Süßwasser-Aquaristik, da soll ja auch biologische Aktivität bewusst stattfinden. Und da ist die Frage, ist diese biologische Aktivität auf Siporax oder auf was auch immer da drin ist, ne, welches anderes poröses Zeug, ist das überhaupt irgendwas, was wir in der Meerwasser-Aquaristik haben wollen? Und da kommt jetzt der ganz große Nachteil. In so einem geschlossenen Behälter, das gilt wie gesagt für einen Fließbettfilter auch, hast du relativ schnell eine Sauerstoffzehrung, du hast relativ schnell eine Senkung im Redoxpotenzial und dann passieren auch Prozesse, die nicht unbedingt für uns gewünscht sind, die sich eigentlich mit dem rein oxischen Milieu, was wir in der Meerwasseraquaristik haben, so ein bisschen gegenarbeiten. Die meisten Süßwasserbiotope arbeiten reduzierend, deswegen funktioniert so ein reduzierend wirkender biologischer Filter im Süßwasser ganz gut. Aber wir haben im Meerwasser eigentlich hauptsächlich eine oxidative Umgebung mit vielen oxischen Prozessen und dann wirkt das so ein bisschen dagegen. Und wie gesagt, das Ding musste ständig, ich finde es mühsam, die aufzumachen. Ich habe das immer gehasst, eine Schläuche abbasteln und so. Ja, und wenn du dann so ein paar Wochen das Ding da laufen lassen hast und hast eben halt noch zum Beispiel Siporax, sonst was drin, ja, nichts gegen Siporax, es tut, was es soll, nur soll es im Meerwasseraquarium nicht unbedingt dahin. Dann kann es sein, dass die sauschnell Nitrat und Phosphat aufbauen, ne? Dass man nur von der Nährstoffgeschichte her. Mhm. Es kann aber eben sein, dass sie auch, wie gesagt, das Redoxpotenzial runtersenken können. Das wollen wir nicht. So, deswegen sind die Filter nicht grundsätzlich unmöglich. Ich halte sie aber für, naja, schwer kontrollierbar im biologischen Sinne. Ja, du kannst es halt nicht eins zu eins wahrscheinlich übertragen. Er geht wahrscheinlich davon aus, diese Filterung eins zu eins vom Süßwasser oder wie du jetzt gerade schon sagtest, mit den entsprechenden Filtermedien aus dem Süßwasser zu bestücken, um da unten eine externe Biologie aufzubauen, vermute ich mal. Ich hau da nochmal was rein jetzt. Nochmal. Dann hältst du wahrscheinlich von diesen sogenannten Wodka-Filtern ja gar nichts, ne, Jörg? Kennst du das? Von Lars de Praller, der Wodka-Filter. Ja. Nee, den kannst du nicht vergleichen. Das ist ein ganz anderer. Das ist nichts anderes als ein heterotropher Nitratfilter, wie wir ihn früher von verschiedenen Firmen hatten, Deltec, wie auch immer. Die sind aber extrem langsam umströmt. Da reden wir eigentlich von vielleicht Dosierpumpengeschwindigkeit. Das heißt, wir erzeugen da wiederum diese anoxische Umgebung, das anaerobe, denitrifizierende Bakterien Nitrat abbauen, das entgast und am Ende kommt zwar sauerstofffreies, mehr oder weniger, also nicht sauerstofffreies Wasser raus, aber eben das Nitrat ist tatsächlich in Gasform, in molekularem Stickstoff und das entgast aus dem kompletten System. Das hat nichts mit der Funktionsweise von einem Eheim-Filter zu tun, so wie wir ihn zum Beispiel in der Süßwasser-Aquaristik betreiben. Ja. Also das ist einfach nur... Den hatte ich auch mal am Becken dran, deswegen. Ja, das ist ein Do-It-Yourself-Projekt früher gewesen von einem Heterotroph. Wenn du dir keinen teuren von Delta kaufen wolltest, hast du jetzt zweite Eheim-Filter zusammengebastelt und hast das darüber gemacht. Aber das hat... Es war in dem Moment ein Nitratfilter. Es war kein vollumfänglicher Filter. Man gibt den Wodka auch dann nur in den Filter hinein und nicht direkt ins Becken, weil man da eben halt die Kontrolle drüber hat. Weil den kann man auch direkt abklemmen, wenn wirklich was passiert. Habe ich die Möglichkeit, okay, kein Wodka, nichts mehr, der Filter wird gestoppt und ich kann die Probleme lösen. Ne? Also sollten nach Möglichkeit die entsprechenden Filterprozesse da stattfinden, wo wir sie haben wollen und kontrollieren können, in Anführungszeichen kontrollieren, sprich oben in unserem Becken und die entsprechenden anderen Filtermedien. Ich würde sagen, wir gehen zur nächsten Frage über, die auch echt recht interessant ist. Vom David. Filterung mit Watte positiv oder eher nachteilig? Im Hintergrund wegen Kleintiere. Uff. Ja. Ich fange aber gleich an zu quatschen, ja? Also, mach mal. Ich finde, will ja niemanden hier ins Wort fallen. Also. Alles gut. Ob das jetzt Watte ist oder ein Filterschwamm oder ein Flieser, also ein Rollfließfilter oder was auch immer, jede mechanische Filterung ist nicht in der Lage zu selektieren, was für uns positiv und was negativ ist. Das ist ein grundsätzliches Problem. Wir haben es mit allen mechanischen Filtermedien, dass sie wiederum schnell biologisch aktiv werden.
ich sage mal, das einfachste Szenario ist, ich fütter meine Fische, das, was nicht gefressen wird, kommt irgendwie, geht in den Filter rein, bleibt an der Watte hängen, ist erstmal zwar da gebunden, aber wenn es da nicht rauskommt, wird es da letzten Endes zerfallen. Zu Nitrat, zu Stickstoff, zu Phosphor, was auch immer. So, und dann ist die Schwierigkeit bei einer mechanischen Filterung, das zeitlich immer so mit einem Wechsel oder Säuberung abzupassen, dass da biologisch nicht großartig was passiert. Das war's. Aber was mit Kleintieren zu tun hat, also da, wo eine Barriere ist, wo also gefiltert wird, ja, da bleibt es halt hängen. Und richtig. Das ist ein generelles Problem, das ist kein Problem mit Watte. Genau. Watte ist, ich finde Watte insofern als mechanisches Filtermedium ein bisschen ungünstig, weil es extrem schwer zu durchströmen ist. Also das kann man sich so vielleicht nicht gut vorstellen, aber Wasser sucht immer den einfachsten Weg. Und Watte ist wiederum so dicht, ne, und kompakt, dass viel Wasser auch wirklich dran vorbeigeht. Also ich finde, irgendwie so ein grober Filterschaum zum Beispiel ist dahingehend einfacher. Oder wie gesagt, man macht einen Rollfließfilter. Also wenn man mechanische Filterung haben muss, haben will, will ich gar nicht mal sagen, aber haben muss, dann würde ich das nicht mit Watte machen. Okay. Also, okay. Mit dem Vlies oder mit dem, ja, Boden. Aber man muss dann halt die Watte muss ich halt dann sagen, so, ich gehe den Aufwand hin und mache alle 3 Tage die Watte sauber oder alle 4 Tage. Also im Endeffekt die Watte, wie du eben auch schon gesagt hast, jedes andere Filtermedium hält die Kleintiere auch auf. Aber ich vermute mal, er meint unter anderem natürlich dann auch die biologischen Prozesse, die dann in einem Medium, was nicht im Vergleich wie dem Vliesfilter zum Beispiel, der halt ständig ausgetauscht wird, wo das Medium bzw. der aufgefangene Mist dann eben dem Wasser entzogen wird. Bei Watte und entsprechenden anderen Filtermedien bleibt es halt noch im Wasser selber und kann in Anführungszeichen ja biologisch aktiv werden. Ja, aber so viel holst du ja auch nicht. Ja. Ja, aber Daniel, jetzt mal ohne Scheiß, jetzt, so viel hole ich da ja an Kleintiere ja jetzt auch nicht raus. Da geht ja nicht alles rein. Nee, nicht wirklich. Da geht auch nicht alles an Dreck rein. Also da geht ja auch, wie Jörg auch schon sagte, es wird ja nicht alles, es bleibt ja auch noch oben jede Menge im Becken. Also die müssen ja erstmal über den Kamm rüber. Wenn ich das unten im Technikbecken zum Beispiel habe, ja, dann müssen die über den Kamm rüber. Jetzt gibt es ja noch diese Diskussion, vielleicht noch Powerfilter mit Watte drumherum, die man im Becken reinhängen kann. Die kann man ja eventuell hinterm Riffaufbau verstecken. Wie siehst du denn das da zum Beispiel? Das wäre vielleicht nochmal ein Pardon zu der Filterung hier. Wenn du irgendwas hinter dem Riffaufbau verstecken kannst. Ja, diesen Power, die kennst du, diese Powerfilter, wo du unten diese Watte dran machst, ja, weißt du, die dann... Ja, ja, schon klar, ja. Zurück in die Zukunft. Oder? Wer will das denn noch haben? Ich weiß, was du meinst, aber ist ja, nee, ganz ehrlich, also das ist jetzt wirklich eine Frage, die man überlegen muss, also zu vielseitig. Reden wir jetzt von dem, also brauchen wir Watte, um tatsächlich ein Sedimentierproblem zu lösen? Oder brauchen wir eine mechanische Filterung? Ich habe irgendwo meine Aalgrundel, die buddelt mir alles voll. Ich bin generell Grundelfan oder ich habe einfach eine hohe Sedimentbelastung. So, dann musst du überlegen, welchen Tod sterbe ich jetzt? Besser gesagt, nehme ich in Kauf, dass mir vielleicht ein paar Kleinsttiere in die Flöten gehen, die ja in der Watte auch erstmal überleben würden. Die kann man, ist auch egal, wisst ihr, was ich meine? Du musst überlegen, was ist eigentlich jetzt wichtiger? Am besten ist es dahingehend, du hast keine UV, die irgendwas umbringt, du hast keine mechanische Filterung oder keine dahingehend Barriere, die dir irgendwelche Organismen rausziehst. Das wäre der Idealfall, aber wenn du eine Sedimentbelastung hast, du hast keinen Bock, ein trübes Wasser zu gucken, weil, wie gesagt, deine Grundeln buddeln, ja, dann ist es halt so. Da musst du ja eine Entscheidung treffen. Ja. Und es gibt genug, wie du schon selber sagst, gebe ich dir recht, es gibt genug Rückzugsorte im Idealfall. Das kann gerne auch ein Refugium sein, was zum Beispiel hinter der mechanischen Filterung ist, ne, was du, ne, ab, also die meisten kleinen Organismen überleben tatsächlich auch eine Pumpe. Also man kann da schon viel machen. Aber ich würde es jetzt auch nicht so, ja, also so ein Rollfließfilter, den man komplett mit Rücklaufwasser betreibt, wo also alles durchgeht, der wird diesen Effekt haben. Ja. Ich habe zwar dann sauberes, klares Wasser, aber über Plankton braucht man, also über Zooplankton braucht man dann natürlich nicht reden. Das ist einfach nicht mehr da, sofern es denn vorher da war. Ja. Daniel, ganz kurz. Gemacht. Ganz kurz. Daniel, kannst du den Gesamtton noch ein bisschen lauter machen? Ah, okay, alles klar. Ich würde sagen, wir können zur dritten Frage von Tech Universe übergehen. Markus, dein Einsatz? Ja, Tech Universe, gut. Dauerhafter Einsatz von UVC-Klärern in Meerwasseraquarien, ja oder nein? Und warum? Aber eigentlich hat der Jörg das vorhin auch schon kurz angeschnitten und genau. Beantwortet. Ne? Ja, würde ich mal sagen. Ja, kann man noch mehr zu erzählen. Dann mach mal. Ja, dann erzähl ruhig, dann leg los. Dann leg mal los. Also wir müssen,
Ich bin ja übrigens ein zurückhaltender Mensch, so was Werbung angeht. Ne? Aber ich würde gerne erstmal, darf ich auf den Reefers Podcast hinweisen? Der ist Machst ja produktneutral. Du. Hallo, klar, alles gut, alles gut. Also, die meisten Themen haben wir da alle schon durch, unter anderem zum Beispiel auch UV oder Aktivkoloration. Und dann habe ich diese Sangokai-Empfehlung A bis Z. Ja, da steht der Name Sangokai, das ist aber mehr oder weniger mein Lehrbuch, wo auch über zum Beispiel UVC-Entkeimung oder UV-Filterung ein eigenes Kapitel ist. Also ich biete dahingehend echt viele Informationen an, die komplett. Steht Sangokai drauf, weil bin ich halt, ja, kann ich ja machen. Aber es ist komplett, es ist allgemeines Meerwasserwissen, was da vermittelt wird. Ich würde sagen, ich hau das dann anschließend nochmal unten in die Beschreibung rein, damit die Leute das dementsprechend dann auch finden. Weil es ja, ist, genau. Du kannst einen Link reinhauen, Daniel. Kannst einen Link nachher reinhauen. Jetzt nicht, machen wir dann im Nachhinein. Nein, danach. Genau. Ich will ja keine Werbeveranstaltung daraus machen, deswegen. Ich wollte es nur einmal erwähnen, weil es so ein bisschen schade, weil wir kriegen in der Zeit nicht alles das erzählt oder ich nicht, was ich irgendwann mal aufgeschrieben habe oder was zum Beispiel Dominik und ich im Reefers Podcast erzählen. Weil wir haben da zum Beispiel UVC dann auch eine anderthalb Stunden drüber gequatscht, wenn wir hier jetzt vielleicht der ganzen Sache 5 Minuten einräumen. So, aber es ist folgender Punkt bei der UV. Für Ozon gilt es, es hat auch miteinander was zu tun. UVC ist eine extrem energiestarke, kurzwellige UV-Strahlung. Es gibt ja direkt unter dem sichtbaren Licht UVA, dann gibt es UVB. UVB ist das, wo wir Sonnenbrand von bekommen. Und unterhalb von 210 Nanometern kommt dann der UVC-Bereich. Und der ist extrem heftig. Der wirkt, deswegen machen sie ja auch keimtötend, der ist zelltötend. Ne? Also das, was aber passieren kann, ist, dass durch diese extrem strahlungsintensive und durch diesen extrem strahlungsintensiven Wellenbereich, das aus Sauerstoff Ozon entstehen kann. Das funktioniert vielleicht nicht bei einer 0815 popeligen 18 Watt von irgendeiner Firma, aber wenn ihr früher gab es Tropstrahler zum Beispiel, das waren richtige wie HQI Bulbs, wie heißt das auf Deutsch? Brenner. Die hatten richtig, richtig Dampf. Und dann bildet sich im Aquarium auch Ozon, also im UVC Filter oder in der UVC-Entkalkung. So, und das macht das Wasser einfach sehr aggressiv. Und es kann auch durchaus passieren, dass bestimmte, zum Beispiel auch Wirkstoffe, die wir bewusst dazugehen und welche organischen durch die UVC-Strahlung zerstört werden. Also die Dinger, sage ich mal, die tun, was sie sollen, nämlich alles kaputt machen, was da durchfließt. Das betrifft ja dann auch wieder Zooplankton, was wir eigentlich ja gerne hätten, aber wenn wir es einsetzen, um zum Beispiel auch gegen Fischkrankheiten oder Korallenkrankheiten, Vibrionen, was auch immer, wenn wir da was machen wollen, ja, auch da sterben wir dann eben diese zwei Tote oder müssen es entscheiden. Es geht halt alles durch und alles wird geschädigt. Oder wird, ne, genau. So, aber das geht nicht nur, es geht nicht nur darum, sondern es geht darum, dass eben diese sehr strahlungsintensive Umgebung, möglicherweise auch Ozon aus Sauerstoff oder Bromat aus Bromid. Bromid ist ja, kennt ihr aus ICPs, ne, das BR. Also Brom liegt im Meerwasser als Bromid vor. Das kannst du radikalisieren zu Bromat. Auch extrem kanzerogen, also krebserregend. Und das ist im Meerwasser bei einer normalen Salinität von 35 PSU mit 65, 67 Milligramm pro Liter enthalten. Also sowohl Sauerstoff, was wir im Wasser haben, als auch das Bromid kann radikalisiert werden. Und dadurch hast du eine extrem aggressive Wasserumgebung. Und das ist definitiv ein Punkt, den du bei der UV-Anlage mit in Betracht ziehen musst. Das ist einfach, alles hat Nachteile. Alles hat Vorteile, also beziehungsweise hat Sinn und Zweck, aber es kann Nachteile haben. Deswegen empfehle ich auf den UVC eigentlich dauerhaft zu verzichten, sofern du aquaristisch keine Notwendigkeit dazu hast. Ja, also wäre das deiner Meinung nach, dann wäre das deiner Meinung nach nur, wenn ich wirklich heikle Fische habe, wie du schon sagst, ein Weißkehl zum Beispiel, wo ich weiß, ja gut, der macht mir immer wieder Stress, dass er wieder Probleme hat. Dann nützen wir meistens auch mehr oder weniger Fischbecken schon fast, sage ich jetzt mal. Klar, die schwimmen auch in Korallenbecken rum, aber du würdest jetzt nicht sagen, das würde ich dauerhaft machen, wenn es eben geht, ne? Also ich muss es selektieren. Ich empfehle grundsätzlich für jeden, eine UV-Anlage im Haus zu haben. Wir reden jetzt nicht nur für Fischkrankheiten, sondern wir hatten auch in den letzten vergangenen Jahren echt üble Probleme, zum Beispiel mit Vibrionen, also mit Korallenpathogenen, wo das durchaus Sinn macht, mit einer UV-Anlage zu arbeiten. Das Problem ist, wie gesagt, wenn du ein gesundes System hast, dann kommen die Nachteile für mich stärker raus, die ich eben erörtert habe, deswegen lasse ich es im Idealfall weg. Bei einem Beckenstart ist eine UV-Anlage extrem hilfreich, weil gerade seit wir mit rein totem Material arbeiten, genau, es kann Bakterioplanktonblüte sein, es kann eine Phytoplanktonblüte sein, also grünes Wasser, was auch immer. Das kann relativ schnell entstehen, wie ich das vorhin erzählt habe, da wo
so ein Organismus am Anfang reinkommt und da stehen nur zwei Korallen, ansonsten ist das Becken clean, dann wird sich dieses Bakterium oder möglicherweise auch die Phytoplanktonalge sagen so, ey, hier ist Licht, hier sind Nährstoffe, ich mache mich hier erstmal breit. Das heißt, es ist immer gut, eine im Haus zu haben. Schlecht bei der zum Beispiel auch Korallen- oder Fischkrankheit ist, wenn du siehst es am Samstag irgendwie 18.30 Uhr, nachdem der Aquarienladen gerade zugemacht hat, dass du Pünktchen hast. Ja, klar ist das am Samstagnachmittag, weil das ist dann auch das Wochenende, wo du dir fürs Becken Zeit nimmst. So, und wenn du dann eine im Haus hast, anschlussbereit idealerweise auch noch, dann hast du gute Karten, dass es nicht gravierend ist. Aber dir dann am Samstag oder am Sonntag irgendwie noch eine UV herzuzaubern, ist immer ein bisschen schwierig. Also ich empfehle sie nicht im Dauereinsatz. Und viele Leute verstehen das falsch und sagen, ey, Kockert, der rät von UV ab. Nee, es hat seinen Einsatzzweck. Und die gibt es, die sind durchaus da. Und es ist tatsächlich ein Gerät, wo ich sagen würde, hab's zu Hause. Im Idealfall brauchst du es nicht, aber hab's da. Weil es kann sein, dass du es immer brauchst. Grundsatz Nummer eins, haben ist besser als brauchen. Es gibt bei mir immer kein Ja oder Nein. Mhm. Das ist ein Sorry, aber dafür ist die ganze Thematik auch zu umfangreich. Ich kann so eine Frage nicht einfach so mit Ja, Nein beantworten. Gut. Das kann ich nicht. Würde ich mal sagen, kommen wir zum nächsten großen Thema, der Bereich Nährstoffe. Da hat dann der André Neumann gefragt, Thema NO2. Vernachlässigbar oder hochwichtig, besonders im Hinblick auf den NO3-Wert und wie am besten senken. Ich denke mal, er meint jetzt tatsächlich den NO2-Wert richtig senken. Weil wie wir NO3 runterkriegen, ja, okay. Schieß mal los. Ja, also NO2, Nitrit, hatten wir vorhin schon mal kurz ja angesprochen, weil auch Markus, du fragtest, ist das nicht das, was bei uns nicht so problematisch ist? Du hattest ja gedacht zum Harmonium. Genau. Nitrit das, spielt, das, ja. Was die Toxizität angeht, bei uns nicht die überwältigende Rolle. Wie man immer so schön sagt, die Konzentration macht das Gift, ne, ist ja irgendwo klar. Aber dieser Toxizitätsbereich ist eigentlich für uns nicht so relevant. Was für uns viel relevanter ist, ist, dass wir in der Nitratmessung zu Hause, was viele mittlerweile auch wissen, nicht Nitrat bestimmen, sondern mit dem Pülverchen, was wir tun, das ist ein Reduktionsmittel, reduzieren wir in der Probe Nitrat zu Nitrit und das reagiert dann mit dem Azofarbstoff und bildet diesen rosa-roten Farbstoff. Das ist also Nitrit, was dann tatsächlich nachgemessen wird. Es wird dann natürlich auf der Farbkarte, steht natürlich Nitrat, weil das umgerechnet ist. Aber faktisch, methodisch wird Nitrit in dieser Probe bestimmt. Wenn du also schon von vornherein Nitrit drin hast, hast du eine Verfälschung. Deswegen kann es sein, dass du zum Beispiel bei einem Nitritgehalt von 0,1 Milligramm pro Liter, hast du an den Tieren überhaupt gar keinen Stress. Dein Nitratmesswert wird aber auf 15 oder 20 hoch ausschlagen. Ja. Und dann ist es immer relevant, dann auch zum Beispiel Phosphat zu betrachten, weil das wird oft dann auch nicht ganz verstanden. Angenommen, wir haben eine Nährstoffbelastung eine Nährstoffanreichung aus einer Futterbelastung. Vielleicht auch im Zusammenhang mit der schlechten Filterung. Dann haben wir hoch Nitrat und haben hoch Phosphat. So, in einer relativ kurzen Zeit plötzlich 20, 25 Milligramm Nitrat hast, dein Phosphatgehalt liegt aber ganz normal schön bei 0,01, 0,02, wie auch immer, dann kommt das nicht aus der Futterbelastung, sondern ist das in der Regel dieser Nitriteinfluss. Das kann durchaus schnell mal passieren. Manche Becken haben latent ein bisschen Nitrit drin. Wie gesagt, Aquarium praktisch spielt das eigentlich keine große Rolle. Nur messtechnisch spielt es für uns eine große Rolle. Und dann wäre es natürlich irgendwie schön, wenn wir Nitrit weg hätten. Aber es kann eben sein, dass da so ein Becken immer mal so eine Spur Nitrit drin hat. Ja, ja. Das kann durchaus sein. Die Frage ist dann, warum? Das habe ich dann bei meinem Becken jetzt nach dem Reset auch gehabt, dass das dann dementsprechend eine gewisse Zeit lang immer das Nitrit noch mit reingespielt ist und ich eigentlich, wie du auch schon sagtest, nicht wirklich feststellen konnte, was habe ich denn jetzt tatsächlich an Nitrat drin. Da musste ich natürlich dann erst darauf beschränken, das Nitrit irgendwie in den Griff zu kriegen. Genau, Tropic Marine hat zum Beispiel diesen Kombi-Test, ich glaube eine Fauna Marine auch, andere weiß ich jetzt nicht, haben möglicherweise auch diese Kombi-Tests, die machen dahingehend immer Sinn und Tropic Marine gibt auch diese Umrechnungstabelle mit dazu. Das heißt, du bestimmst beides und kannst in der Tabelle gucken, okay, ich habe hier einen Nitratausschlag von, ich sage jetzt mal 25, habe gleichzeitig Nitrit gemessen bei, keine Ahnung, 0,15 oder irgendwie sowas und dann kannst du in der Tabelle so ablesen, wo dann so der errechnete Nitratgehalt dann liegt und dann hast du dann eben nicht mehr diese 15, 20, sondern dann liegst du bei 5 oder 7 oder irgendwie sowas. Ja, also das ist dahin entgehend Nitrat für uns in der Meerwasserakustik immer wichtig. Ja.
Aber wenn ich jetzt ein Becken habe, was jetzt schon 2 Jahre läuft und ich habe trotzdem immer noch wieder Nitrit drin, wie kann ich denn, was wäre dein Vorschlag, wie kann ich das Problem in den Griff bekommen zum Beispiel? Dass ich das Nitrit so runterdrücke? Erstmal ist die Frage, wie gesagt, ist es überhaupt ein Problem? Ist es Aquarium praktisch ein Problem? Wie gesagt, über die Messproblematik haben wir gesprochen. Da kann ich auch noch ergänzen, dass man das Labor im Labor über eine Ionenchromatographie voneinander trennen kann. Dann wird Nitrit und Nitrat räumlich sozusagen getrennt. Dann bekommt man tatsächlich einen Nitratwert ausgespuckt, der, also im Labor, wie gesagt, ne, mit der Ionenchromatographie, der Nitrit unabhängig ist. Wenn wir zu Hause messen, haben wir diese Problematik. Aber Aquarium praktisch ist es wurscht. Es sei denn, und das ist jetzt die Frage, wo kommt das Nitrit her? Die meisten Nitritprobleme kommen dadurch zustande, dass du in einem Bereich Stickstoffmangelsituation oder sagen wir mal Stickstoffdefizitsituation bist, weil der Nährstoff bzw. der Stickstoffverbrauch im Becken, der idealerweise linear sein sollte, Aufnahme durch Korallen, Wachstum, wie auch immer, der wird dann natürlich irgendwo unterbrochen. Und was dann passieren kann bei so einer Nährstofflimitierung, deswegen sagt man auch ganz gerne mal Limitierung dazu, kann es eben sein, dass stickstoffumwandelnde Prozesse ins Stocken kommen und dann hast du mal schnell eine Spur Nitrit drin. Und dadurch hast du diesen Nitratausschlag, was dann oft zu Fehlinterpretationen kommt, weil Leute messen dann zu Hause Nitrat, messen 15, 20 Milligramm, merken aber nicht, dass es eigentlich Nitrit ist. So, de facto haben sie gar kein Nitrat, sie sind in einer Stickstoffdefizitsituation. Und dadurch kann das Becken so ein bisschen Nitrit anreichern. Der Punkt wäre also, die Stickstoffverfügbarkeit zu verbessern, also tatsächlich Stickstoff zu dosieren, dann kommt wieder alles in Gang und dann geht Nitrit auch wieder runter. Mhm. Könnt ihr mir folgen? Ja, also du sagst, okay. Nee, ich habe das schon verstanden, was er meint. Also um Gottes Willen. Man muss das ja dann halt auseinanderhalten. Also dann, weil viele gehen ja dann hin und versuchen, den Nitrat herzudrücken. Ja, aber die haben nicht den Hintergedanken, dass da Nitrit reinspielt. So, ich habe das bis jetzt in den Becken. Wie hältst du das denn überhaupt oder wie siehst du das überhaupt, Jörg? Das spielt ja auch noch in die Frage rein. Wenn ich jetzt, sage ich mal, dauerhaft, ich übertreibe jetzt ein klein bisschen, dauerhaft kenne ich aber auch Becken, die das auch damals auch in Facebook geschrieben haben, die Nitrat hatten von 50 zum Beispiel oder 60 und die hatten die tollsten Acropora-Becken. Auch super Farben, aber dauerhaft diesen hohen Nitratwert. Ja, der kann ja nicht allein nur vom Nitrit kommen. Ja, wie du jetzt auch schon gesagt hast, wenn ich jetzt 0,15 habe, habe ich vielleicht. Weißt, was du meinst. Ja, wie siehst du das denn? Würdest du sagen, der muss unbedingt runter, obwohl ich eigentlich erstmal augenscheinlich kein Problem habe im Becken? Oder würdest du sagen. Das Becken hat recht. Okay. Kurz und bündig. Wir haben schon seit jeher Lehrbücher, Lehrbuchmeinungen oder von mir aus auch selbst bei einem Händler irgendwie mal so einen Wassertestzettel bekommen, wo man irgendwie beim Händler, wo da die Wasserwerte eintreten, das stehen ja meistens auch Sollwerte und da wird wahrscheinlich nicht stehen, irgendwie, da wird wahrscheinlich stehen, Nitrat sollte unter, weiß ich nicht, je nachdem, was du für ein Zettel bist, unter 20 Milligramm pro Liter. Also, da kriegst du natürlich Panik, wenn da steht 50, weil im Lehrbuch steht das ja auch so. Aber deswegen sage ich immer, das Becken hat recht. Der biologische Hintergrund ist der, wenn du also 2 Sachen. Wenn du eine Nitratquelle von außen hast, zum Beispiel ein Leitungswasser mit einer hohen Nitratkonzentration, wir sind da im Trinkwasserbereich bei 50 Milligramm pro Liter, was die Richtlinie angeht, da liegen wir in vielen Bereichen drüber, sonst gibt es den Stress mit der EU nicht, den Deutschland hat. Aber es kann sein, dass deine Wasseraufbereitung auch nicht alles rausholst. Und wenn du jeden Tag 2, 3, 5 Milligramm pro Liter über dein vermeintlich sauberes Osmosewasser zugibst, dann kommst du irgendwann mal da hoch. Mhm. Ja, also wenn du einen vernünftigen Phosphatgehalt hast und du hast auf der anderen Seite diesen hohen, sagen wir mal 50 Milligramm Nitratgehalt, und du kannst Nitrit als Ursache, also so als Messverfälschung ausschließen, dann hast du eine externe Quelle. Weil wie gesagt, eine Futterbelastung kann es nicht sein, sonst würde Phosphat auch hochgehen. Es sei denn, du wirst massiv mit Adsorber arbeiten und Phosphat runterholen. Aber naja, wie auch immer. So, das ist das eine. Quelle suchen ist dann auf jeden Fall ein Punkt. Was Korallen aber machen, wenn Ammonium verfügbar ist, ist Ammonium nutzen. Weil sie Nitrat wieder zu Nitrit und zu Ammonium zurück reduzieren müssen, um es überhaupt in die Proteinsynthese reinzubringen. Das heißt, eine Koralle würde oder auch jede Alge würde lieber Ammonium benutzen. Wenn du also ein vernünftiges Ammoniumangebot im Becken hast, dann wird eine Koralle Nitrat nicht anrühren. Es wird aber dann auch kein Problem werden. Mhm. Und dann kommt das zustande, was du sagst, Becken steht eigentlich top, farblich alles in Ordnung. Das Einzige, was nervt, ist dieser Messwert. Mhm. Ja. Genau. Deswegen sei es, Becken hat recht. Die meisten Leute fangen an, rumzufummeln und nachher hast du irgendwie, dann hast du mal kein Nitrat mehr. Becken steht aber blöde. Ne? So, deswegen, das Wichtigste in solchen Situationen ist immer Ruhe bewahren und dann
dann ist auch meine Empfehlung, vielleicht ist es eine schöne Herausforderung, auch diese perfekte ICP zu haben und die rahmst du dir ein und gehst jeden Tag. Da wird der Wettkämpfer ausgetragen. Ja. Ja, ganz genau. Das mag ich, das kann ja sein, dass für den einen oder die eine oder andere dann eine Disziplin ist, aber eigentlich wollen wir ein schickes Becken. So, deswegen guckt immer ins Becken und wenn da alles erstmal in Ordnung ist. Ja, Fehlersuche, gebe ich zu, kann man gerne machen, sollte man natürlich auch machen, weil wenn, wie gesagt, so viel Nitrat im Wasser ist, muss es irgendwo herkommen. Ja. Und dann kann man das denn, natürlich auch, ne? Ja, aber wo soll das denn jetzt herkommen? Jetzt schließe ich mal Osmose aus. So, ich habe ein Becken jetzt sehr luftig gebaut, mit einem sehr luftigen Riffaufbau. Da kann ich ja Totgestein nehmen, ich kann eine Riffkeramik nehmen, Epo-Riff, was auch immer. Wo soll ich denn da jetzt noch ansetzen? Wenn im Technikbecken jetzt auch nicht irgendwie was rumgammelt oder keine Schwämme drin habe, wo soll denn dann noch das Nitrat herkommen, diesen hohen, dieser hohe Nitratwert? Das ist jetzt dann die Krux dabei, ne? Nee, also wie gesagt, es kommt aus dem Ausgangswasser. Und dann kommen viele mit der ICP von ATI, ne, und sagen, hier, ich habe meine Osmosewasserprobe messen lassen, da steht nicht nachweisbar. Wenn du aber guckst bei ATI auf der Seite, dann steht, sorry, Nitrat wird gar nicht gemessen. Genau. Das Protokoll kriegt das nicht hin. Beim Protokoll, offensichtlich muss da irgendwas stehen, da steht nicht nachweisbar. Bei ATI zum Beispiel steht explizit, es wird Jod nicht gemessen, es wird Nitrat nicht gemessen und es werden nur die Spurenelemente bestimmt. Spurenelemente bis auf Jod und es wird kein Nitrat gemessen, Phosphat, weiß ich jetzt, ich glaube auch kein Phosphat. Ja, aber wie kann ich denn jetzt aus dem Osmosewasser jetzt das Nitrat noch rauskriegen? Ich kann ja nicht mehr als über Osmose filtern, mit vielleicht nachgeschaltetem Mischmetallfilter. Das musst du dann hochskalieren. Das ist da, wo viele Leute sagen, so, ey, ich hab hier schon 2 Liter Harz hinter. Ja, ganz ehrlich, wenn du so eine Ausgangsbelastung, ey, da packt 10, 15 Liter hinter. Nur letztens, was? Wahnsinnig, ja. Aber Wasseraufbereitung ist immer ätzend. Und eine gute Wasseraufbereitung bedeutet immer auch, hochskalig zu arbeiten, wenn du einen hohen Ausgangswert hast. Ja. Deswegen habe ich es auch jetzt nochmal reingeworfen. Ja, aber das passiert oft. Zu provozieren. Ja, ich erlebe das ganz oft und dann hast du dann manchmal, da wurde ich aber von Chemikern auch schon, mit denen habe ich auch schon rumdiskutiert, ich kann es auch nicht erklären, Osmosewasser ist ätzend zu messen. Frag mich nicht, warum, es ist manchmal blöd. Viele Tests funktionieren im Osmosewasser nicht, die schlagen nicht aus. So, wenn du einen Test machst auf Nitrat oder auf Phosphat im Osmosewasser und das Ding zeigt dir null an, sagst du, ja klar, ich habe ja eine Osmoseanlage. Du hinterfragst den Wert ja nicht mehr. So, dann machst du das mit der Osmoseprüfung über die ICP. Wie gesagt, Nitrat wird über eine Ionenchromatographie bestimmt im Labor, nicht über die ICP. Die ICP kann das nicht, die kann nur Elemente messen. Da gehört aber Stickstoff nicht zu. Da bekommst du aber laut Protokoll auch nochmal nicht nachweisbar. Also spätestens dann ist das Thema ja für dich abgehakt. Ja. So. Also dann müsste ich praktisch, Jörg, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann müsste ich praktisch den Anbieter von der ECP sagen, pass mal auf, ich habe ein Problem irgendwie im Osmosenwasser, das kann eigentlich nur daherkommen, bitte geht hin und messt mir das eben halt über den Nitratgehalt und den Phosphatgehalt, messt den bitte mal, aber nicht mit einem normalen Tröpfchentest, macht das mal richtig hier mit eurer Maschine und messt mir den bitte mal, gib mir da mal die Werte, oder? Ja, wenn die Labore das machen, was ich bezweifle, weil es ist komplett außerhalb jeglicher Laborroutine. So, das, ja, die wollen das ja, klar, die haben da keine Lust. Ja, also, und ich müsste den Test bezahlen. Ja, was zu sagen. Natürlich müsst ihr bezahlen, nur wahrscheinlich höherpreisig, weil es eine Sondermessung ist, die nicht im normalen Zyklus mitläuft. Aber also ich gehe nochmal auf deine Frage drauf ein. Wenn du, was jetzt die Thematik angeht, erstmal im Leitungswasser misst und du hast einen Nitrattest, der im Leitungswasser funktioniert und da steht dann 5 Milligramm pro Liter. Dann gebe ich dir recht, dann ist das wahrscheinlich nicht die Ursache, weil in der Osmose wird kein Nitrat produziert. Die holt was raus, aber auch nicht 100%. Aber du musst in dem Szenario, was wir jetzt gerade oder was ich jetzt besprochen habe, natürlich eine Ausgangsbelastung von 40, 50 irgendwas haben. Wenn du die hast, dann kannst du sagen, okay, dann kriegt das wahrscheinlich meine Wasseraufbereitung nicht hin und über Nachfüllwasser reiche ich mir das mit der Zeit an, weil wiederum gleichzeitig im Becken zum Beispiel Ammonium, die Ammoniumverfügbarkeit ist prima, kein Fisch rührt Nitrat an, es wird also auch nicht verbraucht, also reichert es sich an. So. Mhm. Das Szenario, denke ich mal, gut, das haben wir jetzt abgekaspert. Ansonsten ist die Fehlersuche wirklich ein bisschen tricky. Viele übersehen Details am Aquarium. Du machst dein Filterbecken oder Technikbecken sauber, hast deinen Bodengrund schon abgesaugt. Die wenigsten kommen auf die Idee, dass du irgendwie seit 5 Jahren deinen Überlaufschacht aber nie sauber gemacht hast. Ja? Zum Beispiel. Ja, gut, dass du es endlich ansprichst, Jörg. Ja, ich meine, wie viele Zuschauer haben wir irgendwie um die 100? Guck mal an euren Überlaufschacht, so was da so drin ist. Ne? Und den kann man mal absaugen. Jetzt habe ich aber noch mal kurz einen Einwurf, Jörg.
Und zwar hast du ja eben davon gesprochen, dass wir das in der ICP nicht sehen können, wenn wir das Osmosewasser testen lassen. Wie schaut es denn generell aus, wenn ich tatsächlich eine Belastung noch habe, die ich über das Osmosewasser eintrage? Müsste ich diese Belastung nicht zumindest im groben Bereich über meinen Leitwert sehen? Ich weiß, dass ich den nicht. Nein, weil da ist der Empfindlichkeitsbereich viel zu gering. Und okay. Die Leitwertmessung sagt ja nur, wie schnell fließt Strom. Je mehr Salz drin ist, desto schneller fließt der Strom. Dann war das ein Nichts anderes macht ihr. Also qualitativ, das ist die gleiche Sache mit der Silikatgeschichte. Silikat wird über die Leitfähigkeit kaum in dem Bereich, wo Silikat auftritt, überhaupt einen Ausschlag erzeugen. Es sei denn, du hättest eine Silikat oder im Falle Nitrat eine tatsächlich angelegte Lösung, nämlich Natriumnitrat, und packst dir da irgendwie 20 Gramm in Liter Wasser. Ja, dann steigt die Leitfähigkeit aus. Aber wir reden jetzt hier von einem Milligramm oder sowas, oder von 2-3 Milligramm. So, da reagiert vor allem die Leitfähigkeitsmessung, die wir in der Aquaristik für 7,50 Euro übertrieben haben, kriegst du da nichts raus. Okay. Ja? So, mit einem 1.000-Euro-Gerät im Labor vielleicht, aber das haben wir nicht. Gehen wir zur nächsten Frage, Markus. Waren wir denn jetzt stehen geblieben? Unter dem Andreas Naumann. Wir sind Verhältnis Nitrat zu Phosphat. Oh, da freue ich mich drauf. können wir ein bisschen rechnen. Mike Zettel ist das. Also sind wir bei den Nährstoffen, ne? Ja, genau. Nährstoffe. Genau. Mich würde Thema Nährstoff interessieren und was zum Verhältnis dazu meint. Ganz besonders PO4 und zu NO3. Ist die 100er-Regel Verhältnis 1 zu 100 noch zeitgemäß oder sollte man Nitrat weitaus mehr senken? Es gibt viele Theorien darüber. Seine Meinung dazu würde mich interessieren. Danke. Aber da haben wir ja schon ein bisschen jetzt marschiert. Alles gut. Ich brauche ein bisschen Wasser. Alles gut. Ich kann ja was dazu sagen, auch schon mal. Wir haben ja gerade schon drüber gesprochen. Der Jörg sagte ja auch, also das Becken gibt der Sache recht. Ja, wenn jetzt ein 50er Nitratwert dabei ist und ich habe jetzt, sage ich mal, so gut wie geht alles ausgeschlossen und das Becken steht top, Korallen, die Farben sind gut. Da hat der Jörg ja auch gesagt, ja, das Becken sagt, okay, das ist in Ordnung so. Aber jetzt ist der Jörg auch wieder da, jetzt kann er da mal was zu sagen. Ich die Frage nochmal vor. Ich war ja nur Wasser holen. Also soll ich die Frage nochmal vorlesen? Nö, ich hab sie. Nö. Okay. Hab die hier. Ich bringe auch mal das Redfield-Verhältnis mit an Bord. Weil bevor es dieses 1 zu 100 gab, wir sprechen seit Ewigkeiten schon über diese Redfield-Verhältnis. Das wurde, glaube ich, in den Ende 60ern oder 70ern wissenschaftlich mal beschrieben, von einem Herrn Redfield, deswegen heißt das so. Und der ist hingegangen und hat in der marinen Phytoplankton-Gemeinschaft, also ich sag mal im Meer, ne, Phytoplankton, geguckt, wie viel Kohlenstoff und Stickstoff und Phosphor ist in den Organismen drin. Und kam zu einem Verhältnis von 106 zu 16 zu 1. Daniel, du grinst, glaube ich, immer so, oder? Ja, nee, Norbert ist am Schreiben. Du, Jörg haut ab, langes Thema. Hörst du? Was? Alles gut, alles gut. Redfield in der Garage, beziehungsweise im Keller. Aber ich muss dann, ich weiß nicht, warum? Gehört der dazu? Sonst müssen wir nicht mehr auf 1 zu 100 kommen. Ich mache es mal aber einfacher. So, wir reden von 16, also molares Verhältnis 16 zu 1 Phosphor. So, der Fehler zu sagen, wir hätten idealerweise ein Verhältnis von 16 Nitrat zu 1 Phosphat, wäre verkehrt, weil wir das umrechnen müssen, erstmal von der molaren auf eine Massenbeziehung. Und ich habe das alles schon ausgerechnet. 22 oder 23 Milligramm pro Liter Nitrat im Vergleich zu 1 Milligramm pro Liter Phosphat wäre dieses Redfield-Verhältnis, wenn wir es umgerechnet hätten. So, der Punkt ist jetzt folgendermaßen. 23 Milligramm Nitrat gleichzeitig 1 Milligramm pro Liter Phosphat. Was sagt ihr? Sorry, geht aquaristisch nicht, weil 1 Milligramm pro Liter Phosphat geht nicht. So, jetzt gehen wir mal ein Zehntel runter und sagen, wir haben 2,3 Milligramm pro Liter Nitrat. Dann nickt ihr wahrscheinlich und sagt, ja, kann man mitarbeiten. Wir haben aber, wir haben dann aber immer noch 0,1 Milligramm Phosphat. Wo sagt ihr, Steinkorallenpflege, bisschen tricky, ne? Gehen ja viele hin und sagen, ich packe schon mal ein bisschen vorsichtshalber Adsorber rein. So, ja, wenn wir also jetzt mal. Genau, also wenn wir jetzt mal sagen, wir gehen auf 0,01 Milligramm pro Liter, also ich habe jetzt um den Faktor 100 runtergerechnet, dann liegen wir bei einem angenommenen verhältnismäßigen Nitratgehalt bei 0,23 Milligramm pro Liter. Das kann kein Mensch messen. Selbst im Labor wird das tricky.
Das heißt, würde wahrscheinlich im Test, wie auch im Labor stehen, nicht nachweisbar. Und was ist die Reaktion? Wird jemand sagen, ich habe Stickstoffmangel. Weil es diese Messproblematik gab, ist dann irgendeiner mal hingegangen und hat gesagt, so, sorry, wenn wir es nicht messen können, dieses 16:1 Verhältnis, beziehungsweise 23:1 Verhältnis, dann pumpen wir mal auf und dann machen wir einfach mal 100:1. Dann können wir es wenigstens messen. Ja, dann hättest du 1 Milligramm Nitrat im Vergleich zu 0,01 Milligramm pro Liter Phosphat. Wir reden jetzt hier, oder ich rede da 5 Minuten, ohne dass irgendeiner ins Becken geguckt hat. Wir reden nur über Messwerte. Mhm. Und habt ihr eben schon gesagt. Das Becken kann Bomben stehen. Ja. Und irgendwer fängt mit diesem Verhältnisthema an. Ich finde dieses Verhältnisthema echt ein bisschen tricky. Das Becken stellt den Nährstoffgehalt immer für sich individuell ein. Ja. Das ist so. Das muss nicht unbedingt für uns passen, aber das Becken wird sich auf irgendein bestimmtes Niveau einpendeln. Das hat mit der Besatzstruktur zu tun, mit der Versorgung zu tun, mit allen möglichen Sachen. Fakt ist auf jeden Fall, das zu modulieren, ist immer ein bisschen schwierig, weil dann arbeiten wir eigentlich gegen das Aquarium. Ich rede jetzt von gesunden Aquarien, das ist wichtig. Wenn natürlich ein Problem besteht, ja, dann müssen wir agieren, gucken, warum, weshalb, wieso. Aber grundsätzlich erstmal zu sagen, wir haben irgendwie 1 Milligramm Nitrat oder wir haben 2 oder 5 oder selbst 10 bei einem für uns annehmbaren Phosphatgehalt, dann reden wir jetzt von 4, 5 verschiedenen Verhältnissen, die alle Richtung Stickstoff extrem verschoben sind. Mhm. Also sowohl zu 1 zu 100 Regelung und noch extremer zu 1 zu 16 Redfield Regelung, dass wir sagen, so sorry, was reden wir jetzt eigentlich? Nimm dir 10 Becken und alle haben verschiedenes Stickstoff-zu-Phosphat-Verhältnis oder Nitrat-zu-Phosphat-Verhältnis. Richtig. Und von den 10 Becken stehen in der Statistik, wenn es gut ist, stehen 7 von 10 perfekt. Weil es steht ja nicht jedes Becken, weißt du, was ich meine? Deswegen sage ich auch, 3 stehen nicht schlecht, weil es kommt halt mal vor, dass ein Becken kacke steht. So, aber rein statistisch ist das immer sehr schwierig, dieses optimale Niveau zu besprechen. Und dann reden wir jetzt auch über Korallen oder reden wir vom ganzen Becken? Weil jeder Organismus hat im Idealfall sein Optimum, was die Nährstoffverfügbarkeit angeht. Mhm. Und jetzt sage ich nochmal dieses, weil eben, ich weiß jetzt nicht, wie das genau gemeint war, das Redfield in der Garage, ich sage jetzt mal so, das ist insofern absolut richtig, weil es wurde in der Phytoplanktongemeinschaft bestimmt. Was wollt ihr, Korallen pflegen oder wollt ihr grünes Wasser? Ne? So, also, lieber Korallen. Das sind aber so Sachen, eben, so, deswegen modulieren wir ganz bewusst sehr oft diese Verhältnisse in Richtung der Korallenpflege. Und deswegen kommt so ein 1 zu 100 oder von mir aus auch, weiß ich nicht, 1 zu 200 dabei raus. Hm. Aber weil wir sehen, dass die Korallen damit klarkommen. Und wiederum haben wir offensichtlich schlechtere Wachstumsbedingungen für Algen. Da haben wir klar schon die Raumkonkurrenz und Nährstoffkonkurrenz angesprochen. Natürlich richtige Lichtverhältnisse und so weiter. Strömung spielt alles rein. Aber wir versuchen ja, in Richtung der Korallen zu arbeiten. Und deswegen verschieben wir dann durchaus auch Verhältnisse so, dass es für Korallen passt, gleichzeitig mit dem schönen Nebeneffekt, dass es vielleicht für die eine oder andere Alge nicht passt. Und deswegen ist dieses ursprüngliche Redfield-Verhältnis der größte Unfug gewesen. Irgendeiner kam damit um die Ecke. Wie gesagt, das ist bestimmt auch schon 40 Jahre her. Dachte, er hätte was Tolles gefunden, hat es in ein Buch geschrieben und seitdem existiert dieses Redfield-Verhältnis, ja, und ich verfluche diesen Tag, wo das passiert ist. Ja, ich denke, meine Meinung ist ja auch dazu, man sollte eher darauf achten, dass man konstante Werte hat. Ich sag mal, lieber mal einen Wert, der konstant ein bisschen schlechter ist. Hört sich jetzt doof an, aber wenn wir jetzt auch mal den Nitratwert nochmal nehmen, den können wir als Beispiel nehmen, weil wir den schon ein paar Mal jetzt angesprochen haben. Wenn der halt bei 30 ist, ja, und das Becken steht top, ja, wo wir ja drüber sprechen, dann sollte man vielleicht auch einfach mal lassen, mal die Finger rauslassen. Ja. Dann ist das halt so, wie du schon sagst, dann hat das Becken sich darauf eingependelt und lebt damit und die Korallen stehen top. Wenn ich keine Probleme habe, warum soll ich denn dann jetzt unbedingt mit Brechen und Biegen an den 30er Wert von Nitrat dann arbeiten? Ja, ich sag mal, das ist immer, was ich auch immer sage. Ne? Beste Beispiel, sage ich jetzt mal ganz doof, ist momentan mein Becken. Ich fahre in der Regel so momentan zwischen 0,06 und 0,08 an Phosphat und mein Nitrat pendelt so zwischen 4 und 5. Überhaupt kein Verhältnis zueinander. Nicht vernünftig. Mhm. Ja, aber es steht alles top. Also diejenigen, die gestern das Tagebuch gesehen haben, haben gesehen, das Becken steht Bombe. Okay, hier und da könnte man vielleicht noch ein bisschen an der Farbe schrauben, aber das hat dann andere Hintergründe. Aber generell so in der Richtung, das Becken pendelt sich ein. Na klar, sollte man schauen, dass man die Werte so weit wie möglich nach unten drückt und zieht, sodass es für die Korallen auch vernünftig ist. Aber da jetzt auf Biegen und Brechen in so ein Verhältnis reinzugehen, halte ich für schwierig. Ist auch nicht immer umsetzbar. Ja.
Und Nitrat ist tatsächlich auch so mit der unbedeutendste Parameter, den wir so haben. Es ist viel wichtiger, eine konstante KH zu haben, insgesamt ein konstanter Kalkhaushalt. Phosphat spielt auch eine viel wichtige Rolle, was man ja auch so ein bisschen sieht an diesem Verhältnis, weil wir es ja bewusst so Richtung Stickstoff verschieben, weil eine gute Phosphatverfügbarkeit wird in fast allen Ökosystemen, selbst terrestrisch, wenn wir Pflanzenwachstum angehen, genau das tun. Es wirkt also viel stärker Richtung Pflanzen- und Algenwachstum, als es zum Beispiel Stickstoff machen würde. Verfügbar muss beides sein. Mhm. Ja, aber das geringste Problem, was wir haben, ist Stickstoff. Wir haben die Herausforderung in der Meerwasserquaristik, die KH exakt gleich zu halten, gerne auch pH-Wert oder zum Beispiel auch natürlich Calcium im Sinne vom Kalkhaushalt, aber auch Phosphat ist wichtiger als irgendwie. Deswegen stehen Becken mit 30 Milligramm Nitrat auch gut. Ne? Weil es halt eine Auswirkung gar nicht so problematisch. Aber das ist ja genau das, was ich auch sagte. Deswegen konstante Werte ist viel wichtiger als, sage ich mal, dieses Rauf und Runter. Da sehe ich auch überhaupt keinen Sinn drin. Also ich sehe es ja auch immer wieder an den Becken, die ich bis jetzt gehabt habe. Wenn das konstant war, liefen die am besten. Das ist, da muss man sich einfach mal vom Kopf her einfach mal frei machen und sagen, okay, der Wert ist halt da, der Nitratwert, dann ist das halt so. Aber der Becken steht top. Viele Leute nehmen eigentlich auch diese Nährstoffgeschichte mit Nitratphosphat, also den gesamten Nährstoffhaushalt, ich will nicht sagen zu wichtig, aber nehmen das immer so als das primäre große Problem. Ne? Habe ich viel Phosphat, dann macht das viele Phosphat irgendwas. So ganz falsch ist das nicht. Aber das Problem ist, dass der Nährstoffgehalt viel stärker von anderen Parametern abhängig ist und deswegen komisch wird, weil zum Beispiel die KH nicht konstant ist. Oder weil Salinität nicht stimmt oder sonst irgendwas. Ich hatte neulich in der Beratung ein Becken, wo die Werte echt gruselig waren. Da hatte einer eine Salinität, die irgendwo deutlich unter 30 lag, ne, hatte sich aber wegen der Phosphatproblematik gemeldet. Ne, sagte, ja, der Phosphatgehalt ist ja extrem hoch, der macht ja Probleme. So, nee, die Ursache ist in einem Rahmenbereich, irgendwie eine Salinität, komplette Meerwasserzusammensetzung. Und das wirkt sich auf den Nährstoffhaushalt an. Und das macht dann natürlich auch wieder. Aber der Fokus ist seit jeher so auf diese Nährstoffe gerichtet, als primärer Feind, in Anführungsstrichen, dass es so ein bisschen mühselig ist, weil meistens sind Probleme im Nährstoffhaushalt dadurch bedingt, dass Probleme anderswo entstehen oder nicht entstehen, sondern da sind. Ja, ich denke mal, gerade auch die Farbe, bei den Farben, sage ich mal, wenn wir jetzt SPS nehmen, wenn die Top-Farben haben, dann haben die auch ein optimales Verhältnis bei den Spurenelementen, weil da kann ja auch viel passieren, wenn ich da gewisse Spurenelemente, sage ich mal, erhöht habe oder zu niedrig habe. Dann kann das auch auf die Farbe sich auswirken, die Koralle, sage ich mal, entwickelt. Ne? Dann kann eine Koralle unter Umständen auch mal braun werden. Ne? Ja. Oder weiß. Oder was auch immer. Das ist das schlechteste Beispiel. Mit gelben Spitzen und kriegt noch irgendwie Akzente irgendwo im Lila. Grüne Büschel ist cool. Es geht immer um eine Gesamtnährstoff, nicht Bilanz, sondern Verfügbarkeit. Alles muss da sein. Sobald irgendwas fehlt, ist immer doof, weil dann kommt alles Mögliche zum Stocken. So, ich gehe viel mehr von diesem Verhältnis weg. Wenn jemand zum Beispiel sagt, ich habe Nitrat nicht nachweisbar, und ich habe Phosphat 0,08. Und er sagt, ich habe eine Verschiebung im Nitrat-Phosphat-Verhältnis. Ja, kann man so sehen. Ich würde aber eher sagen, du hast eine Stickstoffmangelsituation. Du dosierst Stickstoff rein, aber jetzt auch nicht auf den Zielwert in irgendein Verhältnis einzustellen, sondern gib einfach mal Stickstoff dazu, möglichst viele verschiedene Formen, idealerweise reduzierte, zum Beispiel wie Ammonium, wie auch immer. Ja. Und dann kommt das Becken wieder in Schwung. Aber dann reden wir nicht von Verhältnissen, sondern wir reden einfach nur davon, dass wir aktiv den Stickstoffhaushalt wieder hochbringen. Umgekehrt ist auch, in der Phosphatmangelsituation musst du eben Phosphat dosieren. Da kannst du dich im Kreis drehen um die Verhältnisrechnerei. Fakt ist, du hast eine Mangelsituation offensichtlich, wenn dir das Aquarium das zeigt. Also ich bin kein großer Verhältnisfreund. Das Becken stellt man, und da sind sich auch, glaube ich, alle High-End-Pfleger einig. Du stellst das Becken nachher komplett individuell ein. Völlig egal, welches Lehrbuch dir vorschreibt, in welchem Verhältnis irgendwas zu pflegen ist. Aber auch das Dosieren möchte ich nochmal kurz zu sprechen kommen. Da besteht ja auch eine ganz große Gefahr. Gerade wenn man jetzt frisch startet, gerade mit totem Material, sage ich jetzt mal, im Anfang saugen sich ja die Becken, die saugen ja alles weg. Also man muss ja dosieren ohne Ende. Und ich habe es immer bis jetzt so erlebt, dass man irgendwann an so einen Punkt kommt, das hat Daniel auch schon gehabt, dass es so kippt, weißt du, dass ich auch plötzlich, ich bin dann, sage ich mal, fast von null, auf einmal habe ich ein Phosphat von 0,08. Der schießt auf einmal hoch. Ja, also dann hat sich das Becken irgendwo gesättigt, dann jetzt so langsam kommen die Prozesse in Gange, aber ich dosiere
noch ein bisschen weiter und dann kommt nämlich der Punkt, wo ich dann nämlich genau in die verkehrte Richtung dann gehe, dann muss ich es wieder rausholen. Da sollte man ja auch höllisch aufpassen mit dem Dosieren, ne? Ja, mir ist es bis jetzt immer so knapp vor also, passiert. Man muss den Punkt erwischen, wo man abspringt, ne? Mit dem Dosieren. Ich will jetzt nicht komplizierter machen, als es ist, aber es ist halt so. Also es geht letzten Endes natürlich um die Frage, du hast gesagt, das Becken schluckt ohne Ende. Wo geht's halt hin? Das ist die Frage. Wenn es abgeschäumt werden würde, wäre es genauso weg, dann würde es aber auch nie wieder zurückkommen. Was halt meistens passiert ist, dass irgendwelche Materialien im Becken, das kann das Glas selber sein, das kann der Bodengrund sein, das kann die Gestaltung sein, kann alles drei sein, Entschuldigung, wird möglicherweise erstmal Phosphat ziehen. Dann hat eine Koralle davon noch nicht einmal was abbekommen, aber das Becken, wie du sagtest, saugt sich ein bisschen voll. Mhm. Einfach weil Interaktionen zwischen diesem toten Material sind, was irgendwo mit der Meerwasser Zusammensetzung sozusagen erstmal in die Balance bringen muss. Ganz kurz, ich muss mal endlich Katze und den Hund rauslassen. Die machen Randale. Alles gut, dann würde ich mal sagen, wenn der Jörg damit einverstanden ist, gehen wir zum nächsten Thema über. Zum Bereich Wasserwechsel, da sind auch zwei Fragen gestellt worden. Auch vom Davids wieder, Wasserwechsel, Vor- und Nachteile. Ein breites Thema, würde ich so sagen. Das ist, kann man glaube ich nicht pauschalisieren, oder? Nee. Ich habe zum Thema Wasserwechsel in Sang- und Pai-Empfehlung A bis Z 20 Seiten geschrieben. DIN A4 Seiten. Das ist ja keine Ja-Nein-Frage, sondern Vor- und Nachteile, wenn man die jetzt alle mal durchspricht. Also grundsätzlich mal ist ein Wasserwechsel weder das eine noch das andere, würde ich sagen. Wichtig ist einfach, dass das Ausgangswasser muss stimmen von der Reinheit her, ne, von der Belastung her, als auch das Meersalz muss sauber sein. Wir nehmen jetzt mal ATI absolut auch schon auch mal zum Beispiel mit rein, weil wir neben Meersalzen ja mittlerweile das zum Beispiel auch haben. Mhm. So, aber die Ausgangsqualität ist absolut wichtig und die entscheidet darüber, ob der Wasserwechsel, also unter anderem, ob der Wasserwechsel gut oder schlecht ist. Wenn ich gutes Wasser habe, ich kaufe mir ein billiges Meersalz, wo irgendwie bei einer Salinität von 35 Kalium bei 315 liegt oder Bor bei 2,1 oder wo was vielleicht auch irgendwas anderes zu viel drin ist und ich mache damit einen Wasserwechsel, dann verschlechtert das Becken. Und offensichtlich hat der Wasserwechsel dahingehend einen Nachteil. Der Wasserwechsel ist erstmal komplett neutrum. Der Wasserwechsel kann... Ja, das, was ich reinbringe im Prinzip, das Salz, genau. Der Wasserwechsel ist grundsätzlich nichts schuld, sondern der... Wird gerade die Bude abgerissen bei Markus. Junge, ey, Katze ärgert Hund, Hund ärgert Katze, Katze ärgert wieder Hund und Hund ärgert wieder Katze. Ich sag mal, habt ihr sie jetzt hier noch alle oder was? Jetzt ist aber gut hier. Moment. Mach mal. Bitte, Jörg. Ja, Fische und Korallen machen aber nie Stress. Also zumindest nur. Die sind da ruhiger. Soll ich weiterreden oder nicht? Ja, mach mal. So, und dann ist der Wasserwechsel eben die Frage, wann mache ich ihn und in welchen Situationen kann er insofern Nachteile haben, dass er zum Beispiel irgendwas aus dem Wasser weiter rausholt, was eh schon knapp da ist, das sind meistens halt Nährstoffe. Also in der Nährstoffmangelsituation, einen Wasserwechsel mit sauberem Wasser zu machen und den Soch weiter zu verdünnen, wäre die falsche Entscheidung. Der Wasserwechsel kann er nichts für, weil ihr habt den ja gemacht. Ne? Also wie gesagt, Wasserwechsel ist immer, Vor- und Nachteil ist, Vorteil ist, ich kann damit eine schlechte Wasserumgebung verbessern. Mit einem schlechten Salzauswahl kann ich sie verschlechtern. Also ich würde das auch nicht so unbedingt so Plus, Minus oder Vor- und Nachteil so ein bisschen besprechen. Ich empfehle Einsteigern grundsätzlich Wasserwechsel zu machen, einfach um die Geschichte zu erlernen. Abwiegen von Salz, das Anrühren, das sind Erfahrungen und auch wie praktische Handgriffe, die muss man erlernen, die muss man können. Ja. Deswegen empfehle ich auch zum Beispiel auch für einen Einsteiger fürs erste Jahr wirklich regelmäßig jede Woche macht diese 10%. Dann gibt es grundsätzliche Voraussetzungen wie eine ganz klassische Balling-Anwendung ohne Ionenausgleich, wo du also Natrium und Chlorid anreicherst, darüber, dass du nur Calciumchlorid bzw. Natriumhydrogencarbonat benutzt. Dann hast du eben den Verlust an allen übrigen Meerwasserkomponenten, wenn du keinen Wasserwechsel machst. Da ist der verpflichtend. Also es hat mit Vor- und Nachteil nichts zu tun, sondern du musst den einfach machen. Ansonsten hast du irgendwann einen Verlust an Kalium, an Schwefel, an allem Möglichen und dein Becken wird mehr voll mit Natrium und Chlorid. Also es gibt diese Dinge,
wo es fest ist, wo du das machen musst. Wie gesagt, das eine ist eine Empfehlung für einen Einsteiger, das erstmal zu machen. Mhm. Wenn ich einem Einsteiger sage, mach Wasserwechsel, der hat gleichzeitig eine Nährstoffmangelsituation, ist doof. Wie gesagt, hatte ich ja gerade gesagt, dann musst du aufpassen. Dann machst du den Wasserwechsel und schiebst aber gleich Nährstoffe nach. Ja. Auch da ist der Wasserwechsel eigentlich wieder raus. Aber was ich so für kritisch halte, das habe ich auch schon öfter erwähnt, du hast ganz oft in Beratungen öffentlich beim Händler, wo auch immer jemand kommt mit einem Problem und einer sagt dir, mach erstmal einen großen Wasserwechsel. Ich so, ey, der hat einen Stickstoffmangel, willst du das Becken jetzt umbringen oder was? Ja, das ist das Problem, was man im Endeffekt tatsächlich damit erreicht, wie du schon sagtest. Wenn ich jetzt einen Nitratwert von meinetwegen 2 habe, machen 20%igen Wasserwechsel, dann gehen da auch im Endeffekt 20% von diesen 2 wieder runter aufs Gesamtvolumen und macht meine Situation noch dummer. Das ist richtig. Und was will ich im Endeffekt damit erreichen? Ja, das ist das Problem. Genau. Du musst in der Anwendung vom Wasserwechsel wissen, wie deine Situation ist, wie die Situation im Becken ist, was du damit erreichen willst. Und es kann eben sein, dass du mal blöd ins Klo greifst, wenn du es in einer Situation machst, wo du was rausholst, was drin bleiben sollte. Oder das ist eben der Punkt, du machst einen Wasserwechsel mit irgendeinem schlechten Salz und du verbesserst dir das Becken mal gar nicht, sondern erzeugst damit eher Probleme. Aber wie gesagt, da kann der Wasserwechsel auch nichts für. Ja, ich denke mal, das ist ja genau der Punkt. Man sollte den Wasserwechsel als Werkzeug ansehen, ja. Ich hau ja auch eine Glühbirne nicht mit dem Hammer rein, die drehe ich rein. Ne? Also das ist als Beispiel, ja, nicht meine Hand für als Werkzeug. Ja, ist jetzt ganz blöd, aber wir reden darüber, man sollte, ich denke mal, viele Sachen, man sollte die auch als Werkzeug ansehen und man muss dieses Werkzeug in den richtigen Moment auch einsetzen. So, das ist natürlich die Kunst, sage ich jetzt mal, auch so ein bisschen, für Anfänger ist es schwierig, die brauchen die Anleitung, aber das ist dann, macht dann vielleicht diesen professionellen Aquarianer so ein bisschen aus, die auch die tollsten Becken haben. Das ist genau wie der Gärtner, der den grünen Daumen hat, der hat halt den Daumen für die Korallen. Ne? Also der weiß genau, wann er was machen muss. Ne? Ja. Ich sag mal, die Leute, die keinen Wasserwechsel machen, werden in der Regel dann aber auch nicht mal hier ein bisschen Dreck absaugen, ein bisschen Mulm absaugen. Das kommt man zu. Werden eben solche wichtigen Maßnahmen einfach nicht machen, weil das ist ja ein Aufwasch. Ne? Du wirst deinen Bodengrund nicht mal irgendwie so absaugen oder irgendwas, das fällt ja alles weg. Und das ist deswegen gibt es auch so wenige 100% Nicht-Wasserwechselbecken, weil irgendwas wirst du einfach immer absaugen müssen. Ja. Das ist so. Du wirst ich denke mal, der Wasserwechsel treibt dich auch dahin. Was auch immer. Ja, ich denke, der Wasserwechsel treibt dich auch so ein bisschen dahin, dass du genauer mal zwischendurch noch wieder ins Becken reinkommst. Beim Wasserwechsel guckst du genauer ins Becken. Du guckst auch mal hinter das Becken. Du suchst auch ein paar Stellen. Ein paar Schwachstellen siehst du, dann ist auch mal eine Koralle, die hinter das Riff gefallen ist, die hebst du wieder hoch. Wenn du das jetzt nicht so machst, dann guckst du auch nicht so oft und so intensiv ins Becken hinein. Man sieht auch viele Fehler, die man da beheben könnte. Das wäre jetzt zum Beispiel dann auch der nächste Punkt, die nächste Frage beinhaltet, unter anderem in Bezug dann auf die Versorgungssysteme, ob sie es wollen oder nicht, mach mal eben Markus. Weil das baut so ein kleines bisschen drauf. Ach so, auf. Ja, der, genau, der Totti, seht ihr das? Ja, nimm der nur Totti. Totti geht euch gar nichts an, hat er ja, genau. So einen Es gibt mittlerweile Regionen in Deutschland, die an starker Wasserknappheit leiden. Sollten wir verstärkt auf Wasserwechsel verzichten und unsere Versorgungssysteme entsprechend und umstellen? Welche Möglichkeiten gibt es? So, das ist mir jetzt unbekannt in Deutschland. Ja, gut. Wasserknappheit? Oh, ja, der redet von Wasserknappheit in Deutschland. Ja, haben wir durchaus hier bei uns im Norden. Weil die Bauern in der Maiskultur so viel Grundwasser mittlerweile wegziehen, aufgrund der extrem dürre Sommer, die wir hatten in den letzten Jahren, dass wir ein paar Seen, die haben mal eben 3-4 Meter Wasserstand weg oder sogar noch mehr. Krass, ich meine, so ein Aquarium, wenn man es mal ganz ehrlich sieht, ist natürlich irgendwas, was einfach Ressourcen frisst. Ich bin mal eben kurz so. Für kleine Mädchen, komm gleich wieder. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich verboten wurde, weil wer kontrolliert es, aber es wurde auf jeden Fall darauf hingewiesen, dass man im Idealfall im Sommer keinen Pool hier aufstellt und den man eben mit 4 Kubik Wasser füllt. Trinkwasserqualität, das müssen wir auch noch sagen. In Deutschland haben wir das, was aus dem Hahn kommt, können wir trinken. Das ist in anderen Ländern anders. Das ist also ein extrem hohes Gut. Und deswegen finde ich die Frage wirklich dahingehend auch gut, weil der Totti sich da offensichtlich Gedanken drüber macht und durchaus nicht nur globales, aber auch ein Problem in Deutschland anspricht, was da ist. Also hier bei uns im Norden ist es de facto da. Ich würde lieber, das
kann man jetzt sehen, wie man will oder Meinung sagen, wie man will. Ich würde lieber nur alle 2 Tage zum Beispiel mal duschen gehen, was für den Körper nicht verkehrt ist, sofern du nicht wirklich jetzt hart körperlich arbeitest. Ne? Das ja, nicht im Bau. So, aber wenn du deine 8 Stunden im Büro sitzt so, und gehst nach Hause, hast du den nicht dreckig gemacht. So. Ist ja, egal, ich will mich auf die Diskussion gar nicht. Aber das wäre ein Punkt, wo ich anfangen würde. Ich würde eben auf diesen Pool im Sommer verzichten, wo ich 4, 5, 6 Kubik Wasser reinhaue. Ob man das Becken umstellt auf ein Versorgungssystem, geht in Richtung Wasserwechsel dahin, dass ich beim mit dem Versorgungssystem meint man vor allem den Kalkhaushalt, weil da kommen die Verschiebungen her. Das macht grundsätzlich Sinn, weil Verschiebungen sind immer doof. So, wenn ich eine Woche lang verschiebe und dann Wasserwechsel mache, dann habe ich eine Woche lang irgendwas, was im Becken passiert, was abseits vom originalen Meerwasser ist. Also wenn ich jetzt mal wirklich das Meerwasser als natürliches Vorbild nehme, wo wir die Werte, die ja da gegeben sind, als Optimum betrachten. So, also so ein Versorgungssystem macht grundsätzlich Sinn, weil du bei jeder Dosis eine ausgeglichene Meerwasserzusammensetzung zuführst und das kann fürs Becken nur gut sein. Auf Wasserwechsel zu verzichten, aus dem Grund, ja, muss dann im Endeffekt jeder selber für sich beurteilen. Manchmal musst du Wasserwechsel machen in Problemfällen, wenn dein Technikbecken total dreckig ist und dann muss das halt mal sauber. So. Wie gesagt, dann geh an dem Tag nicht duschen oder was auch immer. Ja, aber, wie gesagt, aber das ist genau der Punkt. Ich denke mal, wenn ich jetzt ein Becken habe, wo ich 80 Liter Wasser wechsel, ja, dann, wie du schon sagst, dann verzichte ich auf den riesen Pool im Sommer mal halt und mach den mal nicht voll, lass das mal sein, dann habe ich für das ganze Jahr die Wasserwechsel, sag ich mal, damit erledigt. Ne? Hier kam gerade ein Kommentar, das stimmt, das habe ich auch gehört, was ganz ehrlich, welcher Anteil an der Bevölkerung weiß das? Die Abwasserleitungen müssen gespült werden, wenn zu wenig Wasser durchfließt. Das stimmt. Richtig, ja. So wie die Kartenkugel durchgespült. Es geht darum, dass so wenig Wasser durch die Kanalisation läuft und die dann verdreckt und nicht mehr funktioniert. Ich glaube, in Hamburg ist das ein Riesenproblem. So, das heißt, dann wird wieder da Wasser eingespeist. Das ist halt die Frage, ob das Brauch- oder Trinkwasser ist. Ich finde, wie gesagt, Trinkwasser, ich hoffe mal, dass die dazu irgendein Brauchwasser benutzen, ja, um ihre Leitung zu spülen und nicht Trinkwasser. Was wir hier im Haus verbrauchen, ist auf jeden Fall Trinkwasser. Wie gesagt, ich will jetzt diese Relevanzfrage nicht aufbringen, aber ich finde es trotzdem nur gut, wenn man sich darüber Gedanken macht. Die grundsätzliche Sache ist halt, ja, ein Aquarium zieht halt einfach alles mögliche an Ressourcen. Wasser, Energie, ja. Ja, wenn man das sparen will, dann muss man es abschaffen. Ne? Ja. Wenn man es alles ersparen will, dann darf man das nicht mehr. Wenn das für jemanden ein Riesenthema ist, dann ist das Letzte, was du tun solltest, den Aquarium zu stellen. Vor allem eins, was oben offen ist und dann auch noch mehr Wasser verbraucht. Ne? Genau, ist ja nicht nur Wasserwechsel, sondern die generelle Verdunstung macht ja einen erheblichen Anteil aus. Also das, was wir einmal die Woche an Wasser wechseln, das schiebst du in manchen Becken auch in einer Woche als Nachfüllwasser rein. Ja, so, richtig. Genau. Mindestens, ja. Gut, ich würde sagen, wir wechseln das Thema und kommen zu einem Bereich, den wahrscheinlich zigtausend Leute interessieren, und zwar der Bereich Cyanus, also sprich Bakterien allgemein. Auch wieder eine Frage vom David. Bakterienzugabe regelmäßig oder nur, wenn es aus dem Ruder läuft, zum Beispiel bei Cyanus, oder eventuell Aminosäurenzugabe? Ja, gute Frage. Ich will dem David nicht zu nahe treten, aber das, wenn man das so liest, dann klingt das nach dem, was typischerweise in so einer Situation gemacht wird. Es muss nicht Cyanus sein, können auch andere Probleme sein. Das heißt, wir kippen erstmal so alles möglich ins Becken und hoffen, dass irgendwas davon funktioniert. Weil Aminosäurezugabe und Cyanobakterien steht in keinem Zusammenhang. Also nicht jetzt unmittelbar. Also mit Aminosäuren dosieren wir organischen Stickstoff, der von Cyanobakterien genauso genutzt werden kann wie von anderen Organismen auch. Wenn du die Aminosäurezugabe weglässt, dann fehlt es auch anderen Organismen. Das heißt, es fehlt dann nicht nur den Cyanus, sondern auch Korallen, wie auch immer. So, aber ansonsten, wenn du eine Cyanoproblematik hast und gibst unkontrolliert Aminosäuren dazu, dann wirst du Cyanobakterienproblematik eher verstärken. Von daher verstehe ich da jetzt nicht so ganz den Zusammenhang. Aminosäuredosierung ist sehr kritisch, also nicht kritisch, sondern ist tricky, weil du musst Aminosäuren, alle möglichen, die wir dosieren, sind komplett unterschiedlich aufgebaut. Die haben zwar ihr Grundgerüst, was sie als Aminosäure auszeichnet. Es gibt welche, die haben viel Stickstoff drin, welche, die haben wenig. Andere haben viel Kohlenstoff, andere haben weniger und so weiter. Das heißt, die wirken alle anders und sind alle physiologisch auch von der Bedeutung anders. Und deswegen muss man schon ein bisschen wissen, was man tut. Und deswegen ist auch eine unkontrollierte Zugabe schwierig, weil man schnell überdosiert.
Und dann hat man entsprechende Probleme, die möglicherweise auch Cyanus verursachen können. Also wie gesagt, das Cyanus und Aminus würde ich jetzt erstmal gar nicht in Zusammenhang bringen. Mit dieser Bakteriensache. Was steht denn in der nächsten Frage? Nicht, dass wir da irgendwie doppelt... Na, die kommen nachher. Also Bakterienzugabe regelmäßig oder nur, wenn das aus dem Ruder läuft? Was läuft denn aus dem Ruder und hat mit Bakterien zu tun? Also ich bin kein Bakterienzugabefreund, ganz ehrlich. Das ist, wenn was aus dem Ruder läuft, muss man rauskriegen, was. Und das musst du korrigieren. Alles, was jetzt, wie gesagt, diese Bakterien, dann wird Phytoplankton oft genannt, ne? Also zum Beispiel Synechococcus, was eine Cyanobakterie zum Beispiel auch ist. Da können wir nachher nochmal drüber sprechen, beziehungsweise ich glaube, da ist auch eine Frage zu, aber ist egal. Ja doch, hier vom Thomas, der fragt auch diese Zusammenhang Cyanus. Ja, die kommen später, genau. Das sind alles Maßnahmen, die der Handel natürlich gerne verkauft, die meisten Leute gerne empfehlen, weil sie dann auch eine Antwort auf eine Frage haben. Jemand fragt, ne, was mache ich gegen Cyanus? Und bevor du sagst, weiß ich nicht, sagst du halt, naja, hab mal gehört, Bakterien funktionieren. Dann hast du zumindest irgendwas gesagt und fühlst dich vielleicht dadurch auch irgendwo besser als jemand, also nicht besser jetzt im Sinne vom Ego, sondern fühlst dich ja nicht so hilflos, wie auch immer. In der Beratung willst du dir helfen, sehe ich alles ein. Aber das sind alles Produkte, die du reingibst in der Hoffnung, es passiert was, ohne dass du die Finger schmutzig machst. Und wenn du musst das Becken diagnostisch irgendwo einordnen und musst suchen, wo ist der Fehler, dazu brauchst du Wissen. Und das ist ein Kritikpunkt, den ich habe. Das geht jetzt vielleicht ein bisschen so aus dieser Sache raus, die aber für mich relevant ist. Wir können mindestens 50% aller Produkte vom Markt streichen und hätten immer noch das gleiche aquaristische Ergebnis. Und wo wir momentan sind, bei vielen Leuten, sind wir extrem hoch. Das, was uns fehlt, sind nicht Produkte, sondern das, was uns fehlt, ist Wissen. So, und bei Cyanus gehe ich da auch mal drauf ein. Wir tun auch immer so, als wären Cyanobakterien der größte Feind des Korallenriffs. Das stimmt nicht. Cyanus gehören genauso zum Korallenriff dazu oder zu anderen Ökosystemen dazu, wie die jeweiligen anderen Organismen auch. In dem Fall im tropischen Korallenriff zum Beispiel auch Korallen. Die sind einfach da. Und die erfüllen auch bestimmte Aufgaben in der Natur, in einem globalen Zusammenhang. Wir wollen sie nicht, weil sie sehen ätzend aus. Absolut. So, aber wenn ich jetzt zum Beispiel Cyanobakterien im Becken habe, was molekularen Stickstoff fixiert, ne, also aus der Luft den Stickstoff nimmt, weil wir mal quasi eine Stickstoffmangelsituation haben, dann kann das Cyanobakterium, das hat gerade eine Nische gefunden. Das setzt sich gerade im Aquariumsystem durch, weil es eine Stickstoffform nutzen kann, die keine Koralle und keine Algen benutzen kann. So, wo ist jetzt der Punkt? Solche Cyanus vermeintlich zu verdrängen mit, weiß ich nicht, Nitrifizierern, das wird nicht funktionieren. Sowieso mit Nitrifizierern nicht, weil die sind viel zu konkurrenzschwach. Der Punkt ist, ich muss Stickstoff zu dosieren. Ich habe nicht erkannt, dass mein Becken unter der Stickstoffmangelsituation leidet. Das heißt, ich gebe wieder Stickstoff zu in der verfügbaren Form. Haben wir genug Präparate auf dem Markt. Dadurch erzeugen wir wieder ein gutes Wachstum bei Korallen. Alles Mögliche kommt wieder in Schwung. Die diese Stickstofffixierer werden konkurrenzschwächer und verschwinden. Das ist ein komplett simples, nachvollziehbares System, was in der Aquaristik ständig vorkommt, was mega einfach zu lösen ist, wenn man es denn weiß. Und deswegen sage ich, was wir brauchen, ist Wissen. Produkte haben wir ohne Ende. Es gibt Bakterienpräparate ohne Ende, weil die sich super verkaufen lassen. Ja. Weil irgendwann einer mal geschrieben hat, ich habe Bakterien dosiert, meine Cyanus sind weg. So, und dann kommt noch einer, der biologisch ein bisschen was vielleicht verstanden hat und sagt, ja, das ist bestimmt mit der Konkurrenz entstanden. Wenn du nach Problemlösung suchst, dann selektiert dein Gehirn ganz automatisch, was funktioniert hat, um dieses Problem zu lösen. Mhm. Das heißt, die 7 von 10 Beiträgen, die vielleicht schreiben, bei mir ist gar nichts passiert. Oder es hat sogar ein anderes Problem verursacht, das blendest du unbewusst aus. Mhm. Du probierst es trotzdem, weil bei drei Leuten hat es funktioniert. So, ja, das ist ja im Endeffekt... Der Handel, das ist so ein Synergismus, sage ich jetzt mal. Der Handel... Ich will niemandem zu nahe treten. Es gibt super gute Händler, die super gut beraten. Aber bei den meisten Händlern, die ja Verkäufer sind, Kaufmänner, Kauffrauen sind, geht es effizient darum, in einer relativ kurzen Beratung möglichst viel Umsatz zu generieren. Und dafür sind diese Produkte mega, mega gut. Du gibst jemandem und sagst, hier Bakterien, biologisch, fürs Aquarium braucht Bakterien, buff, hast du das Ding verkauft, ohne dass überhaupt irgendeiner drüber nachdenkt. Ja, aber man muss auch mal, ich sag mal, logisch an die Sache rangehen. Also mittlerweile sollte es ja bekannt sein, dass, ich sag mal, das Cyanobakterium, beziehungsweise die Cyanobakterien allgemein, dass es ja ein Riesenkonglomerat aus unterschiedlichen Bakterienstämmen ist. So, und dann gehst du... Die auch alle was Unterschiedliches machen. Genau, richtig. So, und dann gehst du in den Laden und sagst, ich hätte gerne ein Bakterienprodukt, wo vielleicht auch
ein oder zwei verschiedene Grundstämme drin sind. Aber im Endeffekt sagst du, so, ich nehme jetzt einen Stamm und da hinten ist die Wüste, geh mal eben die Wüste bekämpfen. Um es jetzt mal dumm auszudrücken. Ja? Funktioniert in meinen Augen nicht. Also wenn die Cyanus da sind, haben die auch in irgendeiner Form ihre Lebensgrundlage. Und diese Lebensgrundlage muss man versuchen, denen zu entziehen. Was das jetzt genau ist, das ist die große Frage, die wir eigentlich haben, oder? Ja, ja, gibt's. Aber, wir können jetzt hier alle möglichen Szenarien durchsprechen. Ja, und so, ja, das könnte Licht sein, ne? Das kriege ich hin. Das kann alle, ja, das kann das könnte zum Beispiel Lichteinstellung sein. Gerade bei LED ist das ja die Gefahr, dass ich mir die Einstellung so verstelle, dass ich dann. Ja, da kann ich aber die nicht verstellen. Da kann ich ja nur die Röhren wechseln, verschiedene Röhren nehmen. Aber beim LED kann ich ja wirklich die Pegel oft so rauf und runter schrauben. Ich weiß, es ist einfacher, ja, stimmt schon. Da geht es schneller, sage ich jetzt mal auf Deutsch. Einfacher will ich nicht, aber es geht schneller und ohne, dass man es vielleicht bemerkt hat, dass man was verstellt hat. Ja. Eine andere Frage wäre noch, welche Stickstoffprodukte würdest du so grob empfehlen? Weil es ist ja auch einiges am Markt. Wo sagst du jetzt ohne vielleicht auch, ja klar, du machst natürlich dann irgendwo auch Eigenwärmung, ist aber nicht schlimm, sollst du auch ruhig machen. Wenn du was im Programm hast. Ja, aber hast du was im Programm? Will ich das jetzt nicht sagen. Natürlich habe ich was im Programm, aber darum geht es mir gar nicht. Es geht mir jetzt, also. Warum nicht? Das sagt doch nicht, das ist doch nicht schlimm. Nee, weil das ist ja keine Sange. Nee, ich will das einfach nicht. Ich will das vernünftig erklären, was für mich ist okay, eine aber wirksame Stickstoffform ist. Und ja, das ist das, woraus ein Produkt bestehen muss. So, es gibt verschiedene Bereiche. Es geht ja, erstmal darum, dass du eine reduzierte Form hast, eben nicht Nitrat. Nitrat ist zwar verfügbar, können Korallen auch benutzen, haben aber einen energetisch höheren Aufwand. Alle möglichen Firmen machen irgendwas anderes. Ich arbeite gerne in Kombination auch mit organischem Stickstoff, um auch möglichst viele Prozesse in Gang zu setzen. So, das sind für mich Anforderungen. Ja, man kann meinem Produkt vertrauen. Es gibt auch andere, die auch gute Produkte haben, wobei ich die nicht kenne, weil, sorry, ATI, Frau Lamrin, halten mir nicht ihre Rezepturen und sagen, hier Jörg, mal, guck mal drüber, machst du das auch? Nicht? Nee, sorry. Nee, nee, klar, logisch. Das ist ja eine Frechheit hier. Also, der Punkt ist, ich kann mich weder faktisch dazu äußern, noch will ich das überhaupt. Also es geht mir nur darum, da geht es auch um Folgendes. Es ist, wie gesagt, kein Verkaufsgespräch, aber viele Leute sagen so, kauf dir nichts, brauchst nicht, hau einfach irgendwie eine Dose Flockenfutter rein oder fütter einfach mal mehr oder mach deinen Abschäumer irgendwie mal eine Woche aus oder irgendwie sowas. Und das sind wieder kritische Dinge. Und der Zusammenhang bei Nährstoffen besteht in erster Linie darin, was ist schnell verfügbar. Und das sind für Korallen gelöste, gelöste Nährstoffe, die im Wasser gleichmäßig verteilt sind. Futter kannst du in so eine Mediation reinbringen, indem du Fische hast, die das fressen und über die Kiemen den Ammonium ausstoßen. Und im Idealfall hast du ganz viele kleine Fische, die in Korallen hocken und die kriegen das Ammonium sofort zur Koralle. Ein Doktorfisch wird das nicht tun. Ein Doktorfisch schwimmt sonst wo im Becken rum und bringt das Ammonium ins Freiwasser und nicht unbedingt in eine Korallennähe. Dann ist es zwar im Wasser, aber es ist nicht so optimal, ich sage jetzt mal, transferiert wie bei kleinen Fischen. Nur wenn das nicht passiert und dein Flockenfutter, Pellet oder Mysis liegt am Boden, dann ist das partikulärer Stickstoff, der ist erstmal da fest drin, der muss gelöst gemacht werden. Das heißt, es muss irgendwann ein Einsiedler hin, muss das zerkleinern. Dann muss ein Bakterien hin, muss diesen Stickstoff rausholen. So, und das ist eine zeitliche Komponente. Wann passiert das denn? Also ich kann ja jetzt, wenn ich habe eine Symptomatik, Stickstoffmangel an meinen Korallen, dann will ich das jetzt lösen. Das heißt, die Anforderung für eine Stickstoffversorgung ist, dass sie gelöst ist und dass sie auch sofort verfügbar ist. Und das ist in dem Falle Ammonium. Wie gesagt, die Konzentration muss stimmen. Du kannst auch mit organischem Stickstoff arbeiten. Aber zu sagen, hau mal eine Dose Futter raus, weil die anderen, die wollen nur verkaufen, hau mal eine Dose Futter rein, die anderen wollen nur Produkte verkaufen, das ist völliger Schwachsinn. Das sind Dinge, die ich so in der Beratung oder auch in der Bewerbung meiner Produkte einfach dann auch sage, weil das sind die Voraussetzungen, dass du verstehst, was du tust. Und das sind bestimmte Zusammenhänge, die kriege ich nicht an, wenn ich einfach sage, ja, meins ist das Beste und kauf das jetzt bitte. So, und wie gesagt, das ist hier keine Sangokai-Plattform, sondern das ist ein unabhängiger. Also alles für mich gut. Ist das ein alles gut. Nettes Geschnacker. Wir haben kein Problem. Ja. Alles gut. Kein Problem. Gehen wir zum nächsten über, Markus, würde ich sagen, oder? Machen wir das mal, ja, würde ich auch sagen. Ich weiß nicht, ob die, ganz ehrlich, sorry nochmal wegen der Cyanus, ne? Also garantiert wird jetzt der David wird jetzt sagen, so, ja toll, jetzt weiß ich immer noch nicht viel mehr, außer dass es eben eine Stickstoffmangelsituation sein kann. Ich habe dazu auch, wir haben eine Podcast-Folge drauf, ich habe ein eigenes Video auf dem Sangoka-YouTube-Kanal zum Thema Cyanus. Das könnte ein belasteter Bodengrund sein mit entsprechenden Postern. Cyanus ist kein Teufelswerk, da steckt immer was hinter. Aber eins ist noch wichtig, weil ich sagte, Cyanobakterien sind Bestandteil der natürlichen Organismus, Gemeinschaft im natürlichen Korallenriff. Die meisten in einem gesunden Becken heißt
Korallenwachstum da, Farbe, Polypen, alles da. Und du hast Cyanus irgendwo. Die meisten Probleme lösen sich nach 2-3 Monaten von alleine. Und sie lösen sich meistens deshalb nicht von alleine, weil du rumfummelst und irgendwas die ganze Zeit machst. Und das ist so, dann drehst du dich so ein bisschen im Kreis. Wie gesagt, wenn irgendwas nicht stimmt, du hast Symptome an Korallen und das Becken läuft grundsätzlich nicht, dann musst du gucken, was los ist. Aber wenn mal Cyanus da sind, dann ist das nicht, weil der aquaristische Gott dich verflucht hat und dir irgendwas aufdrückt, was du nicht haben willst, sondern dann passiert das halt mal. Das ist in der Natur auch so. Ich hüpfe ins Wasser und als Aquarianer siehst, guckst du da in der Natur auch nach. Wenn, also wenn du das machen willst. Und dann siehst du das auch. Dann siehst du Goldalgen, dann siehst du Cyanus. Das ist in der Natur auch da. Ja, solange es keine Plage wird, sagst du. Ne? So sehe ich das jetzt, habe ich das verstanden. Solange jetzt Cyanus oder meine Alge keine Plage ist, wenn ich sie im Zaum halte. Ich kann sie ja, eine Alge kann ich auch mal wegzupfen. Cyanus, wenn ich mal partiell was habe, dann kann ich es auch mal absaugen beim nächsten Wasserwechsel, wenn es mich halt stört. Da hast du jetzt kein Problem mit, sage ich jetzt mal in dem Sinn, ne? Dass du sagst. Also das meinst du jetzt nicht mit Fummeln, ne? Du meinst mit Fummeln wirklich da jetzt was reinkippen oder sonst was, ne? Ja, aber wir müssten ja erstmal definieren, was ist jetzt eine Cyanobakterienplage? So, der eine regt sich schon auf, weil er, oder die eine regt sich schon auf, weil hinten in der Ecke eine 10 cm Fläche ist. Und dann kriege ich dann manchmal eine E-Mail, ich habe ein Cyanoproblem. Dann muss ich auf dem Foto erstmal suchen. Wo? Ja, da hinten. So, eine Plage, sorry. So, dann kriege ich andere Becken, wo das Becken komplett mit Cyanus überwuchert ist. Und jemand schreibt so, weiß ich nicht, irgendwie, hier, guck mal, die ECP, irgendwie, mein Kupfergehalt ist zu. Und ich so, sorry, du hast gerade ein anderes Problem als... Ne, das, wobei das die Frage hängt irgendwas zusammen, aber manche Leute sind da viel toleranter gegenüber dieser Ästhetik oder Unästhetik Cyanus als halt andere. So. Ja, klar. Ich glaube, man muss bei Cyanus rauskriegen, wo es möglicherweise herkommt. Das sind Dinge, die musst du tun, aber meistens erledigt, also in den meisten Fällen erledigt sich sowieso mit der Zeit von alleine, sofern dann du eine gesunde Beckenumgebung hast. Ja, also kann ich eigentlich nur so bestätigen, weil ist bei mir jetzt auch der Fall gewesen. Also mein Problem hat sich jetzt zu 99% komplett erledigt, Thema Cyanus. Einfach nur... Meistens, wenn du mal 2 Wochen in Urlaub fährst und nicht rumfummelst. So lang fahre ich nicht. Das stellen aber viele auch nicht fest, weil sie einfach zu viel rumstellen. Ne? Ja. Dass, wenn die dann in den Urlaub kommen, dann wundern die sich, das steht ja bombisch. Ja. Ja. Müssen dann macht die Scheibe sauber, weißt du, und dann gucken rein, Mensch, das ist ja besser als vorher. Ja, der Mensch kann auch viel kaputt machen. Ne? Ja, man kann auch viel zu viel steuern. Ne? So, dann haben wir die nächste Frage. Ne? Ja, der Herr M und V. Hi Daniel Schrieper. Also erstmal vielen Dank, dass du dir wieder die Mühe machst und eine Bekanntheit in deinen Kanal holst. Ist alles mit Arbeit und Organisation verbunden? Top. Ich denke, dein letztes Thema ist eine gute Sache für Jörg. Thema Cyanus. Jeder hat sie, jeder kennt sie, keiner versteht sie. Selbst in perfekten ECP-Werten, ja, das haben wir ja schon gerade besprochen, dass das da nicht unbedingt was mit zu tun hat. Ne? Plus starker Strömung, plus starken Schäumer, plus gut gelüfteten Raum, treten sie bei vielen hier und da auf. Thomas Reisinger, Einsatz von Phytoplankton sind... Ah ne, das ist ja schon die nächste Frage. Okay. Nee, also naja, der MV. Das war ja keine Frage, sondern es war eine Feststellung. Oder eine Feststellung, MV, ne? Ich würde mal auch sagen, dass wir den Großteil davon eigentlich schon beantwortet haben, oder? So ein bisschen schon. Hier steht zum Beispiel starker Schäumer. Ja, vielleicht ist das Problem, weil eine starke aggressive Abschäumung drückt dein Stickstoffgehalt runter, dann kriegst du Reinwasserform. Also diese Stickstofffixierer nennen wir in der Aquaristik eine Reinwasserform. Und dann hast du ein Cyanoproblem, ja. Und wenn du den Abschäumer zu groß dimensioniert hast, hast du das Problem auf der chronischen Seite. Wenn du den runterregeln kannst und der ist ein bisschen schonender, was seine Abschirmleistung angeht, dann löst sich das Problem meistens alleine darüber, dass du den Abschirm ein bisschen trockener einstellst. Also wie gesagt, viele Leute sehen oder kennen Zusammenhänge nicht und denken, ey, ich habe so Top-Technik, ich habe einen riesen Abschirmer, ja, der riesen Abschirmer oder deine riesen, mega starke Lampe, genau das ist das Problem. Cyanus können in allen möglichen Bereichen vorkommen, bei zu viel von irgendwas als auch bei zu wenig von irgendwas. Und dummerweise in der Mitte, wo man sagt, ich habe echt eine gute ECP, da ist von allem was da, aber nicht zu viel. Auch da kann es vorkommen. Ne? Aber beide Extrembereiche, von irgendwas zu viel oder irgendwas zu wenig, das sind typischerweise Bereiche, wo Cyanus eben ziemlich ökologisch faszinierende Organismen sind. Das interessiert die meisten Aquarianer nicht, weil die sehen einfach nur doof aus. Aber was die können, ist schon krass. Also was die wirklich physiologisch können und wie adaptiv die sind. Hm. Wir haben jetzt sind die cool, aber...
Wir haben jetzt gerade hier nochmal einen Einwurf, der Kollege hat schon die ganze Zeit gefragt. Dinos und Kopiopoden. Da war die Frage, fressen Kopiopoden Dinos? Von Martin Ott. Kopiopoden? Ja. Es kommt darauf an, was das für Dinoflagellaten sind und was das für Kopiopoden sind. Grundsätzlich, Kopiopoden also es ist eine Riesengruppe, ne? Gibt es welche, die sind im Freiwasser, also planktonisch, also als Zooplankton. Mhm. Es gibt halt die sogenannten Harpaktikoiden Kopiopoden, die so rumkrabbeln. Das wären dann auch die, die möglicherweise irgendwie Belege fressen würden. Ausschließen würde ich das jetzt nicht. Es gibt Kopiopoden, die können auch, es gibt auch Dinos, die können durchaus auch toxisch sein. Das sind auch meistens nicht die wir haben. Ich weiß, kann ich so nicht beantworten. Ich würde eher mal sagen, dass die Fische die Kopiopoden viel schneller auffressen würden, als die Kopiopoden zum Fressen von Dinos kommen. Wahrscheinlich. Ja, also das ist auch so ein elendiges Thema. So Dinos habe ich jetzt auch schon ein paar Mal beim Durchgucken hier von den Kommentaren gesehen. Das ist halt die aquaristische Plage, ja, aber die ist relativ simpel zu erklären. Das sind eigentlich fast immer ausgestoßene Zooxanthellen, Zooxanthellen, die von den Korallen ausgestorben werden, die aber unabhängig von ihrem ursprünglichen Wirt, also der Koralle, außerhalb überleben können, sich wieder begeißeln und sich dann unter Umständen auch massiv vermehren können, weil sie nicht nur photosynthetische Organismen, also nicht nur Algen sind, das sind ja Mikroalgen, die sind eigentlich, ja, ist auch egal, die Photosynthese tragen können, sondern die können auch fressen. Die ernähren sich also oft mixotrophen. Dadurch können die haben die manchmal richtig gute Wachstumsbedingungen. Mhm. Nicht alle Zooxanthellen sind so. Meistens kommt das auch von, gerade bei SPS oder bei Acroporen. Es gibt unglaublich viele verschiedene Zooxanthellenstämme, die man auch wissenschaftlich differenzieren kann. Zum Beispiel, wenn man wie bei LPS oder bei einer Kupferanemone, die hauen ja auch manchmal die langen Fäden raus. Ne? Da passiert nichts. Die liegen dann zwei Muscheln auch irgendwo. Trodactylus auch, wie auch immer. Da passiert dann meistens nicht, aber es gibt einige Zooxanthellenstämme, insbesondere bei SPS oder bei Acroporen, die dann eben so massiv werden. Ursprüngliches Problem sind die Lichteinstellungen. Das und nicht eine Plage, die irgendwie plötzlich vom Himmel gefallen ist oder die man sich sonst vorher eingefangen hat. Das wissen mittlerweile doch einige Leute, weil ich dazu auch viel geschrieben habe. Aber die meisten Dinoflagellaten-Probleme erledigen sich eigentlich damit, dass ich die Lichteinstellung wirklich gemäßigter einstelle, nicht so lange beleuchte, nicht so intensiv, insbesondere im kurzwelligen violetten Bereich und so weiter. Und dass ich den Nährstoffgehalt auch hoch habe. Weil das eine sehr hohe eine sehr hohe Strahlungsintensität bringt es meistens auch immer mit sich, dass du gleichzeitig irgendwo eine Stickstoff-Phosphor-Mangel-Situation hast. Ne? Weil du pumpst dein Becken sozusagen mit Lichtenergie voll, ne? Und entsprechend ausgelaugt ist. Das heißt, zusätzlich zu dieser LED oder zu der Lichtproblematik kommt dann meistens auch noch eine Nährstoffmangelproblematik. Und dann hauen die Korallen eher noch mehr Zooxanthellen raus. Und ich gehe mal kurz mit deinen Jungs. Plage. Ja, mach du. Ja, aber wie gesagt, also natürliche Fressfeinde von ausgestoßenen Zooxanthellen respektive Dinoflagellaten generell, ja, kann sein, aber ja, habe ich also nicht so, das ist dann eher die Problematik, behaupte ich jetzt mal ganz doof. Wir kennen die Kopiopoden im Prinzip nur als entsprechendes Lebendfutter und ist dann halt allgemein gehalten, aber wie du ja schon selber gesagt hast, es gibt viele unterschiedliche Arten. Oh, Hundi. viele unterschiedliche Arten und viele unterschiedliche Zusammensetzungen von Dinos. Also auch, ich sage es mal, im Bereich wie bei den Cyanus nichts, was man pauschalisieren kann. So, dann haben wir den Thomas Reisinger gehabt. Einsatz von Phytoplankton, Sinn oder Unsinn in Bezug auf Cyanus, Ernährung von Korallen und Zooplankton und eventuell biologische Unterstützung? Ja. da geht es ein bisschen in dieselbe Richtung wie mit Bakterien. Deswegen habe ich mit Phytoplankton aber so meine Schwierigkeiten. Aber es geht also das betrifft übrigens auch die Herstellung von den Produkten an sich. Mal vorweg, Phytoplankton haben wir vorhin schon bei der Redfield beziehungsweise bei der Nährstoffverhältnissache gehabt. Wir wollen eigentlich ja kein Phytoplankton im Wasser, weil dann kann man nicht mehr so durchs Becken gucken. Wenn wir tauchen gehen, wollen wir ganz gerne auch 20, 30 Meter Sicht haben, selbst wenn es nur 10 Meter Sicht ist. Wir haben also eine relativ geringe Phytoplankton-Konzentration auch im Meer. Die ist da,
mal mehr, mal weniger. Wenn du ein kristallklares Wasser über dem Riff hast, sorry, dann kannst du über den Chlorophyllgehalt möglicherweise was messen. Der wird aber extrem niedrig sein, der Wert. Das heißt, Phytoplankton spielt in den Systemen eigentlich so gut wie keine Rolle. Nanoplankton oder Picoplankton durchaus schon, insbesondere Bakterioplankton. Das ist eigentlich so eher das, was im natürlichen Korallenriff als gerade Nahrungsgrundlage viel wichtiger ist, was für uns kaum möglich ist herzustellen. Also deswegen sage ich jetzt nochmal, es hat was mit Bakterien insofern zu tun, bei Phytoplankton auch. Wir können nur das kultivieren, was sich kultivieren lässt und das wiederum auch außerhalb unseres Aquariums in definierten Wachstumsumgebungsbedingungen. Das heißt, irgendeine Firma produziert zum Beispiel nitrifizierende Bakterien in einer Umgebung, die für das Wachstum und Vermehrung von nitrifizierenden Bakterien optimal ist. Ich hatte da vorhin einmal kurz angesetzt und wurde dann, glaube ich, unterbrochen. Wir waren durch mit dem Thema. Es gibt einen Vortrag von, ich habe den Namen vergessen, von einem US-Amerikaner, wahrscheinlich auf der Magna war es. Das ist einer, der produziert Nitrifizierer für den aquaristischen Markt und erklärt diese Rahmenbedingungen, wo Nitrifizierer perfekt wachsen. Und das ist ein Punkt zum Beispiel, dass die lieber Brackwasser mögen als vollsalines Milieu. Er rät zum Beispiel dazu, in der Einfahrphase die Salinität auf 25 einzustellen. Wo wir in Europa und in Deutschland sagen würden, lass doch jetzt mein Becken 3 Wochen nicht hier bei 25 Salinität wachsen. Da geht es um das Ammonia-Cycling. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Wie auch immer, das ist ein Aspekt. Und der andere ist, dass die auch relativ schnell ihr Wachstum verlangsamen oder sogar einstellen, je höher die Temperatur geht. So bei 24, 25 Grad ist denen fast schon zu warm. Das heißt, wir geben Nitrifizierer ins Becken und denken so, ja, alles easy, alles gut, wird funktionieren. Der Typ hat erklärt, nee, sorry, es wird eigentlich nicht funktionieren. Und dazu kommt, dass Nitrifizierer extrem anfällig sind gegen Konkurrenzwachstum, zum Beispiel heterotrophe Bakterien. So, also wir kippen ganz oft gerne Sachen ins Becken, die man kultivieren und verkaufen kann. Ne, wisst ihr, was ich meine? Also da geht es in diese Richtung, gute, schlechte Bakterien. Viele Leute sagen oder vermuten, dass die Bakterien, die wir kaufen können, dass das die guten Bakterien sind. Nee, es sind einfach Bakterien, die wir haben, weil wir sie züchten können. 98% des marinen Bakterioplanktons können wir nicht züchten. Gibt es keine Vermehrungsoptionen, schon gar keine industriellen. So, und das Problem hier ist beim Phytoplankton so ein bisschen ähnlich. Jemand sagt, ne, hier so eine Cyanococcus ist, wie gesagt, eine Cyanobakterie, aber eine planktonische, die auch nicht rot ist, sondern grün. Da gab es Erfolge bei der Bekämpfung von Cyanobakterien. Also es ist natürlich Phytoplankton, also in dem Fall witzigerweise halt ne, auch eine Cyanobakterie. So, und da ist die Frage, wie kommt das, die kommen sich ja gar nicht in die Quere. Also wir haben mattenwilde Cyanos, diese roten Schleimalgen, das sind ja meistens die, die wie gesagt auf Substrat hocken. Und wir geben eine Phytoplanktonalge ins Wasser. Weißt du, die haben nichts miteinander zu tun. Die kommen sich räumlich nicht in die Quere. Weil dann Leute sagen, das Phytoplankton verdrängt die Cyanos. Von wo soll es das denn verdrängen? Wenn jemand anderes auf der Parkbank sitzt, ich aber im Auto hocke, dann steige ich doch nicht aus und sage so, hier, ich setze mich jetzt hier auf die Parkbank, ja, dann steht mein Auto leer. Also wisst ihr, das ist ein blöder Vergleich, aber... Ist ein blöder Vergleich, aber ich glaube, wenn ich kurz da eingrätschen darf, die meisten denken, dass dieses Phytoplankton, also sprich die in Anführungszeichen gute Cyanobakterie, die Nahrungsgrundlage für die roten Cyanos, den entzieht. Das heißt also, wenn ich genug da reinkippe, dann nehmen die so viel Material auf, dass die roten gar nichts mehr abkriegen. Das ist das, was viele Leute glauben. Aber das ist ja nicht weitergedacht. Damit würdest also was soll das denn sein? Was nicht auch Korallen oder Kalkutalgen oder alle möglichen anderen Sachen brauchen. Dann hättest du eine Konkurrenz gegen das komplette Becken. Und das ist de facto nicht so. Da wird nicht irgendwas Komisches weggefressen, was nur Cyanos fressen. Das ist das Einzige, was auch hier wieder als Beispiel gut funktioniert. Du hast in deiner Phytoplanktonlösung Restnährstoffe. Du hast eine stickstofffixierende Cyanoform in deinem Becken. Und du gibst mit dem Phytoplankton die Restnährstoffe aus dem Kulturmedium ins Becken. Warum ist das nicht? Hast eine bessere Nährstoffverfügbarkeit und die Cyanos verschwinden. Deshalb hättest du einfach nur deine Stickstoff- oder Phosphatverfügbarkeit, je nachdem, was limitiert, zu dosierst, wäre das Ergebnis das gleiche gewesen. Ne, wisst ihr, was ich meine? Das sind Zusammenhänge, die wir nicht wissen. Also nicht nur, die wir jetzt nicht nur nicht kennen, sondern die wir im Aquarium einfach nicht beurteilen können. Wir wissen nicht, was passiert. Der normale Aquarianer, das ist jetzt nicht abwertend gemeint, gibt was ins Becken, sieht, funktioniert oder funktioniert nicht und dann ist das dieses 1:0 oder dieses binäre, lineare System. Ja, Ausschlussverfahren. Was so einfach im Kopf zu durchdenken ist. So alle möglichen Rahmenbedingungen, die dann um 3, 4, 5 Ecken mit reinspielen, werden dann meistens
aus genau. mangelndem Wissen, das Erfahrung, wie auch immer, nicht bemerkt. Und dann kommt so eine Empfehlung, ja, du hast Cyanus, dann mach, gib Phytoplankton dazu. Ja, genau. Obwohl bei das eigentlich unmittelbar überhaupt nichts miteinander zu tun hat. Bei dem einen funktioniert es und bei dem anderen funktioniert es nicht. Da habe ich schon zigmal gehabt. Ich habe damals ja auch, ich sage es mal, mit Phytoplankton gearbeitet, habe mir das selber gezüchtet, weil es halt einfach das ist. Konnte selbst ich. Und es hat dann im Endeffekt, hat es dann meiner Meinung nach funktioniert. Ja, andere haben gesagt, ja, okay, probiere ich auch mal. Haben sich bei mir einen Stamm abgeholt, haben angefangen zu züchten, haben es eingesetzt im gleichen Mengenverhältnis. Nada. Ja, und das ist genau das, was du sagst. Da kommen noch zig andere Faktoren im Endeffekt hinzu, die dann mit im Boot drin hocken und dann damit reinspielen. Man kann es nicht pauschalisieren. Ich habe aber noch eine Frage jetzt zu dem Phytoplankton. Würdest du denn grundsätzlich sagen, ich brauche kein Phytoplankton zugeben? Oder würdest du sagen, ja, pass auf, in moderatem Maße ab und zu mal eine Phytoplankton-Zugabe von verschiedenen Stämmen, unter anderem auch diese Cyano-Alge. Kokos. Ja, genau. Würdest du sagen, das ist okay, kann man machen? Oder sagst du, ach, das macht eigentlich den Braten nicht fett? Unterstützt die Biologie und auch den Nährstoffhaushalt und allgemein. Weil es haben ja auch viele Kleintiere, die haben ja auch einen Nutzen von Phytoplankton, ne? Ich fange jetzt an. Also, ja, da, wo du gerne möchtest. Ich fange noch mal so an, wie ich es eben schon gemacht habe. Buche einen Tauchurlaub, irgendwie, weiß ich nicht, Malediven, hüpfen ins Wasser, kommen 30 Meter gucken. Da ist kein Phytoplankton. Da ist vielleicht Phytoplankton, dann geht es aber darum, die Nadel im Heuhaufen zu suchen. Dann kannst du dich auch aufregen, wenn du irgendwie 0,0003 Mikrogramm pro Liter Kupfer, was du nicht messen kannst, das ist viel zu wenig. Ja, ja, also Kupfer ist da, ist aber so, so niedrig. Ja, da schwimmen bestimmt 3 Phytoplankton-Algen rum, aber die sehen wir nicht. Wenn wir 30 Meter gucken können, dann haben wir eine geringe Keimzahl und wir haben auch, wie gesagt, kein Phytoplankton. Phytoplankton ist Nordsee, da haben wir Phytoplankton. Weil das siehst du auch, da gehst du hin und hast entweder braunes Wasser, das sind Kieselalgen, oder grünes, dann sind das irgendwelche Mikrogrünalgen. So, also das kommt noch aus diesem, steht auch in so einem Biobuch, in diesem schönen Nahrungskette-Ding, irgendwie aus der, weiß ich nicht, zuerst kommt eine Grünalgenblüte, das fressen die Copepoden auf, dann kommt die Heringslarve, frisst die Copepoden und am Ende kommt der, weiß ich nicht, Hai und frisst oder der Wal und frisst die Dings. Diese Linearität, das trifft auf die Nordsee zu, nicht aufs Korallenriff. So, jetzt, das nur mal vorweg, dass man das so behält, weil viele Leute sagen, ich kipp mal was ins Wasser, so, und dann guck mal durchs Becken. Du siehst mal, ich sage jetzt mal, ihr habt ein 1000-Liter-Becken, vielleicht noch idealerweise Raumteiler, wo du wirklich von der Stirnseite durchgucken kannst, auch ohne von der Zugabe von irgendwas, guckt mal, ob ihr nicht nach 1,5-2 Meter, die ihr dann durchschaut, schon so, ne, stellt euch, also Betrübung, ja. Extrapoliert das mal auf 5 oder 10 Meter, dann hüpfst du nämlich im Tauchurlaub ins Wasser und sagst so, ey, sorry, was ist denn hier los? Hier ist ja nur trüb. Unsere Becken sind an sich schon sehr, sehr belastet. Mit sowohl Keim, also zum Beispiel mit Bakterien, unsere Keimzahl ist relativ hoch manchmal, aber da ist sowieso schon recht viel Phytoplankton auch schon drin. Aber wenn du dann noch 100 Milliliter von so einem Phytoplankton-Konzentrat reinkippst, sorry, dann siehst du keine 50 Zentimeter mehr. Und das hat nichts mit Korallenriff zu tun. Das Korallenriff ist kein Überschusssystem. Wenn Leute experimentieren wollen und sagen, ich dosiere jetzt wirklich eine kleine Menge, so dass das Wasser nicht sichtlich trüb wird, und ich experimentiere mal ein bisschen mit rum, ja, kann man machen, will ich das jemandem irgendwie verbieten oder abraten. Wichtig ist mir immer bei der Sache nur, dass das kontrolliert passiert. Und ob das jetzt Bakterien oder Phytoplankton sind, die meisten Leute, und deswegen habe ich das Problem damit, viel hilft viel und ich kipp da mal rein. So, ich mach Leute, wenn du 3, 4, 5 Tropfen von so einem Konzentrat reingibst, dann hast du Phytoplankton im Wasser. Und das kriegen Korallenrifforganismen noch hin. Ich nehme jetzt mal zum Beispiel einen Schwamm. Mhm. Wenn du einen tropischen Schwamm nimmst, der filtriert, und du gibst kleine Mengen dazu, dann kann er sich alles schön konstant klein reinziehen. Dann hat er dauerhaft was zu fressen. Was bei uns passieren würde, der hat irgendwie einen halben Tag nichts zu essen oder vielleicht eine Woche nichts. Dann kippst du dann so viel Phytoplankton rein, dass er verstopft. Und wenn du Pech hast, krepiert er dir davon. So, wir haben dieses Feingefühl nicht ganz oft, wie man solche Produkte richtig dosiert. So, und dann sagen Leute, ich gebe jetzt irgendwie hier 1-2 Milliliter dazu, aber ich sehe nichts. So, das heißt, du willst ja dieses visuelle Erlebnis ja auch haben. Du hast diese Flasche gekauft, also will ich auch sehen, wie sie im Wasser ist und will gucken, was passiert. So, und das sind die meisten, da kommen wahnsinnig vielen Fehlanwendungen her, die ich immer kritisiere.
wo der Handel vielleicht auch nicht unbedingt drauf achtet oder da unbedingt gut berät, wo ich denke, lass es lieber weg, dann überdosierst du es auch nicht. Weil, das sage ich, hatte ich ja eben gesagt, alle diese Produkte sind industriell irgendwo, man kann die auch zu Hause züchten, aber sind in einer bestimmten Umgebung außerhalb des Beckens, in einer bestimmten Kulturumgebung gezogen. Das hat nichts mit den Umgebungen zu tun, die wir im Aquarium haben. Das heißt, ob das jetzt Nanochloropsis ist, Tetrasalmus oder Synechococcus an verschiedenen Phytoplanktonarten oder auch beim Bakterien, das ist nicht mehr die Umgebung, in denen sie gewachsen sind, sondern die sind viel, viel schlechter. Mhm. Dazu kommt eben noch ein Filter dazu, ein Abschirmer dazu, alles Mögliche, was dahin geht, auch noch Ozon. UV dazu. Die werden alle sterben. Zum Großteil zumindest, weil wir wollen am nächsten Tag ja auch wieder klares Wasser haben. So im Idealfall werden sie abgeschäumt oder vom Filter irgendwie erfasst. Dann hast du was ins Becken gekippt, bist froh, wenn es wieder raus bist. Und wenn es wirklich raus ist, hast du kein Problem. Bleibt es aber im Becken, baust du dir sukzessive nach und nach schön Mulm und Detritus auf. Und wenn du dann noch ungünstig dicht gestaltet hast, kriegst du das auch nicht mehr weg. Und irgendwann schießt der Nitrat und Phosphat hoch, weil dir das dann... Das sind Mikroalgen, aber es sind Millionen und Milliarden von Mikroalgen oder von Bakterien. Kleinvieh macht insofern dann Mist, wenn die Masse passt. Und das ist das, was wir dosieren. Also wir geben nicht kleine Mengen dazu und gucken, wie das Becken reagiert, um vielleicht auch festzustellen, dass einige Organismen davon profitieren können. Wir überladen die aber meistens und damit auch das gesamte Becken. So. Da hätte ich aber jetzt mal noch eine Zwischenfrage. Das hat jetzt nicht mit dem Phytoplankton direkt zu tun, weil du das vorhin so angesprochen hast. Man will ja sehen, ich habe was reingekippt, ich will was sehen. Wie siehst du Zugaben ab und zu oder regelmäßig von Zeolithpulver? Wie siehst du das? Da gibt es ja auch das ein oder andere Produkt am Markt. Du kennst das auch ganz normal bei eBay kaufen, gemahlenes Pulver. Zeolithpulver. Ja, aber ist ja mal eine Frage. Ne? Man sagt ja entgiftend, reinigend. Man hat ja auch danach oft klares Wasser. Einen Löffel, das hilft dann auch. Wisst ihr, was der, also wir benutzen den Cleanup-Thiolit in der Meerwasserkirche. Wisst ihr, was der macht? Was bindet der denn? Das heißt, der Zeolith. Deswegen sage ich, die meisten sagen immer, das Zeolith ist so alt. Wir wissen es nicht, deshalb fragen wir dich, du hast da Ahnung von. Okay. Du sollst die Frage beantworten. Also, der Cleanup-Thiolit, den wir benutzen in der Meerwasser-Aquaristik, bindet sehr gut Ammonium. Also diese reduzierte Nitrat nicht, aber diese reduzierte Stickstoffverbindung Ammonium. Daher kommt das ursprünglich, dass man sagt, man kann damit den Stickstoffgehalt runterbringen. Oder man dosiert das zum Beispiel gerne beim Beckenumzug. Wenn man von jetzt auf gleich den hohen Fischbesatz reinbringen muss, dann macht das durchaus Sinn. Aber es gibt ja viele Leute, die sagen so, ja, das kann ja nicht schaden, mach mal, ne? Das macht dein Wasser schön klar. Das tut es auch, es ist gut abschäumbar. Aber es reduziert ja den Ammoniumgehalt. Und in der Stickstoffmangelsituation, oder du bist kurz davor, bringst du dir dein Becken um. So, jemand hat irgendein Problem, hat schon Cyanus, Reinwasserform. Ich komme auf dieses Beispiel ständig, weil es so simpel nachzuvollziehen ist, weil es ständig auch vorkommt. Jemand hat Cyanus, ist nah an der Stickstoffmangelsituation, Becken steht vielleicht insgesamt nicht gut aufgrund dieser Sache, Korallen wachsen nicht so gut. Und dann, sorry, wenn ich es jetzt so sage, irgendein dusseliger Händler drückt dir eine Flasche, ich sage den Namen jetzt nicht, in die Hand und sagt, hier, ne, gib mal was zu. Und damit bringst du dein Becken um. Der Stickstoff, der eh schon kaum im Wasser ist, der deine Cyanobakterienproblematik verursacht hat, wird noch weiter runtergezogen, weil das Ammonium vom Cleanup-Thiolit gebunden wird. Ja, im schlechtesten Falle fliegt dir die Kiste dann völlig um die Ohren. Es ist das gleiche wie mit dem Wasserwechsel. Das sind alles Dinge, die haben eine Funktion und haben einen Nutzen. Und du musst den Nutzen kennen und du musst wissen, wie das Produkt funktioniert. Das müsste das eigentlich... Aber bei dem Cyanid ist ja die Gefahr. Bei dem Zeolith ist ja auch noch die Gefahr, viele, die setzen ja, pass auf, der eine macht ja ein Zeolith-System. Da kann ich ja auch mal ab und zu Zeolithpulver dann mal zugeben. Ich glaube, da verwechseln auch viele was. Das eine ist ein ganz bestimmtes System, was ich fahre, wo ich dann auch dementsprechend noch wieder Nährstoffe ergänzen muss, weil ich ja eben einen Großteil raushole, wie du gerade gesagt hast. Das ist ja auch die Basis von einem Zeolith-System. Eben halt, dass ich diese Ansammlung von den Nährstoffen vielleicht nicht habe, dass ich dann künstlich das runterziehe, dass ich die Farben eben halt besser rauskriege bei den Korallen. Aber ich gebe ja auch Nährstoffe zu. Ich muss ja, ich fahre ja ein ganzes System. Viele sagen, das ist ja so ähnlich. Ja? So, und da sehe ich, glaube ich, auch die Gefahr drin, dass sie das dann verwechseln. Ja, es geht in die gleiche Richtung. Ne? Es wird ein Produkt, was man verkaufen kann, in den Handel gebracht und das wird einfach ohne weitere Infos dazu verkauft. Also von mir ist gerne als Problemlöser, aber es hat möglicherweise Nachteile. So, und das Becken irgendwie mit Phytoplankton irgendwie voll zu pumpen. Du musst die Frage stellen, was soll dieses Produkt bei mir machen? Ich gehe einfach ins Wasser,
Wasser kippen, ohne dass ich weiß, was es tut. Warum soll ich das tun? Das ist die Hauptproblematik. Ja, das ist tatsächlich die Hauptproblematik, die wir heutzutage generell bei vielen Produkten haben. Ja, du gehst hast du eine hohe... Ja. Entschuldigung. Nee, sag du, ich rede ja eh die ganze Zeit. Das ist die Problematik, die wir am Markt sowieso haben. Ja? Viele sagen, oh, musst du das nehmen, das funktioniert. Aber tatsächlich zu wissen, was ist in dem Produkt drin, was verursacht es, was will ich damit bewirken, wie jetzt zum Beispiel beim Zeolith, dass ich dann hingehe und tatsächlich Ammonium aus dem Wasser rausziehe, zu einem Großteil, meine Stickstoffsituation verändere. Das ist ja ein Teil davon. Andere sagen, ja, pack mal ein bisschen Zeolith rein, dann kriegst du wieder kristallklares Wasser. Ja, klar, weil es auch noch dementsprechend dem da hinten rum noch was rauszieht. Aber ja, das Ganze, diese Informationswüste, sage ich es mal, die wir haben bei den Produkten, das ist der ganz, ganz große, die ganz, ganz große Problematik, die generell herrscht. Der wir auch relativ schlecht Herr werden, weil der Hersteller nicht immer sagt, was ist drin, und was bewirkt es? Um jetzt mal das Ganze doof auszudrücken. Beim Zeolith-System, da bin ich ganz kurz, aber bei einem Zeolith-System, da gibt es ja verschiedene Systeme, ich will keins favorisieren, da ist ja schon ganz klar, da wird ja schon ganz klar gesagt, was ich damit bezwecken will, was ich da machen will. Also da fahre ich ein komplettes System, ich muss ja auch ergänzend dementsprechend auch noch Sachen zugeben. Ich mache ja nicht nur einen Zeolith-Filter rein, ich gebe ja auch noch Sachen wieder dazu, weil das Zeolith ja mir das auch entzieht. Das dann kommt hinzu, ich muss es auch regelmäßig reinigen. Am besten nimmt man einen Zeolithfilter, der automatisiert ist, der eine Spülung drin hat und so weiter, dass ich da nicht verstopfe, die Poren und so weiter. Aber das verwechseln ja auch, glaube ich, viele. Die können das, glaube ich, nicht so auseinanderhalten. Ich glaube, ein Zeolith-System ist wieder eine ganz andere Kiste, als wenn ich mal sage, ich mache mal so ein bisschen Zeolith rein als Pulverform oder irgendwo in den Filter. Ja, aber letzten Endes weiß ich ja gar nicht, was ich damit will. Ich kriege zwar ein bisschen schöneres, klares Wasser. Über einen Zeitraum funktioniert das dann oft auch noch, aber dann kommen die Probleme wieder irgendwann, ne? Oder wie also siehst du das? Wenn du ein kommerzielles System fährst, das ist immer die Frage, was meinen wir eigentlich jetzt mit System? Ne? Also Versorgungssystem kann ja einfach nur eine Nährstoffversorgung sein. Es gibt aber ja auch Systeme, die tatsächlich auch Aquariumbedingungen vorschreiben. Ich dachte jetzt mal zum Beispiel Triton, die sagen irgendwie, das und das Rückflussvolumen, du brauchst ein Refugium, du brauchst dies und jenes. Genau. Ist auch egal. Das meine ich mit, es gibt halt kleine Systeme, es gibt diese mega großen Systeme, die dir, wie gesagt, mal vorschreiben, was du zu machen hast. Zum Beispiel Zeolith hatte auch, glaube ich, immer Grundvoraussetzung war Lebendgestein. Also ich will jetzt nicht komplett Falsches sagen, ob es immer noch so ist, aber früher war das eine Aussage, die auch überall stand. Keramik geht nicht oder was auch immer, Lebendgestein. So, wie gesagt, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn du abseits von einem System bist und du siehst hier was dazu und da was, sorry, dann ist der Hersteller raus. Wenn das bei mir passiert, kann ich das nicht sagen, weil ich weiß nicht, was da drin ist in einem anderen Produkt, wie hoch es konzentriert ist, ob sich Dinge überlagern, ne, oder ob sich Wechselwirkungen ergeben, die ungünstig sind. Das ist ein Risiko, was jeder für sich eingeht, was vielen aber nicht bewusst ist. Ich habe mir, genauso wie Claude oder wie Olli Pritzel oder wer auch immer auf dem Markt ist, wir haben uns echt Gedanken gemacht und wir rechnen nach. Wir berechnen Rezepturen. Wir testen sie natürlich auch und haben da natürlich unsere experimentellen Erfahrungen und Werte. Aber letzten Endes sind das exakt berechnete Rezepturen. Und wenn man jemand hingeht und sagt so, ach, ich hau jetzt mal hier noch was rein und da noch was rein und ich bekomme das dann mit und soll das beraten, dann sage ich, sorry, was soll ich denn jetzt beraten? Du bist da, das ist, als würdest du ein Auto tunen und fährst damit zum Original, ich sage jetzt mal zum Original BMW und sagst so, ey, die Karre läuft nicht. Dann sagt der Digga, hast du da rumgefummelt. Haben wir den Pullen Ausbruch geholt und den Spoiler und dann den Filter. Das ist auch das, was wir bisher immer in jedem Live beziehungsweise auch in jedem Stream gepredigt haben, wenn ich ein System fahre von einem Hersteller, ob das Sangoka ist, dann sollte ich auch auf dieses Pferd setzen und dabei bleiben. Ja. Dann benutze ich die Produkte, dann benutze ich meinetwegen die Messtechnik von denen und. So wie ich jetzt auf ATI setze, machen andere das mit deinem System und. Und dann sollte man auch wirklich dabei bleiben und dann lassen sich Fehler auch besser rauseruieren. Da kam aber gerade nochmal ein Einwurf von Manfred Schnur und zwar ging es sich... Könnt ihr was zu den grünen Cyanus sagen? Durch was entstehen sie und wie bekommt man sie wieder weg? Ist ja jetzt ein Bakterienstamm, der nicht ganz so schlimm ist, weil er halt nicht alles direkt komplett überwuchert, sondern drumherum wächst. So habe ich zumindest die Erfahrung gemacht. Aber sind auch nicht gerade die hübschesten.
Also, warum sie entstehen, weiß ich nicht. Das ist eine religiöse Frage. Die sind da, weil sie da sind. Ja. So, also das ist der Punkt. Also wir gehen, das ist sowas. Sorry, Manfred, also nichts, das ist jetzt, ich will das so sachlich darstellen. Wir gehen manchmal davon aus, dass Cyanus zum Beispiel dann im Becken sind, weil, wie soll ich sagen, weil irgendwie eine Ursache, es muss immer eine Ursache haben. Manchmal brauchst du die nicht. Manchmal ist ein Cyanobakterium als ganz normaler Bestandteil auch da. Das heißt jetzt, die Verallgemeinerung gibt es ja auch, dass viele Leute sagen, Cyanobakterien sind Anzeiger von irgendeinem biologischen Ungleichgewichte, sonst was. Das ist völliger Schwachsinn. Sorry, die sind halt einfach da und an irgendeiner Stelle gefällt es denen und dann wachsen sie halt. Natürlich, also sie sind Bestandteil des natürlichen Rests. Die Grünen sind ein bisschen fies, insofern, die sind weniger aggressiv oder invasiv, aber sie sind nicht so leicht wegzubekommen. Manchmal sind die so ein bisschen, gebe ich dem Manfred recht, insofern, wenn er das als Frage vielleicht im Hintergrund oder im Hinterkopf hat, manchmal kriegt man die echt ein bisschen schlechter weg. Die wachsen oft, da gibt es Zusammenhänge, die mal irgendwer dargestellt hat, zwischen Depots und auch wieder zum Beispiel Spurenmetalldefiziten im Wasser, die dann als Ablagerung in irgendeinem Sediment sind. Ganz oft wachsen die zum Beispiel auf dem Bodengrund, können natürlich auch auf Steinen wachsen, manchmal auch an einer blanken Glasscheibe. Aber da kann es sein, dass es irgendwelche Mangelsituationen oder Defizitsituationen im Wasser sind. Das gilt übrigens für die Roten auch. Und die rekrutieren Nährstoffe oder auch Spurenstoffe eben aus dem Sediment. Was man dann machen kann, ist, man kann ständig wegsaugen. Was oft getan wird. Das verbessert aber die Situation im Wasser nicht. Und dann kommen sie meistens auch relativ schnell wieder. Also man muss hier schon ein bisschen dann vielleicht mit dem Spurenmetallgehalt ein bisschen rumprobieren, vielleicht auch den Nährstoffgehalt. Habe ich vorhin gesagt, jedes Becken hat sein eigenes Niveau, ja. Aber man kann anfangen, mit dem Abschäumen ein bisschen zu variieren, ein bisschen feuchter oder ein bisschen trockener, je nachdem aber, wie der Nährstoffgehalt aussieht. Ne? Manchmal hat man durchaus guten Erfolg bei grünen Cyanus, wenn du einfach dein Nährstofflevel, also Stickstoff bzw. Phosphat, einfach hoch setzt. Zum Beispiel durch eine größere Fütterung mehr Fische. Diese Kombination, also nicht, wie gesagt, stumpf Frischfutter ins Becken hauen, sondern die Kombination, das ist auch verwertet, Fischbesatz genau. Hoch, genau, Abschäumen ein bisschen runterfahren. Manchmal sind die temperatursensitiv, manchmal hilft es, um das Wasser manchmal um 2, 3, 4 Grad zu erwärmen. Wir haben das Beispiel oft, es kann auch übrigens andersrum sein, manche Leute kriegen im Sommer Cyanus, manche, wenn der Sommer kommt, gehen sie weg. Also es kann, aber Modulation an solchen Werten, an Umgebungsbedingungen können da immer ganz gut helfen. Ich habe zum Beispiel 23, 24 Grad und gehe mal auf 27, 26 Maximum. Mehr halt wirklich nicht, weil das hört natürlich dann auch wieder die Nährstoffumsatzrate hoch. Und, ne, aber man muss das vorsichtig machen. Aber man kann bei solchen hartnäckigen Cyanus durchaus auch ein bisschen was erreichen, wenn man Umgebungsparameter verändert. Aber die Grünen sind ja manchmal ein bisschen ätzend. Ja, gebe ich Ihnen recht. Ja, aber auch ich habe komischerweise die Erfahrung auch schon mit Grünen gehabt und das ist jetzt auch schon wieder so eine Sache, die hat jetzt bei mir funktioniert und wahrscheinlich bei anderen nicht, hat aber mehrfach komischerweise bei mir funktioniert. Jetzt ohne Werbung zu machen, ich habe einen bestimmten Absorber eingesetzt, Phosphatabsorber. Ich komme jetzt nicht auf den Namen, liegt mir auf der Zunge. Nee, Diakat B plus? Diakat B, nee, nicht plus. Das alte Diakat B, weil, warum auch immer. Ah. Das habe ich eingesetzt. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass ich die entsprechende Menge an Phosphat habe. Aber das Zeug habe ich eingesetzt und das haben auch mehrere Leute bei mir in der Umgebung probiert. Und das habe ich auch öfters gemacht. Gehört, ja. Das hat funktioniert. Das ist, komischerweise aber nur mit dem Diakat B. Ja, weil du hast bei solchen absorptiven Filtermedien auch unterschiedliche Adsorptionen. Ne? Die meisten eisenbasierten Absorber ziehen Organik ziemlich gut raus. Ja. Auch zum Beispiel Gelbstoffe oder sowas. Und es kann durchaus sein, dass da irgendwas dabei ist, was gebunden wird. Also das kannst du nicht ausschließen. Ja, das ist aber um die Frage, wie kann ich das empirisch irgendwie ermitteln über die Zeiten. Das andere ist da die Frage, das hast du aber ja gemacht. Wie kommuniziere ich diesen Einsatz? Hast du wirklich genug Phosphat? Beziehungsweise denk dran, das ist ein Adsorber, der dir Phosphat hat. Ja, genau. Ne? Also du hast dann vielleicht keine Cyanus mehr, du hast dann vielleicht kein Becken. Das stehen aber. Ja, das Becken hat auch keine Cyanus mehr, stimmt. Ja, aber das ist eben die Problematik, die dann im Endeffekt ist. Ich kann es nicht erklären, ich weiß nur, dass es damals funktioniert hat. Aber das habe ich auch schon öfters gehört, dass Leute das so kommuniziert haben. Aber das hat tatsächlich genau nur bei dem Einsatz...
Das hat tatsächlich nur mit diesem DRKB funktioniert. Und da haben die gesagt, ja, nehmen wir doch einen anderen auf eisenbasierten Absorber. Ja, ja, probier's doch. Ja, er hat keinen Erfolg gehabt. Hat dann anschließend das DRKB genommen. Zwei Wochen. Also es waren die ominösen 2 Wochen wieder. Das sind ja auch schon wieder so dieser Zeitraum, der auch von, ich sag mal, anderen Produkten programmiert wird, sage ich jetzt mal. So dauert 2 Wochen, wenn du Phytoplankton einsetzt, dauert 2 Wochen, oder wenn du das Produkt einsetzt, dauert 2 Wochen. Aber das ist, ja, wie du schon sagtest, der hat wahrscheinlich irgendwas drin, was er rauszieht, was dann dementsprechend dem Bakterium dann fehlt. Aber das hat komischerweise funktioniert. Aber das gibt's ja nicht mehr, oder? Ist schwierig dran zu kommen. Das war ja von Peter, gell, was? Ja, ja, genau. Genau, ja, ja, leider Gottes schlimm krank geworden. Hier und da findet man es noch in den Online-Shops, aber das sind, glaube ich, dann leider Gottes nur Restbestände. Ich habe auch noch einen schönen großen Sack im Keller liegen, den ich mir in Ehren halte, weil haben ist besser wie brauchen. Auf jeden Fall, immer. So, ich denke mal, wir haben... Ja, also wie gesagt, das sind... Ja. Bitte? Sebastian schreibt, der Card finde ich nicht so pralle. Ja. Ich meine, wenn du, es ist, bei dem einen funktioniert, bei dem anderen nicht. Der dritte passt eben mit Phosphat nicht auf und haut sich das Becken um und sagt, du verflixt und na, was habe ich nur getan? Das geht mit allen Sachen, die wir jetzt besprochen haben, ob das Cyanus und Phytoplankton ist oder Bakterien ist. Es geht immer darum, wie setzt du es ein, mit welchem Ziel und wie dosierst du es exakt, dass du einen möglichen positiven Nutzen rausziehen kannst. Aber das, wie gesagt, nicht übertreibst. Und 99% aller Leute übertreiben es mit allem Möglichen. Gerade bei zum Beispiel Phytoplankton oder Bakterien. Ja. Und das ist einfach zu viel. Das Korallenriff ist ein vom Ökosystem, das ist extrem vernetzt. Deswegen gibt es da auch so viele verschiedene Organismen, weil die alle ihre kleinen Nischen haben. Und die tauschen sich, sage ich jetzt mal, ihre 1,50 Euro gegeneinander sozusagen aus. So, die Nordsee ist so ein Überschusssystem. Da haut einer richtig Kohle rein und dann... Das sind zwei komplett verschiedene Ökosystemstrukturen, was die Nährstoffbilanzen angeht. Und wenn wir es in der Meerwasserakquaristik eben mit bestimmten Dingen übertreiben, dann verzeihen uns das ganz viele Organismen nicht. Wie gesagt, es gibt unkomplizierte Schwämme, aber manche Schwämme verstopfen sofort, weil haben wir früher relativ viel gemacht, zum Beispiel Claude und ich auch, oder Claude vor allem, mit verschiedenen auch gefriergetrockneten Algensachen, Mikroalgen als Zufutter. Ne? Ganz ehrlich, damals gab es unzählige Schwämme, gerade die halt, ne, die man importiert hat mit die roten karibischen sowas, die da extrem mies drauf reagiert haben, einfach weil es viel zu groß war. Das hat die einfach verstopft. Die fressen Bakterien, Bakterioplankton. Und das sind aber keine Nitrifizierer oder sowas, was wir kaufen können. Bakterioplankton ist was anderes. Kommt manchmal vor, das kannst du nicht mehr durchs Becken gucken. Das wollte ich vorher noch... Da wollte ich vorhin eigentlich noch drauf mal einen Einwand bringen, weil du sagst, es ja Bakterien und so weiter Zugaben. Ja klar, wir haben jetzt über die nitrifizierenden Bakterien gesprochen, aber zum Beispiel auch die Acoporas oder SBS ernähren sich ja auch von Bakterienplankton. Tun sie? So, hab ich das mal gehört? Ja, Papier ist geduldig. Danke. Sehr gut. Also, wir haben dann noch einen kleinen... Also ich weiß das nicht. Wir haben da gerade noch eine kleine Einwurf hier vom Martin Ott. Der hat da noch mal eine Frage zu dem Thema Dinos. Dinos sind farblich rostbraun. Indikator für Eisenphosphatausfällungen im Boden? Fragezeichen. Nee. Den Zusammenhang verstehe ich nicht wegen der Farbe. Eisen ja, und rostbraun wahrscheinlich. Die photosynthetische Pigmentgarnitur bei Dinoflagellaten, wie auch bei anderen Heterokonten, also Heterokonten ist so eine Großgruppe, Kieselalgen gehören dazu beispielsweise auch, die ist so mit Chlorophyllen und verschiedenen Carotinoiden und Pyridinin, das ist diese braune Farbe. Deswegen sind unsere Korallen braun. Also die Farbe kommt nicht, weil die irgendwie Eisenphosphat, also nee, das, also die sehen halt so aus, weil ihre Pigmentgarnitur uns das so optisch wahrnehmen lässt. So wie eine Pflanze, wo da viele Pflanzen grün sind, sind Dinos eben braun von ihren Photosynthese-Pigmenten. Das hat mit Eisenphosphatausfällen. Das ist grundsätzlich. Es hat ja auch im Endeffekt, wenn jetzt meinetwegen die Korallen Zooxanthellen ausstoßen, dann sieht man ja auch, es sind braune Fäden. Das hat ja nichts mit dem Bodengrund an sich zu tun erstmal. Weil die kommen ja erstmal direkt aus den Korallen heraus. Genau. Die sich braun halt. Ich würde sagen, wir schwenken zum nächsten großen Thema um, wo man sich wahrscheinlich stundenlang Licht drüber unterhalten kann. Markus, bitte schön. Wir reden schon 2,5 Stunden. Ja, wir haben... Ne? Es sind aber immer noch über 108 Leute dabei, 111 sehe ich gerade, die immer noch interessiert zuhören. Also wir können noch gerne weitermachen.
Ja, machen wir es. Ja, dann machen wir mit dem Licht weiter, ne? Bitte. Also wir machen das noch, weil dann ist wieder eine Dreiviertelstunde rum. Dann, ich höre, der grinst sich ein hier. Ach komm, ich stelle dir mal die Frage. Der M.V. Ab wann generiert eine LED Strahlungsstress? Ab wann ist sie zu schwach eingestellt? Und was sind überhaupt vernünftige Einstellungen? Damit kämpfen auch viele. Immer weiter so. Grüße, Max. Weniger Anzeigen. Hm? Okay, so. Hast du vergessen, wegzukopieren? Sorry. Weniger Anzeigen. Was ist denn jetzt? Okay, der heißt Max weniger, nicht weniger Anzeigen. Ja, boah, MV. Ja, krasse Frage. Es sind ja auch drei Fragen. Ja. Leg los. Ich muss gerade einen Anfang finden. Also, wir haben das Strahlungsstressthema ist mit LEDs ein bisschen schlimmer geworden, vielleicht hatten wir aber seit T5. Also mit HQI, T8 früher vielleicht auch, aber hauptsächlich kam diese Strahlungsstressgeschichte mit viel T5. Und LEDs hatten dann, das waren so die ersten Probleme, hier läuft meine Katze gerade rum, hatten wir dann so das Problem mit den Linsen vor allem, mit den Abstrahlwinkeln und der Lichtverteilung, dass wir tatsächlich manchmal auf wirklich einen Quadratmillimeter oder vielleicht noch kleiner so eine punktuelle Intensität an den Korallen hatten, dass die schlichtweg gleich verballert hat. Ne? So fing das Thema ursprünglich mal an. Und das ist immer noch nicht so ganz weg. Jetzt sind wir aber mit mittlerweile auf einem technischen Stand, wo wir eigentlich die LED-Strahlung schon ganz gut verteilt hinbekommen, insbesondere eben mit flächigen. Aber selbst bei Strahlern ist das besser geworden. Aber ab wann generiert sie Strahlungsstress? Naja, wie bei jeder Lampe, dann, wenn sie einfach zu stark emittiert. Das können wir einerseits messen über einen Quantummeter. Was wir allerdings schlecht messen können, ist, wie gebündelt das Licht ist und wie es auf bestimmte Stellen bei der Koralle trifft. So, und da sind alle LED-Lampen unterschiedlich. Deswegen, die Frage kann man so eigentlich echt schlecht beantworten, weil abgesehen von der reinen Intensitätssache geht es immer darum, wie ist das Licht überhaupt, wie wirkt es, wie ist das verteilt im Raum, wie wirkt das auf die Koralle und wie trifft es rauf. Also man kann mit einer Lampe, die extrem kantig, sage ich jetzt mal, ist, möglicherweise punktuell an der Koralle schon schneller bei der niedrigen Gesamtintensität hervorrufen als bei einer sehr diffusen Lampe, bei zum Beispiel so einem T5-Himmel, wo wir aber vielleicht 100 oder 200 Mikromol-Photonen mehr haben, also wo wir eine höhere Intensität haben. Aber diese Wirkung alleine über die Art der Strahlung ist halt wahnsinnig schwierig. Da können wir jetzt direkt auch noch mal kurz einhaken. Der Thomas S. hat da eine Frage gestellt, die da mit reinspielt, sage ich mal. Was haltet ihr von Paar- und Pur-Messungen? Welche wären und sind ja sinnvoll? Also, pur, ganz ehrlich, das ist so, der Olli Pritzl hatte irgendwann mal von pur angefangen und der Marius Schumann hat den Begriff auch wieder. Für mich ist das irgendwie nie ein Unterschied. Ich kannte aus der Biologie, also aus meiner Ausbildung, pur kannte ich nicht. Vielleicht eher so aus der Pflanzenzucht, also ich weiß es nicht. Paar und pur würde ich erstmal als. Also das eine ist photosynthetisch aktive Strahlung, das andere ist photosynthetisch nutzbare Strahlung. Ich glaube, der Marius ist im Artikel da minimal drauf eingegangen. Der Unterschied ist, wenn er denn überhaupt existiert, wie gesagt, für mich, ich kenne pur nicht so aus meiner Ausbildung, wäre minimal. Paarmessung, wir messen eigentlich die Photonenflussdichte. Wir Aquarianer sagen dazu Paarwert. Eigentlich ist es die Photonenflussdichte. Die zu messen macht Sinn, ja. Hatte ich eben gesagt, es ist, ich habe mittlerweile auch einen Quantummeter, man kann Lampen damit echt ganz gut einstellen. Es ist aber, wie gesagt, ein Unterschied. Zwei Lampen habe ich zum Beispiel 300 Mikromol Photon, also 300 Paar. Ich mache das in Anführungsstrichen, weil als Biologe sagt man das nicht. Also ne, das ist eher so ein aquaristischer Begriff. Das wäre ein Bereich, der geht schon Richtung Starklicht. Ab 400 Mikromol würde man wissenschaftlich zumindest von Starklicht sprechen. Ist aber ein Bereich, wo man gute Ausfärbung erzielen kann, gutes Wachstum erzielen kann. Aber ich habe zwei Lampen, habe die gleiche Intensität. Aber dadurch, dass die Einstrahlwinkel und die Lichtverteilung unterschiedlich ist, kann ich bei gleicher Intensität zwei verschiedene Wirkungen haben. Vor allem zum Beispiel farblich. Wir haben im Reefers-Podcast mit dem Tom Meyer ein bisschen darüber gequatscht. Und er hat seine Erfahrungen dazu auch mitgeteilt. Und die sind echt cool. Also das
Da geht es eben darum, dass du bestimmte Farben an bestimmten Stellen nur mit einer bestimmten Beleuchtung rauskriegst. Bei ihm ist es zum Beispiel so gewesen, dass er sagt, er arbeitet mit einem Hybridsystem, wo er die breite photosynthetische Strahlung, die auch wirklich überall im Becken ist, von allen Seiten mit den T5 generiert. Und dann mit Radeons hatte er zumindest, oder ne, also aktuell mit Radeons, kriegt er dann bestimmte Farbeffekte noch zusätzlich dazu, die nur mit T5 nicht gehen würden. Und das, wie gesagt, Licht ist halt einfach nicht Licht. Und Strahlung aus der Lampe kann so unterschiedlich sein, dass wir bei gleicher Intensität verschiedene Wirkungen haben. So, deswegen ist grundsätzlich, finde ich es aber gut. Also ich finde es schon, also Messwerte zu haben, macht immer Sinn. Ja, das ist ja das Problem, was wir, ich sage mal ganz doof, heutzutage mit unseren ganzen LEDs haben. Wir haben so viele Möglichkeiten, da haben wir die einen LED-Typen, die sagen, okay, wir sind reef-safe, die halt nur in einem gewissen Bereich zu verstellen sind. Und dann haben wir meinetwegen LEDs wie zum Beispiel eine Straton oder so, wo ich jeden einzelnen Parameter und Intensität verstellen kann. Da ist natürlich echt ein Problem heutzutage, das dann so einzustellen, dass das für unser Aquarium passt, ne? Ja, ich meine, also wir haben 30, 40 Jahre lang Erfahrung damit, Lampen eigentlich so optisch irgendwie einzustellen nach Gefühl. Mhm. Wir haben früher gesagt, irgendwie, du hast das und das Beckenmaß, da passen so und so viele T5-Röhren drüber. Dann hast du noch ein bisschen mit der Höhe variiert. Oder früher haben wir zum Beispiel beim Lampenwechsel bei der HQI nach einem Jahr, wo die HQI durch war, die Lampe einfach höher gehangen. Also das sind Dinge, die haben wir einfach so aquaristisch aus unserer praktischen Erfahrung heraus gemacht. Heute kannst du sagen, ich nehme wieder mal den HQI-Brenner. Da würde ich bei einer Messung viel schneller feststellen, dass der irgendwie nach einem halben Jahr schon massiv Verlust hat. Ja. Und würde ihn rechtzeitiger tauschen, hätte das Problem nicht. Oder ich würde sagen, okay, ich bin jetzt bei 150 Mikromol, ich will wieder auf meine 350. Also passe ich diesen Wert langsam an, justiere meine Lampe höher, kann das Ganze nachmessen. Quantummeter ist dahingehend echt wertvoll. Ist aber nicht die eierlegende Wollmilchsau, wie ich sagte, weil das betrachtet auch wiederum nicht die spektrale Zusammensetzung und die Wirkung von bestimmten Spektren auf zum Beispiel Korallen oder besser gesagt Photosynthesepigmente. Sorry, ich bin ja auch schon viel am Quatschen hier. Alles gut. Eine kurzwellige violette Strahlung oder sogar UVA hat eine viel immensere Energieeinwirkung auf ein Photosynthesepigment als zum Beispiel Rot. Am Ende des Tages wird in der Photosynthese der Energiegehalt des Sonnenlichts sowieso auf das Spektrum vom roten Licht auf 680 Nanometer sozusagen runtergebracht. Das passiert rein physikalisch. Mhm. Aber dieser Energiebetrag, der oben drüber zum Beispiel bei der UVA-Strahlung ist, der wird trotzdem absorbiert. Der wird als Wärmeenergie eigentlich transferiert. Der wird in diesen Strahlungsstress-Problemfällen aber auch auf Sauerstoff übertragen. Und dadurch kommt oxidativer Stress, der diese Strahlungsstresssituation erzeugt. Ich hoffe, ich rede nicht zu schnell. Nee, aber es ist ein Unterschied. Ich habe eine Frage jetzt ganz kurz, Jörg. Ja. Entschuldigung, ich muss dir ganz, um das zu verstehen. Wo würdest du denn den maximalen Paarwert, wenn ich jetzt gerade mal die obere Wasserlinie nehme bei Korallen, wo würdest du sagen, im Aquarium, wo sollte man, höher sollte man nicht einstellen, die LED? Was würdest du sagen? Also du würdest nicht Richtung 400 gehen, ne? Ich nehme jetzt mal Paarwert, ich bin jetzt der Bauer, ich kann das nicht so biologisch perfekt und wie das jetzt sagst. Also ich habe bei mir 500 und ich glaube, also kommt drauf an, also das ist eine Frage, was du beherrschst, aquaristisch. Das ist, also ich sage mal so, die Frage ist, wie schnell kannst du Auto fahren? Dann sagt dir der Hamilton, 370 ist kein Thema. Ich mit schwitzige Hände und jemand anders bei 190 sagt, ey Digga, ich gehe vom Gas. Also blöd, ich weiß nicht, ob das diese Beispiele so funktionieren, aber die Frage ist, was hast du für ein aquaristisches Können? Kannst du das? Kannst du dein Becken so stabil halten in allen relevanten Parametern? KH, pH-Wert, Kalkhaushalt generell. Deswegen frage ich danach. Spurenversorgung. Kannst du das? So, und das, je mehr Energie du reinpumpst ins Becken, und das, also die Beleuchtung ist so ein bisschen das Gaspedal, was wir haben. Wir kaufen gerne eine Lampe, sehen, okay, die kann 100%, also will ich 100%, weil 100% habe ich bezahlt. Gehst ja nicht zum Händler und sagt, ich möchte bitte nur 50% Lampenleistung bezahlen, dann sagt der Händler, ist nicht. Vom Gefühl, was ich damit sagen will, vom Gefühl hast du immer im Kopf, ja, 60% läuft alles, aber die kann ja noch mehr. So, dann ist immer die Frage, kannst du das aquaristisch beherrschen? Siehst du Symptome schnell genug, worauf muss ich überhaupt achten und so weiter? Du bist irgendwie, ich zitiere jetzt nochmal, ich komme auf diesen Artikel da im Korallenriff-Magazin von Marius Schumann zu sprechen. Ich finde den nicht schlecht, der ist ganz gut. Der definiert jetzt in der aktuellen Ausgabe 7, nämlich so zwei für ihn, nur zu sagen, für ihn,
gute Werte ist einmal, ich glaube, wie hat das denn genannt, paar 100 und paar 200. Paar 100 ist für die LPS-Pflege sozusagen das Minimum und für die SPS-Pflege empfiehlt er eigentlich 200 Mikromol-Photonen, also 200 Paar für eine langfristige Pflege. So, wir gehen also jetzt höher, sage ich es mal, ist alles freier Spielraum, aber es geht darum, in welchen Bereichen über dem Becken, also bezogen auf die Beckengeometrie, habe ich diese Ausleuchtung. So habe ich also einen Spot, wo ich im Prinzip nur 10 cm 100 Mikromol habe und unten drunter ist irgendwie alles weg. Oder habe ich eine Lampe, die es schafft, auf einer viel, viel größeren Fläche diese konstante Lampenleistung zu vergleichen. So, das ist so kein schlechter Ansatz. Da ist die Problematik. Genau. So, aber bei 100 Mikromol Photonen, so, ich glaube, hat doch so funktioniert, ist ein Minimum-Ding. Oder 200 Mikromol-Photonen, ganz ehrlich. Ja, dann stirbt keine Koralle, die wächst bestimmt auch, aber farblich sind wir dann abseits von einem Bereich, wo wir sagen, da will ich mal hin. So, das heißt, um Farbe zu generieren, müssten wir eigentlich schon Richtung 300 oder 400 zumindest Tage, stellenweise am Tag gehen, um diesen Trigger überhaupt zu setzen, dass die Koralle farbig wird. Und das ist alleine schon die Schwierigkeit zu entscheiden, wie viele Stunden am Tag tue ich das. Ne? Also es geht nicht Lampe an oder aus, wie wir es früher hatten, wo wir relativ wenig Optionen hatten zu dimmen. Heute können wir das. Aber es reicht, wenn du über 2, 3, 4 Stunden dieses Maximum ansetzt. Den maximalen Peak hast, ne? Ganz genau. So, und das ist eine Schwierigkeit, was viele nicht hinbekommen. Die beleuchten dann irgendwie 8, 9, 10 Stunden durch. Sorry, Photosynthese ist nach 4 oder 5 Stunden unter Starklicht komplett gesättigt. Danach geht es bei einer Koralle eigentlich nur um Stressbewältigung. Jetzt gehen viele Leute hin und sagen, ja, die Korallenpigmente entstehen ja als Stressschutzmechanismus. So, ja, aber es muss wohl dosiert sein. Das ist, wenn ich dann muss ich jetzt mal ganz kurz fragen. Dann muss ich ganz kurz, weil du das mit dem Dimmen angesprochen hast und mit dem Peak. Wenn ich jetzt eine Hybridlampe habe mit T5, dann sollte man ja in der Regel ja sagen, so, okay, wird empfohlen, die Röhre nach einer Viertelstunde, halbe Stunde maximal, dann sollten die auf die Volllast laufen. Man sagt ja nicht, man sollte Röhren auf 60% laufen lassen zum Beispiel. Das ist ein blödes Dilemma. Das ist ja genau, aber das beißt sich ja wieder mit dem, was du gerade vorhin beschrieben hast. Entschuldigung, das beißt sich ja mit dem wieder, was du gerade beschrieben hast. Wenn ich jetzt sage, so, 4, 5 Stunden, dann ist maximal ist die Photosynthese durch, dann kriegt die, mehr kann die nicht. Dann müsste ich ja rein theoretisch auch die Lampe, die T5, sag ich mal, langsam ansteigen lassen, die 4, 5 Stunden Volllast laufen lassen und dann schon wieder runtergehen. Macht ja also, normalerweise bei T5 keiner. Also entweder wir sprechen von einer Hybrid, wo ein großer Teil der Lampenfläche LED ist, die du separat wegschalten kannst. Hybrid ist das heißt, T5. Unter anderem. Der Hybrid ist T5 und LED. Du kannst auch sagen, HQI und T5 ist auch eine Hybrid. Ja, gut, okay. Ich sag mal so, also entweder du hast eine Lampe, wo eine T5 mit einer LED verbaut ist, dann hast du aber, wenn du die LED ausschaltest, da jetzt mal einen gewissen Anteil vom Becken gar nicht beleuchtet. Weißt du, was ich meine? Mhm. So, du kommst mit, ich sag mal, wenn du nehmen wir mal eine Art Hybrid, weil sie so populär ist. Ne? Viermal T5 und dann hast du diese zwei LED-Spots. So, dann hast du da einen Doppelbalken und da einen Doppelbalken. Sorry, aber damit bringst du kein Becken um. Das, also so. Und wenn du das als komplette T5-Kombination hast, dann kannst du immer noch zuerst, ne, dann kannst du 2 in der Mitte schalten, 2 außen, 2 hier. Das heißt, du fährst die Gesamtintensität darüber hoch, dass du die einfach zeitversetzt nacheinander schaltest. Also da hast du Regeloptionen. Das ist jetzt nicht das große Problem. Blöd ist es halt, wenn du dann sagst, ich möchte, dass meine T5-Röhren möglichst lange halten und ich will gar nicht dimmen. Deswegen habe ich gesagt, ein blödes Dilemma. Ja, dann halten sie halt. Ja, das meine ich ja. Dann musst du halt. Ich habe darüber übrigens aber noch nie tatsächliche faktische Werte gelesen, wie stark dieser Abbau dann wäre. Ganz ehrlich, wenn ich die meisten Leute. Da hat auch noch keiner einen Test drüber gemacht, ne? Nee. Das stimmt. Zumindest kein publizierter. Aber wenn das jetzt zum Beispiel, wir waren jetzt hier vor ein paar Tagen beim Christian, haben wir auch ein Video gemacht, wie auch immer, haben Lampenwechsel gemacht und das haben wir durchgemessen. Nachbar lädt mich gerade auf einen Drink ein. ich komme dann. Prost. Jörg, dann geh doch kurz rüber, hol den Drink, dann kommst du wieder. Dann soll er in den Chat reinkommen und dann kann er mitzugucken. wo war ich? Also da, wo wir waren, der wechselt nach einem halben Jahr. Einfach, weil er auch farblich auf einem guten, hohen Niveau immer bleiben will. So, ob ich die jetzt nach 6 Monaten oder nach 5 Monaten... Weißt du, es ist nur ein Monat. Also ich finde, man kann die schon dimmen.
Also, wisst ihr, ich mache nichts anderes. Ja. Also, ich fahre mein Becken jetzt, beziehungsweise habe auch diese Lampen jetzt schon seit 5, 6 Jahren benutze ich Hybrid und ich gehe stumpf hin und dimme. Auch zum Abend hin über einen Zeitraum von 2 bis 3 Stunden, dann dimme ich meine T5 langsam aber sicher runter und mache dann den Rest des Farbspiels, was man dann abends gucken möchte, natürlich über meine LED. Klar, logisch. Aber ich habe da jetzt nichts Nachteiliges gesehen und ihr seht selber im Hintergrund mein Becken, wie es steht. Ich kann das aber auch so, wie gesagt, da müsst ihr Olli Pretzel fragen, der weiß das bestimmt besser. Es geht vor allem um die Einbrenndauer, diese bekannten 100 Stunden am Anfang, die man auf 100% laufen lassen sollte, dass sie auf ihr Maximum kommen. Ich habe so, wie ich es verstanden habe, ist es am Ende gar nicht mal so kompliziert oder so problematisch, sondern du musst ja einmal richtig auf 100% voll eindonnern. Das ist wie gesagt, Dilemma. Entweder du hast eine separate Lampe liegen im Keller und lässt die einfach 100 Stunden auf 100% durchknallern. Ne? Also, oder du hängst die Lampe halt höher, so, dimmst halt nicht, hängst deine Lampe höher. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Aber wie gesagt, da bin ich so ein bisschen überfragt, weil wir da faktisch keine Werte zu vorlegen, wie sich das darstellen würde von der Haltbarkeit der Röhren. Bei neuen Röhren hänge ich meine Lampe dann auch mal erstmal ein Stückchen höher, ein paar Zentimeter nur, 10 Zentimeter. Und dann nach 2 Wochen, dann hänge ich die wieder runter auf das normale Maß. Dann ist das Thema durch. Ich lasse das Programm langsam mal laufen. Ich sag mal, wenn du hingehst und deine Röhren, ich sag mal, wirklich über das Maß hinaus belastet hast. Ich sag mal, ganz doof, du hast jetzt 12 Monate deine Röhren nicht getauscht. Was so das Maximum ist, was ich einhalte. Also maximal, ich sag, scheiße, jetzt muss ich aber auch langsam. Oder jetzt sollte da mal jemand aus dem Knick kommen, dass die neue LED kommt. Aber egal, anderes Thema. Dann merkt man schon, dass wenn die Röhren zu lang drin sind und du packst wirklich komplett zu viel gleichzeitig neue Röhren rein, das merkst du sofort an den Korallen. Dann ist mehr Strahlungsstress in dem Moment da, mehr Lichtintensität generell, jetzt mal doof und bauerntechnisch ausgedrückt, und dann machen die Korallen dicht und das sieht man. Und da muss man eben drauf reagieren. Man muss im Aquarium in dem Moment lesen. Ja? Darf ich mal ganz kurz auf den Chat eingehen? Mach mal. Da hatte der Twistone auch noch mal eine kurze Frage. Und zwar, ich habe 8x T5 und kann nicht dimmen. Ist es sinnvoll, die Röhrenkombi über den Tag verteilt unterschiedlich zu fahren? Und wie sollte man das zeitlich eintakten? Auf 12 Stunden verteilt? Jörg? Also 12 Stunden sind eigentlich für mich so wirklich die gesamte Leuchtungsdauer, über die man nicht rübergehen sollte. Das ist für manche Becken schon zu viel, gerade auch in der Startphase. Vielleicht gibt es manche Züchter, die machen 13, 14, von denen sage ich jetzt mal, wissen sie aber, was sie tun. Ich würde aber, das hatte ich ja eben gesagt, wenn du eben so eine Lampe hast, die jeweils immer über die Vorschaltgeräte ja doppelt geschaltet sind, dann kannst du es ja locker machen. Fängst mit 2 an, dann schaltest du nochmal 2 Röhren dazu. Wie man das nachher macht, ganz ehrlich, das ist so ein bisschen Modellbaukasten, kann jeder gerne probieren, was am besten funktioniert. Also da würde ich jetzt nicht unbedingt irgendwas vorschreiben, aber klar, ob du jetzt eine LED elektronisch hochdimmst oder gerne auch eine T5 über ein alten regelbares Vorschaltgerät oder ob du das so manuell etappenweise machst, ist halt nicht so super schön fließend, gleichmäßig, hat aber am Ende den gleichen Effekt. Ja, bei der Sunshow hat man das ja früher immer gemacht von ATI, da die Sunpower, die hat man ja auch gesagt, okay, da habe ich 2 Kabel dran, dann schalte ich erst morgens die blauen als Beispiel, dann lass die 1-2 laufen und dann kommen irgendwann die weißen dazu und dann abends wieder genauso runter. Ja, das ist wahrscheinlich auch das, was er meint. So, ich denke, wir haben auch die zweite Frage zum Thema Licht hier vom André Killion beantwortet. Vielleicht könntet ihr zweimal ein bisschen über die Lichteinstellungen bei LEDs erzählen, sprich über die Paar- und Pur-Werte, das hatten wir eben schon mal. Lichtspektrum etc. ist ein Thema, was man relativ schlecht besprechen kann, behaupte ich jetzt mal doof, weil es zu viele Unterschiede... Ja, Marc, ich kann da gleich noch was zu sagen. Also ich würde da gerne noch was zu sagen. Ja sag ruhig. Du hast ja mittlerweile auch einen guten Vergleich zwischen Hybridbeleuchtung und rein LED. Da spricht auch die Straton an. Ich habe den Vergleich, man muss allerdings auch so sehen, ich behaupte mal stock und steif, wenn ich das Projektbecken jetzt lege. Oh, der Olli Pretzel hört zu, ist ja witzig. Wo ist er denn? Ah, servus der Herr. Der Olli schreibt gerade, Dim hat technisch betrachtet heute keinen Einfluss mehr auf die Lebensdauer der Röhren. Ja, danke Olli. Servus, danke schön. Ja, nice to know.
Ja, der reine Vergleich zwischen einer Hybrid und einer Straton. Also man muss ja schon mal prinzipiell sagen, und da wird der Oliver mir auch zustimmen, eine Hybrid ist in Anführungszeichen für uns heute ja mehr oder weniger so das Nonplusultra. Wenn du sagst, du möchtest ein schönes, gutes Becken haben, dann wird mir der Martin? Ja. Auch noch zustimmen. Matthias, so. Dann hat man eigentlich mit der Hybrid eigentlich in Anführungszeichen die besten Möglichkeiten, sein Licht vernünftig einzustellen. Hat man jetzt eine reine LED-Beleuchtung, ja, wie zum Beispiel jetzt die Straton, die ich getestet habe, die funktioniert wunderbar. Aber es muss, die Korallen und die Tiere müssen sich auch eine gewisse Zeit lang erstmal eingewöhnen. So, jetzt habe ich natürlich die Kombi gehabt, ich habe neu gestartet, ich habe eine komplett andere Beleuchtung gehabt und ich habe Tiere von meinem Becken, was ich gestartet habe, also sprich, was ich schon laufen hatte, sprich aus meinem Hauptbecken, aus der Hybridbeleuchtung rübergenommen unter die rein LED-Beleuchtung. Das ist dreifach Stress hoch 10. Ja, das ist das Umstellen des Lichts, das ist das Umstellen des Beckenmilieus und dann soll das Ganze auch noch schön aussehen und wachsen. Ist eine Sache, wo man jetzt pauschal nicht sagen kann, funktioniert auf Anhieb. Ich weiß definitiv von sehr vielen aus dem Netz, die auch die Straton haben, reine LED-Beleuchtung, die haben gesagt, ich habe vorher Hybrid gehabt, habe die Straton drüber gesetzt, keine Eingewöhnungsphase, nichts, einfach 1:1 umgetauscht, Licht an, läuft. Und da sage ich wieder ganz eindeutig, ja, das ist eine Sache, da ist es wieder von Becken zu Becken unterschiedlich. Das kann man nicht pauschalisieren. Ja, also die Straton ist eine Top-Lampe, die kommt der Hybrid auch äußerst nah. Kann ihr nicht ganz das Wasser reichen, weil es ist eine reine LED und noch nicht so weit entwickelt. Aber sie ist definitiv ganz nah dran. Und die entsprechenden Einstellungen, die man mitmachen kann, ja, das ist zum Beispiel in meinen Augen eine Problematik. Man hat die Möglichkeit, bei dieser Lampe alles einzustellen. Kann man sich viel mit versauen, man kann aber auch viel Gutes damit machen, wenn man weiß, was man tut. Und da liegt halt die Problematik, rauszufinden, wie stelle ich mein Licht richtig ein, damit das funktioniert. Gerade jetzt bei den neuen LED-Technologien, wo wir so nach und nach immer mehr hingehen und auch hingedrängt werden, weil es halt auch nicht anders geht. Ja, aber da hat doch Daniel, da hat aber Jörg gerade was zu gesagt. Es hängt ja auch ein bisschen davon ab, wie du dein Licht einstellst und welche Intensität und im Allgemeinen, was du selber als Aquarianer kannst. Ja, das ist das. Bist du fähig, Vollgas zu fahren und keinen Unfall zu bauen? Wenn du das kannst, da hat er gerade ganz klipp und klar, das war da für mich, ist jetzt ein Zitat, ich bringe das mal auf den Punkt, das ist das, was die Aussage, die er gesagt hat, wenn ich in der Lage selber bin, das als Aquarianer hinzubekommen, mit Vollgas zu fahren und keinen Unfall zu bauen, dann kann ich das machen. Ansonsten können, sollte ich besser mal auf das, was ja auch bei ReefSafe immer so argumentiert wird, dann sollte ich lieber auf ReefSafe gehen und sagen, dass die Lichteinstellung auf meinen Können anpassen. Ja, wenn ich nicht in der Lage bin, konstante Werte immer zu halten, warum auch immer, das ist, manchmal geht es auch nicht aus beruflichen Gründen oder wie auch immer, ja, kann ja, muss ja nicht mal immer nur mit Können was zu tun haben, das kann ja auch die Lebensumstände sein, die man gerade hat, dann sollte man vielleicht die Lichteinstellung so wählen, dass ich einen Bereich bekomme, dass ich sage, okay, gewisse Schwankungen macht das Becken durchaus mit, weil ich hau nicht zu viel Energie rein, dann passt das, ja. Aber dann kann ich natürlich auch nicht erwarten, wie der Jörg sagt, dann habe ich die Bonbonfarm, ne? So, so habe ich das jetzt auch gerade verstanden. Ist das richtig so, Jörg? Ja, das ist durchaus richtig so. Also ich würde das jetzt so darstellen wollen, das habe ich auch schon mal getan, du musst erstmal Energie in die Korallen reinbekommen, die sie in Wachstum umsetzen können. Richtig. Also musst, ich meine das jetzt nicht im Sinne von, weil du hast gesagt, das ist vielleicht zu sehr Energie, aber du musst erstmal, die Koralle muss erstmal Kraft haben. Die muss nach dem ganzen Transportstress, ob das jetzt ein Import ist oder selbst die Umstellung von einem Becken aufs andere, die muss erstmal Energie haben. Das heißt, es macht erstmal Sinn, so zu beleuchten, dass du, ich nenne das immer ganz gerne, mit dem Photosynthese-Spektrum arbeitest. Das heißt, eins, was ziemlich gut für die Photosynthese nutzbar ist, wo aber der Stressanteil gerade in Richtung des UV-nahen violetten Bereichs zum Beispiel erstmal weg ist. Weil damit belastest du eine Koralle. Wenn du Richtung Farbe willst, brauchst du das vielleicht immer nachher, ja. Aber bring erstmal die Koralle auf den Fitnesszustand, wo sie, ich vergleiche es mal mit dem Sport, wo sie wettbewerbsfähig wird.
oder wo sie wettkampfbereit wird. Und das machen viele Leute nicht. Ne? Die haben irgendwie eine Importkoralle, die ziemlich ausgelaugt ist, wo du gerade bei Australien auch extrem siehst, wie manchmal die Zugsantellen runter sind. Und packst die dann irgendwie unter dein Hammerlicht, wo möglicherweise alles steht. Die bringst du um. Du brauchst eigentlich... Ja, darum sagt man ja auch sehr oft, gerade bei diesen Importkorallen, man soll sie erstmal unten hinstellen. Dann mache ich mir halt so einen Halter, wie das auch bei den Händlern ist. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich sage, dafür hast du eigentlich eine eigene Anlage. Also wenn du auf dem High-End-Bereich arbeitest und du willst wirklich so in diesen maximalen Farbausprägungsbereich, dann würde ich das so tun. Ja, man kann das auch natürlich im gleichen System machen, im separierten Bereich. Nenn es gerne auch Refugium, ne, oder von mir das Ablegerbecken, wo du genau das tust, ja, wo du es im gleichen Kreislauf gerne auch machst. Aber du musst die Korallen irgendwo akklimatisieren. Und die meisten Korallenprobleme in Bezug auf Licht kommt nicht unbedingt daher, dass das Licht zu stark ist, sondern dass die Koralle zu schwach ist. Das kann ein Beckenumzug, wie gesagt, sein, kann Neukauf sein. Also das hatten wir vorhin auch, ich weiß nicht, welches Beispiel das war, mit den Nährstoffen. Das ist immer die Frage, so, wer ist jetzt eigentlich schuld an der ganzen Geschichte? Ich würde nämlich auch der Lampe sagen, sorry, die kann ja erstmal nichts mehr für. Du hast einfach, deine Koralle ist einfach nicht fit. So, und das ist das, womit ich empfehle zu starten, gerade auch beim Beckenneustart. Nimm erstmal ein Photosynthesespektrum, halte dich mit dem UV-nahen violetten Bereich zurück. Geh auch mit in der Intensität nicht so hoch, fahr das langsam hoch und bring die Korallen erstmal richtig ans Wachstum. Und wenn das der Fall ist, du hast konstante Wachstumsraten, konstanten Kalkverbrauch und so weiter, Nährstoffverbrauch passt, dann gehst du in die Farbausbildung rein. Nie umgekehrt. Du kriegst keine Koralle, es sei denn, du definierst Weiß als Farbe. Das kriegt man schnell hin. Ja, Moment. Du musst Weiß jetzt unterscheiden. Weiß mit Gewebe oder Weiß ohne Gewebe? Ja, meistens ist das Gewebe dann doch schnell weg. Ja, das ist zum Beispiel weiß. Auch... das haben wir jetzt im Prinzip so nebenbei beantwortet unter dem Begriff andere Themen vom Seenhuber. Warum werden Import-Akkros nach 2 bis 3 Wochen plötzlich weiß? Trotz guter Wasserwerte und woran könnte das liegen? Haben wir im Prinzip jetzt durch. Da gibt es noch andere Gründe für, aber das wäre einer. Ja. Ich denke mal, das ist ein Hauptgrund, weil es liegt definitiv am Stress. Es liegt daran, dass die Korallen... in ein komplett anderes Milieu reinkommen und ja, du hast es eben schon sehr gut gesagt. Markus, mach mal den nächsten Punkt unter andere Themen. Dann kommen wir nämlich langsam okay, raus. Wenn das der letzte ist? Ja, vorletzte. Wir sind echt weit, ja. Ja, also 3 Stunden schon hier. Ja, okay. Zola VO oder wie heißt er? Ja, gut. Was mich persönlich interessieren würde, erstens, wo er die Zukunft der synthetischen Biologie in der Meerwasser-Aquaristik sieht. Zweitens, wie viel Automatisierung er für sinnvoll hält. Drittens, wie er die Entwicklung von Futtermitteln einschätzt, sodass auch schwierige Tiere, zum Beispiel Pygmäenseepferdchen und dessen Wirtsorgane zukünftig gut haltbar und vermehrbar werden. Meine Fresse. Also da meint er dich, Jörg. Ich hab's befürchtet. Ja. Wisst ihr, kannst du was zu sagen oder möchtest du was zu sagen? Ja, kann man schon machen. Aber ich halte mich jetzt ein bisschen. Wisst ihr, wenn ich das jetzt, ich muss das ja vermutlich erklären, was ist synthetische Biologie? Wisst ihr? Ich hab mich auch gerade gewundert. Synthetik und Biologie, das ist, da steht der Porsche. Ich auch gerade Fragezeichen bekommen. Da ist das Fahrrad. Okay, also, ja, habe ich mir schon gedacht, ganz ehrlich, das wissen die wenigsten Nicht-Biologen oder Nicht-Naturwissenschaftler wissen, was das überhaupt ist. Synthetische Biologie ist mittlerweile, ich glaube, das ist sogar ein eigener Studiengang mittlerweile. Das ist eigentlich so ein interdisziplinärer Forschungsbereich, wo es darum geht, also ich bin da auch nicht so wirklich drin. Das Prinzip ist aber, das kann ich, glaube ich, erklären, es geht darum, unter Laborbedingungen biologische Systeme zu schaffen, die es in der Natur nicht gibt, die auf bestimmte Dinge getrimmt sind, insbesondere möglicherweise auf die Produktion, Herstellung von bestimmten Stoffen, wie gesagt, innerhalb von einer definierten experimentellen Umgebung. Das kann zum Beispiel sein, ein Design von irgendeinem Enzym, das in der Lage ist, irgendeine bestimmte Situation zu katalysieren, wo am Ende ein Produkt rauskommt. Das kann Biotreibstoff sein zum Beispiel. Das können Medizinprodukte sein, das können medizinische Wirkstoffe sein.
Da geht es aber über Gentechnik hinaus und über Biologie ist auch ein Teilbereich der Chemie, aber vor allem geht es darum, das ist so da, wo es tricky wird, da geht es so ein bisschen um Design und um industrielle Strukturen und industriell, nicht industrielle, so wie sagt man so, geht so in den Ingenieursbereich irgendwie rein. Also es ist ein bisschen tricky gefahren. Es wird designed, genau. Es sind also angenommen, du hast irgendwie ein Bakterium, was du wirklich außerhalb der Natur, ansonsten hätten wir eh ein riesen ethisches Problem, was du aber so designst, dass es irgendetwas tut, wo am Ende irgendwas rauskommt, was wir gesellschaftlich zum Beispiel ganz gut benutzen können. Wie gesagt, ein Biotreibstoff beispielsweise oder gerade im medizinischen Sektor hat das irgendwo eine Anwendung. Ist ein bisschen tricky. So. Ja, ich denke mal, auch Impfstoffe betrifft das ja oft auch so, ne? Die werden ja auch letzten Endes irgendwo designed dafür, weil die da genau das machen sollen, was sie, wo sie für genutzt werden, ne? Das sprichst du so ein bisschen an, ne? Oder? Ja, nee, das ist ja auch ein Medikament. Nee, das ist, ja, aber nee, darum geht's nicht. Ne? Es ist nicht so leicht zu erklären. Weil das wäre ganz normale Gentechnik bzw. molekularbiologische Techniken, die das ist jetzt kein Hokuspokus. Also okay. Das ist jetzt, das fällt da, weiß gar nicht, ob das da reinfallen würde. Nee, es geht eher um, es ist schwierig. Müsst ihr mal googeln. Gibt es bestimmt irgendwas zu. Aber wie auch immer, es ist auf jeden Fall ein bisschen tricky und es ist irgendwas, was Anwendung finden kann, möglicherweise natürlich auch in der Meerwasserchloristik, würde ich jetzt aber nicht wissen, was. Also wie gesagt, es geht da sicherlich um irgendwelche Produkte, die man erzeugen könnte, die wir vielleicht zum Beispiel in der Futtermittelproduktion nutzen können. Aber ja, ich habe mich damit nicht wirklich viel beschäftigt tatsächlich und sehe da jetzt, also die Zukunft der Meerwasserquaristik, die kann ich sowieso nicht voraussehen. Ich weiß überhaupt nicht, was in 20 Jahren ist. Ich glaube, unsere Großeltern hätten ja noch gesagt, ja, in 30 Jahren sieht die Welt auch so aus wie bei uns. Das kann ich... Naja, das kann ja keiner sagen, was passiert. Würde nicht die Hand für ins Feuer legen, aber ist egal. Ja, ein bisschen tricky. Die Frage ist bestimmt... entsprechend jemand, der Xela, habe ich den Namen richtig? Der vielleicht sogar mehr weiß als ich, sonst würde er die Frage nicht so stellen. Mhm. Automatisierung, wie viel Automatisierung er für sinnvoll hält. Ist Automatisierung, die funktionsbezogen nachvollziehbar das tut, was sie tun soll, finde ich gut. Problematisch finde ich es, wenn es Systeme sind, also wenn es in dem Falle regulatorische Systeme sind, die man stark überwachen muss, dann finde ich, irgendwie ist der Überwachungsaspekt immer größer als der technisierte Nutzen dahinter. Das muss man so ein bisschen abschätzen, aber ich glaube, jeder würde mir zustimmen, wenn man sagt, dass man mit heute empfindlichen Dosierpumpen, also nicht empfindlich im Sinne von Qualität, sondern empfindlich, was Dosiergenauigkeit angeht, dass wir echt richtig gut arbeiten können und zum Beispiel durchaus in der Lage sind, mit minimalsten Dosen Calcium und KH über den Tag mega stabil zu halten. Ja. Das ist absolut sinnvoll. Weil der Olli vorhin auch hier drin war, das wollte Olli, der Olli Pritzel hatte das schon ewig vor, dieses KH-Dings zu machen, was andere Firmen jetzt KH-Director oder sonst wo nennen. Ja, oder weiß ich noch, das geht KH-Kinder. Auf Sindelfinger-Zeiten von vor gefühlt 10, 15 Jahren zurück. Die Idee ist schon lange da und ich glaube, dass wir da aber mittlerweile auf einem Niveau sind, wo wir sagen, das kann funktionieren. Bei Automatisierung halte ich es für schwierig, dass man, also es muss echt funktionieren. Ja, klar. Fehler, wenn dann Fehler ist, dann hast du den so schlecht auf dem Zettel, weil du verlässt dich ja drauf. Das beste ist so der Beispiel große Nachteil dabei. Das beste Beispiel hatte ich ja jetzt erst. Ich hatte jetzt in meinem letzten Reefer-Tagebuch kam es ja dazu, dass ich Probleme mit meiner Automatisierung, also sprich mit dem KH-Keeper von Refactory hatte, weil er falsche Werte angezeigt hat aufgrund von erhöhter Bakterienfilmbildung. Ja, somit ist die Sonde zugewuchert und. Die Ursache lag im Prinzip da, ich hatte erhöhte Nährstoffwerte und bin hingegangen und habe einen Booster eingesetzt. Also sprich hier von Aquamedic hier NO3-Redukt, um das entsprechende, ich sag's mal, meine Bakterien anzuregen, damit die mehr umsetzen. Hatte den Umkehrschluss, dass ich eine erhöhte Bakteriendichte hatte. Diese erhöhte Bakteriendichte hat sich bei mir in dem Glas bzw. im Messbereich des KH-Keepers niedergeschlagen und hat dort über einen Zeitraum von 5 bis 6 Tagen dazu gesorgt, dass die Messwerte aus dem Ruder gelaufen sind, halbes DKH. Aber das ist dann im Endeffekt wieder genau das, was du sagst. Wenn man irgendwas einsetzt, muss man sich auch dementsprechend darauf verlassen können. Und wenn irgendwas schiefgelaufen ist, musst du auch im Endeffekt versuchen rauszufinden, warum ist das Ganze schiefgelaufen.
Ja, das ist genau das, Ursache, Wirkung, wo geht's hin, was habe ich getan, warum ist das so? Ja, Ja, aber da, ich meine jetzt zum Daniel gerade, oft sitzt ja der Fehler vorm Becken. Und auch die Technik, die muss ich ja auch beherrschen. Also die muss ich richtig einsetzen können, wenn ich schon von vornherein, ich sage jetzt mal beim Kalibrieren schon Fehler mache, ja, oder da irgendwie einen Gedankenfehler habe und da was falsch gemacht habe. Ja, sorry, wie soll dann die Technik vernünftig arbeiten? In meinem Fall saß der Fehler ja vor dem Becken, weil ich nicht dementsprechend nachgedacht habe. Das ist genau das, was ich ja sagen will. Ne? Ich habe jetzt den KH-Keeper jetzt mal ganz außen vor gelassen und habe gesagt, okay, habe ich nicht dran gedacht. Ich wollte meine Nährstoffe runterkriegen, weil ich dementsprechend einen Peak beim Phosphat von 0,12 hatte, wo ich nicht hin wollte. Da habe ich gesagt, okay, arbeite mit auf der bakteriellen Seite mit einer stärkeren Abschäumung. Hat funktioniert. Aber dass es im Umkehrschluss dann wieder meine Mess- und Regeltechnik beeinflusst, daran habe ich in dem Moment nicht gedacht. Und das ist genau das, was wir eigentlich auch schon den halben Abend gesagt haben, ich muss aufpassen, was ich tue. Wenn ich irgendwas einsetze, das hat einen Schwanz. Ja, das ist gerade in dem Moment auf diese eine Sache, was ich jetzt natürlich dann im Endeffekt da hat einen Rattenschwanz ohne Ende. Ursache und Wirkung, pauschal gesagt. Kausalität. Ja, aber ich glaube, also ja, das sind aber Fehlerquellen, die man erkennen kann, die man protokollieren, dokumentieren kann, wo man auch langfristig arbeiten kann. Ich glaube schon, dass die Automatisierung echt noch viel, viel besser wird als so, wie sie jetzt gerade ist. Und dass es dahin auch definitiv mehr Möglichkeiten für uns später gibt. Also wer auch immer das ist und wie das genau aussieht. Naja, aber ganz ehrlich, ich glaube, da hat sich in den letzten Jahren alleine, was Dosierpumpentechnik angeht, echt schon so viel Cooles getan. Ja. Ich glaube, da ist noch ordentlich was drin. Und ich bin, wie gesagt, ich bin Freund von Automatisierung, wenn sie sinnvoll sind. Es geht auch um Automatisierung, die dann einfach vielleicht auch einfach Spaß und Interesse an dieser elektronischen Sache. Das ist übrigens das, was ich ganz am Anfang meinte. So Elektronik ist nicht so mein Ding. Technik können wir drüber reden. Aber diese solche Steuerungsgeschichten, da bin ich so ein bisschen, das ist einfach nicht so mein Fachgebiet. Ne? Aber da haben Leute ja richtig Bock drauf. Nur manchmal wird das Becken dann so aufgepumpt mit irgendwelchen Sachen, dass es wieder unkontrollierbar wird. Ne? Dass du hast zu viel Messdaten, du hast zu viele Dinge. Ich mache mich zum Sklaven der Messtechnik. Ja, ganz genau. Und dann wird es einfach unübersichtlich. Und wenn du dann noch zusammenhängende Steuerungen dann zum Beispiel hast, da ist jetzt eine ganz klassische, wie wir es schon ewig haben, eine Redox-Messung, die verkehrt ist und einen Ozinisator antreibt, zum Beispiel. Das sind Dinge, die dürfen halt einfach nicht passieren. Und da, denke ich, wird es langfristig aber auch irgendwelche Lösungen geben, dass solche, ich will jetzt nicht sagen, dass die Dinger fail-safe werden, aber wo von mir gibt es dann automatische Elektrodenreinigungssachen. Das gibt es sowieso irgendwie schon. Ne? Aber das sind Dinge, da muss einfach nur hingehen und das Design, wie man das Problem regelt. So, und dann wächst dann halt kein Biofilm mehr, wie man auch immer das macht. Aber da wird es, ganz ehrlich, ich gucke gerade hier auf ein iPad und ein iPhone und was die Dinger können, wir werden ja wohl in der Aquaristik in der Lage sein, TKH irgendwie mit irgendeinem dusseligen Gerät gleich zu machen. Hätte vor 10 Jahren ja auch noch keiner gedacht, was wir heute alles mit dem ich glaube, wir sind in unserer Branche vielleicht so ein bisschen wirklich hinterbettlerisch unterwegs. Aber ich glaube, wenn du, keine Ahnung, wie heißt der Tesla-Typ, wenn du dem sagen würdest, ne, hier, bau mal. Ich glaube, nach 3 Wochen kommt er mit einem Ding um die Ecke. Elon Musk. Funktioniert. So, Elon Musk, ja. Gibt Leute, die können das dann einfach. Ich will's, also wie gesagt, da hat sich auch viel getan. So, die letzte Frage, das ist die letzte, Jungs. Sorry, danach. Ist okay, Wir sind ja auch schon 3 Stunden dran jetzt hier. Ja, ja. Die letzte Frage, Entwicklung von Futtermitteln, mit deren es möglich wird, schwierige Tiere wie Pygmäen, Seepferdchen und Wirtsgorgonien. Also erstmal die Schwierigkeit, die überhaupt, überhaupt zu fangen. Also dafür musst du erstmal tief tauchen und wissen, wo sie sind. Aber da ist das kein Thema. Nee, das Problem ist, und das ist eine Zwickmühle, das ist auch so ein Bereich, in dem ich viel machen will, auch noch Richtung Produktentwicklung auch. Das Problem ist nicht mal die Fütterung an sich. Die Probleme, die wir aquaristisch damit haben, ist, was die Fütterung ansonsten oder verursacht. Ich nehme jetzt mal als ganz einfache Beispiel. Du arbeitest mit hohen partikulären Futterdichten. Das kann von mir aus auch irgendwie Zooplankton sein, lebendes oder totes. Das kann Staubfutter sein, das kann was auch immer was sein. Kein Becken ist glasrosenfrei. Alleine mit dieser
Also alleine mit diesen ganzen Fütterungen, die du hast, hast du irgendwann ein riesenglasgroßes Problem. Das ist so ein Ding, was kommt. Du wirst wahnsinnig viele Depots damit schaffen. Das heißt, irgendwann wirst du kein Licht mehr anmachen, weil überall werden Algen wachsen. Das sind diese Rahmenbedingungen. Darum geht es eigentlich. Futtermittel hinzukriegen, die Korallen fressen, ist ehrlich gesagt nicht das Thema. Die Frage ist, wie kriege ich ein Futtermittel hin, was mir diese Probleme nicht erzeugt, sprich Wachstum von Glasmoosen beispielsweise oder eben zum Beispiel Einlagerung von Depots. Das heißt, es muss ein Futter sein, was idealerweise halb gelöst, halb flüssig ist. Also ne, so eine Intermediärgeschichte, aber wo du nicht nach einem Jahr das Becken abbauen musst. Weil das, mein Akku ist fast leer. Häng ich mal kurz dran. Bitte. Sonst ist er gleich weg in den letzten paar Minuten. Nö, ich muss. Ja, aber das ist, sag ich ja auch immer, was das Problem ist mit dem Futter, ne? Das Problem ist halt, dass ich damit eigentlich im Grunde genommen auch Sachen ernähre, die ich nicht haben will, ne? Unerwünschte. Ja, das ist es. Ja, und das ist halt schwierig, eben das, sag ich mal, so hinzubekommen, wie er schon sagt, ne? Alles gut? Das ist jetzt doof, ich kann das. Aber. Nö, ist nicht gut, weil ich kann das Handy nicht so laden. Es sei denn, meine. Wie viel hast du? Ich muss mir eben noch ein anderes Kabel holen. Moment, 20%. Hält noch. Ich komme gleich wieder. Ich hole nur ein anderes Kabel. Ja, dann gehe ich auch noch mal ganz kurz mir was zu trinken holen. Ja, dann machst du eine One-Man-Show da. Ja. Ja, genau. Ja, Leute, ihr seht, es ist einiges. Ist alles nicht ganz so einfach zu beantworten. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin froh, dass ich den Jörg heute Abend hier habe. Es ist echt Wahnsinn, was der Mann an Wissen hat. Und ja. Ich höre das alles mit, ne? Ja, ich höre das. Ich weiß, dass du das mithörst, dass du deine Bluetooth-Kopfhörer dabei hast. Ja, alles in allem, das ist echt heftig, was der Mann an Wissen hat. Aber er hat ja auch studiert. Ne? Das ist ja auch so eine Sache, die man nicht sich mal eben anlegen kann. Ich sehe das hier. No? Mal gerade was probieren. Also Wireless laden. Das. Ja, müsste Problem gelöst sein. Das ist schon mal etwas. Ja. Wir sind eh gleich vielleicht durch. Aber das, wie gesagt, das ist so ein bisschen die Problematik, die wir in der Aquaristik damit haben. Ich weiß noch, dass ich. Claude hatte mal bei Fauna Marine ein Azo-Becken stehen, so ein Würfel oder so. Und ganz ehrlich, das hatte mit nichts, also dass Claude Aquaristik kann, das glaube ich, sieht jeder an seinen Ergebnissen und Tieren. Aber das Becken war nicht mehr beleuchtet und es war voll mit wirklich transparent, dadurch, dass wir auch kein Licht hatten, die haben keine Zugsensfällen gehabt. Das war voll mit Glasrosen. Also ja, transparente Glasrosen, die nur gefressen haben. Mhm. Und hätte er das Licht angemacht, hätte er wahrscheinlich so einen hohen Nährstoffgehalten und so eine hohe Depotwirkung gehabt, dass du sofort eine Fadeneigenproblematik bekommst. So. Das ist, deswegen haben wir meistens Azubecken nach einem Jahr wieder abgebaut, weil sie nicht mehr kontrollierbar waren. Wir haben eben nicht diese eine große Welle, die da schön durchschwappt und jeden Tag einmal den ganzen Ramsch rauswirft, wie es in der Natur ist, sondern unsere Systeme sind da echt ein bisschen zu klein. Wie gesagt, das Futter dafür zu entwickeln, ist nicht das Thema. Gibt es teilweise tatsächlich auch schon. Dann geht die Frage aber wieder weiter, wie oft muss ich das füttern, in welcher Futterdichte? Und da gehen wir wieder auf das Beispiel vorhin mit den Schwämmen zurück. Manchmal ist es zu groß und verstopfst du manche Sachen. Manchmal ist es zu klein, wird nicht gefangen, nicht gefressen. Wie sehe ich das überhaupt, ob es gefressen wird? Und was hat es, was kann so eine Koralle beispielsweise, es gibt ja auch andere wirkliche Filtrierer, ne, ob das jetzt, weiß ich nicht, Haarsterne sind oder was auch immer, Schwämme sind, was können die pro Zeit eigentlich fressen? Gehe ich da jetzt mit der Pipette hin und nebel die einmal voll? Ja, so eine Minella kommt damit klar. Mhm. Manche Schwämme kommen damit nicht klar, weil die überlädst du voll. Das ist so, als gehst du an eine Pommesbude und bestellst eine Portion Pommes und bekommst den ganzen Laden gegen den Kopf geworfen. Ne? Das kann man sich durchaus schon so vorstellen, dass das Mengen sind, mit denen manche Tiere konfrontiert werden, für die sie nicht gemacht sind. Ne? Die sind darauf spezialisiert in der Natur, bei ziemlich glasklarem Wasser. Viele, also über den ganzen Tag, kleine Mengen hier rauszupicken, da rauszupicken, da rauszupicken. Hm. Wenn du den Nordseewasser gibst, dann sind die nach zwei Tagen tot, nicht weil es zu kalt ist, weil da so eine hohe Keimzahl ist, dass die kaputt gehen. Ja. So. Das ist, wie gesagt, da liegen eher die Probleme, weniger an der Futterzusammenstellung selbst. Das ist jetzt nicht so die Schwierigkeit, ehrlich gesagt.
Ja. Ich würde sagen, wir haben einige Themen sauber durchgearbeitet. Wir sind auch im Fragenkatalog hier ganz das, was gestellt wurde, sind wir eigentlich mit Masse durch. Die anderen Fragen in Bezug auf Sangokai-System etc. pp. Stellt ihr bitte beim Jörg selber. Entweder im Forum oder über Facebook. Da wird euch definitiv geholfen. Das ist auch eine Sache, die wir heute extra so gemacht haben, dass wir halt nur allgemein reden, was halt nicht mal eben irgendwo steht oder so. Dafür hatten wir den Jörg ja heute hier. Es hat definitiv einen riesen Spaß gemacht. Mir qualmt auch jetzt noch der Kopf. Total entspannt überhaupt. Mir qualmt auch jetzt noch der Kopf von dem, was ich jetzt alles gehört habe. Wahnsinn. Ich bedanke mich vor allem bei euch da draußen, dass ihr das Interesse gezeigt habt. Also wir haben konsequent, sind wir schön brav über der 100 geblieben und sind wir auch jetzt noch und die Leute hören auch noch zu. Ja, des Weiteren gilt einen ganz großen Dank an die Mods, die sich die ganze Zeit um den Chat gekümmert haben. Alle drei, Ronny, Stefan und Kevin. Mhm. Und mein ganz großes Dankeschön natürlich an dich, Jörg, dass du dir die Zeit genommen hast, heute Abend hier zu sein, B, im Vorfeld mit uns die Vorbereitung zu diesem Stream mitgemacht zu haben. Das ist auch nicht selbstverständlich. Das hat alles wunderbar funktioniert. Ich bin echt wie geflasht. Ja. Alles gut. Ja. Also ich gebe den Dank an alle zurück, an euch, wie gesagt, nochmal für die Einladung. Mir hat es auch echt Spaß gemacht und euch da draußen hoffe ich auch. Und habe eben schon im Chat reingeschrieben. Vielen Dank an alle und war echt cool. Nee, echt super. Also gerne irgendwann mal wieder. Also ich muss auch sagen, der Jörg ist auch ein sympathischer Mensch einfach, sage ich mal. Er hat es auch wirklich, finde ich persönlich, sehr gut erklärt. Also es ist verständlich gewesen. Du hast zwar fachlich versorgt. Kriegt man das dann so ein bisschen hin. Ja, du warst zwar sehr fachlich korrekt, sage ich jetzt mal einfach, aber da hatten wir ja drüber gesprochen, dass wir es so machen, dass man es auch verstehen kann. Auch der, ich sag mal, der Normale, der nicht der Biologe. Ja, aber das hast du wirklich verdammt gut gemacht, muss ich wirklich sagen. Also ich fand das ein sehr entspannter Abend heute und möchte mich auch nochmal recht herzlich bei dir bedanken, Jörg, für deine Teilnahme und für dein Fachwissen, das, was du mit uns geteilt hast. Ich muss auch sagen, ich habe heute das ein oder andere auch noch wieder gelernt. Ja, also man lernt nie aus, das sieht man mal. Das kann man mal ganz ehrlich sagen. Ich bedanke mich aber auch an der ganzen Community. Erstmal an die ganz guten, tollen Fragen, die gestellt haben. Das ist, finde ich, auch wunderbar. Also da haben wir echt tolle Leute hier, die Fragen gestellt haben. Und natürlich an unsere Mods, an unsere drei. Möchte ich mich auch noch bedanken. An Daniel sowieso erstmal für die ganze Arbeit, die du wieder geleistet hast, den Stream, sag ich mal, zu stellen und so weiter. Ja, also ich kann dem heute nur was Positives abgewinnen. Ja, es war definitiv positiv. Und Jörg, du hast gerade eben einen Satz gesagt, auf den ich dich festnageln werde. Oha. Was gerne wieder? Ja, genau. Das wollte ich eigentlich auch schon fragen. Aber wollen wir jetzt nicht im Stream besprechen. Also, wir werden es jetzt nicht in nächster Zeit, aber ich werde irgendwann wieder auf dich zurückkommen. Das heißt also. Gerne, macht das Spaß. Alles klar. Ja, finde ich gut. Ja, Leute, wir haben dementsprechend 3 Stunden heute Abend gefüllt. Die meiste Zeit hat der Jörg gesprochen. Wie gesagt, nochmal einen herzlichen Dank für die ganzen Infos. Ja, da. Für die ganzen Infos. Und ich würde mal sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und für alle, die es im Nachhinein schauen, einen schönen Tag, Abend oder Nacht oder wann auch immer diesen Stream schaut. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen da, schreibt einen Kommentar drunter, ob es gut war oder nicht. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, ob es ein Video ist, ob es ein Live ist. Wir bedanken uns dafür, dass ihr da wart. Bis zum nächsten Mal. Das Team von ViperDM. Und Jörg, bis denn. Ciao, Leute. Ciao. 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 Schönen Abend noch. Ciao. Wir sind offline.